ökonomischen Kalkulation adäquat berücksichtigt. Das ist nicht mal planbar oder prognostizierbar. Und dann noch einmal anzufügen. Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von 2045 bei Design or Disaster, der Livestream-Podcast zur Klimakatastrophe. Und ich begrüße sehr herzlich meinen sehr geschätzten Co-Host und fast schon die tragende Säule dieses Formates, Jens Brodersen. Hallo Jens, schönen guten Abend. Hallo Patrick, hallo Leute, freut mich wieder, dass wir heute uns mit dem Thema beschäftigen. Diesmal steht uns ja hier einiges bevor, was wir lange angekündigt haben. Und wir gehen jetzt quasi in eine neue Formatgeneration über hier. Genau, wir können ja vielleicht nochmal ganz kurz, bevor wir reingehen in das Thema, nochmal ein bisschen Revue passieren lassen. Also für alle, die zum ersten Mal vielleicht zuschauen, was bisher geschah. Jens hat uns sozusagen in, ich würde sagen, insgesamt 6 Stunden oder so waren es, 2 Episoden, 2x3 Stunden, uns wirklich ganz hervorragend in das Thema eingeführt, was aber auch unfassbar schmerzhaft war, weil wir alles mal auf den Tisch gelegt haben. Und alles auf den Tisch gelegt bedeutet, wir haben uns in der ersten Episode damit befasst, was überhaupt Sache ist. Also was ist Stand der Dinge? Was bedeutet der Klimawandel eigentlich? Und da geht es halt mehr als um CO2 etc. pp. Und all diese Zusammenhänge und die planetaren Grenzen und so weiter und so fort. Das könnt ihr alles, wenn ihr das noch nicht mitbekommen habt, könnt ihr das sozusagen auf unserem Kanal auf YouTube nochmal nachgucken. Ihr könnt diesen Podcast auch als Audioformat abonnieren auf criticalmedia.de. Dort findet ihr das unter den Formaten. Und ja, das war sozusagen die Grundlage, was ist Stand der Dinge? Welche Auswirkungen hat das Ganze eigentlich global auf uns, rein persönlich, auf die Welt, wie auch immer, auf den Planeten, auf die Umwelt, auf die Tierarten, all die Sachen. Und die zweite Episode, die ging dann um die Frage, warum tut sich eigentlich so wenig? Also wenn dieses Komplex an unumstößlichen Tatsachen vorhanden ist, mit solchen gravierenden Folgen für die Zukunft und für die fucking Gegenwart, warum tut sich so wenig? Und das haben wir sozusagen in der zweiten Episode aufgearbeitet. Da gibt es eben ganz viele verschiedene Faktoren, warum Menschen sich diesem Thema vielleicht entziehen, aus ganz vielen unterschiedlichen Gründen heraus, die Jens wunderbar erörtert hat. Also sozusagen die psychologischen Gründe bei einem selber. Das sind so Faktoren wie Unwissenheit und so weiter. Aber es gibt dann noch einen nicht zu unterschätzenden Faktor, auf den wir heute wahrscheinlich auch noch zu sprechen kommen, nämlich die der Kräfte und Interessen, die sozusagen gar nicht wollen, dass wir uns damit befassen und dass alles so bleibt wie bisher. Das heißt, Episode 1 war, was passiert hier eigentlich? Episode 2 ist, warum tut sich nichts? Und die treu von Anfang an dabei waren, haben sozusagen gefleht, jetzt kommt doch endlich mal mit Lösungen. Wir halten das nicht mehr aus. Und deswegen ist heute die Episode 3 unter dem Titel Endlich Lösungen, aber mit Fragezeichen und Ausrufezeichen. Weil es gibt zwar Lösungen, aber die werden wahrscheinlich nicht allen gefallen, würde ich mal sagen. Oder wie willst du das so ein bisschen anspoilern? Ja, also ich glaube auch, das trifft das ganz gut. Und ich glaube auch, diese Faktenreise, sehr schön zusammengefasst. Wer es noch nicht gesehen hat, sollte das tun, dann passt das besser zusammen. Währenddessen haben wir, wie du auch schon gesagt hast, emotional eine ganze Menge durchgemacht. Ne? Am Anfang ist man dann eher frustriert und traurig niedergeschlagen. Beim zweiten ist man dann eher ein bisschen wütend und entrüstet. Und jetzt möchten wir halt eben diese ganze Energie mitnehmen und etwas Positives bringen und dann irgendwie uns mit den Lösungen beschäftigen. Und das heißt einerseits, was sind denn die Lösungen für die Probleme beim ersten Mal? Und das zweite, was sind denn die Lösungen, um diesen Hindernissen, die den Lösungen im Wege stehen, damit umzugehen.
Und gleichzeitig bildet das hier diesen Grundlagenzyklus, der ist dann hiermit beendet. Und anschließend die folgenden Sendungen, da werden wir dann jeweils auf einzelne Themen dann immer wieder eingehen, werden auch immer wieder Gäste dabei haben, mit denen wir dann Dinge diskutieren. Das heißt, wer diese Grundlagensachen gibt, wer das schon vorher wusste, alles gut. So, aber dann gehen wir tatsächlich in die Tiefe. Das heißt, auch heute schauen wir uns diese Lösung und Lösungsstrukturen an, aber werden halt irgendwie nicht die Zeit haben, in alles einzeln reinzugehen. Genau, und du hast nochmal den wichtigen Stichpunkt gegeben. Also nach dieser Lösungsepisode, in Anführungszeichen, ist natürlich das Thema noch nicht beendet, sondern es fängt eigentlich erst an, weil dann gehen können wir eigentlich erst von der Basis aus in die Tiefe gehen. Und wir haben jetzt schon, so viel kann man verraten, sehr spannende, illustre Gäste und Gästinnen am Start im Hintergrund. Wir verraten noch nicht alles. Aber ich weiß es zufällig und es ist einfach, es wird spannend und es wird interessant und es wird konstruktiv. Und nur so kann man diesem ganzen Irrsinn, glaube ich, auch ein Stück weit begegnen. Also eine Mischung aus Konstruktivität, aber auch einem wirklichen Realismus. Also auch dem Irrsinn wirklich in die Augen zu blicken. Das ist, glaube ich, aus unserer Sicht so ein bisschen notwendig. So, ihr Lieben, ich sehe schon, ihr seid sozusagen im Chat auch schon bereit. Hallo, hallo, hallo. Ja, Liz schreibt, also bei mir haben eure Episoden viel angeregt. Ich bin gespannt auf die Lösung. Genau, das ist ja gut, das soll ja so sein. Und vielleicht auch nochmal der Hinweis. Natürlich hat es auch was mit mir gemacht. Ja? Also Jens hat mich ja genauso durch die Mangel gedreht wie euch alle. Und ich merke wirklich, dass es wie so eine Bewusstseinstransformation stattfindet bei mir, dass ich mich die ganze Zeit frage, wie kann man nicht über dieses Thema mehr nachdenken? Also ich komme nicht drum herum mehr und es regt mich immer mehr auf, je mehr man sich mit anderen Dingen beschäftigt, die aber damit zusammenhängen, wohlgemerkt. Also was mir immer mehr auffällt, ist so dieses, das, was wir im Critical Infinity auch besprochen hatten mit diesem Interview mit Herrn Ploss und so weiter. Also diese Kolonialherrenart, so will ich sie mal nennen. Also diese scheinbare Selbstverständlichkeit, dass wir uns die Ressourcen aus anderen Ländern aus dem Boden ziehen, weil wir sie ja brauchen, alle anderen natürlich nicht, sondern nur wir. Solche Dinge. Und da war ja neulich auch neben dem unsäglichen Markus Lanz-Ding, wo die letzte Generation war, war ja auch kürzlich Maja Göpel zu Gast und Herr Diess, den ehemaligen VW-Chef, der ganz ähnliche Töne angeklungen hat. Also von wegen, wir müssen uns jetzt die letzten Ressourcen dieser Erde noch schnell an uns raffen, damit wir unseren Wohlstand hier bewahren können. Und dann denke ich mir immer, yo, ihr habt es einfach noch nicht begriffen, worum es geht und ihr macht weiter wie bisher. So. Genau, Herbert, ja, hat dies. So ist er. Genau, 72 Mal. Ja. 72, hast du mitgezählt, ja? Naja, aber irgendeiner hat mitgezählt. Ich habe die Zahl jetzt nur wiederholt, aber es war halt irgendwie schon krass. Ja. Also es war unerträglich auch wieder. Und das ganze Thema letzte Generation, da werden wir vielleicht jetzt nochmal später im Laufe, wahrscheinlich gar nicht so ausführlich, aber wer da ein bisschen ausführlicher was zu hören will, ich habe ja heute eine Sprachnachricht an Humann geschickt auf critical-infinity.de, wo ich mal 40 Minuten mich dem Thema gewidmet habe, rund um das Thema ziviler Ungehorsam, um einfach da auch mal ein bisschen tiefer reinzugehen, weil das Phänomen ziviler Ungehorsam ist ja nicht neu. Und es wurde schon seit vielen Jahrzehnten hoch und runter diskutiert und debattiert. Und wie ich ja in der Sprachnachricht festgestellt habe, erschreckenderweise sind es immer wieder die gleichen Muster, die da ablaufen. Also sowohl vom Status quo, der das Ganze immer wieder verteidigt und härtere Strafen fordert, all diese Dinge haben wir alle im Laufe der Geschichte viel zu oft schon so erlebt. Also wer das nochmal hören will, dem sei das nochmal ins Herz gelegt. So, genau, Nicole, so sieht's aus. So viele Kurze kann keiner trinken, wie Herbert dies ja sagt. Wir steigen aber jetzt ins Thema ein und es kommen die Lösungen. Und unsere erste Rubrik, The Heat is On, und ich schalte jetzt hier mal um. Und
Wie immer gilt, wenn ihr Fragen habt an uns, an Jens, dann Frage-Doppelpunkt. Ansonsten könnt ihr euch gerne im Chat untereinander austauschen, diskutieren etc. Und wir werden es so machen, ich versuche so wenig wie möglich Jens in seinem Flow zu unterbrechen. Wir werden aber rechtzeitig Zwischenstopps machen, wo wir dann euch einbinden werden in die Diskussion und für Rückfragen und so weiter. Also nicht wundern, wenn wir so ein bisschen dadurch, ich will nicht sagen rennen, aber mal konzentriert an die Sache rangehen. Bist du bereit, Jens? Sehr gut. Feiert ab. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den Patrick da gesagt hat. So ein paar Sachen hängen da zusammen. Da braucht man erst ein komplettes Bild und dann kann man darüber diskutieren. Das haben wir die letzten Male ja auch schon gemacht und waren dann trotzdem sehr lang. Das ist aber die Natur der Sache. Wir werden dann irgendwann nochmal das irgendwie aufteilen oder so, aber das ist Zukunftsmusik. Heute wird es vielleicht ein bisschen kürzer. Die nächsten nachfolgenden Sendungen werden dann auch eher Spielfilm länger haben, sodass das irgendwie für alle passt. Schauen wir mal genau. Es kommt darauf an, wie das so abgeht. So, also keine Versprechung, ne? Aber wir haben natürlich auch gehört, dass einige gesagt haben, das ist nicht so leicht zu verdauen, auch von der Länge her. Verstanden, alles gut. Kurzer Hinweis noch zu dem, was Patrick gerade gesagt hat. Tatsächlich ist der Skit wirklich großartig. Den solltet ihr euch anhören und mit jedem Teil, den ihr kennt, plus dem, wo er über Würde spricht, das ist, glaube ich, der davor, die sind beide wirklich großartig, weil sie dieses ganze Thema nochmal aus einer anderen Perspektive beleuchten und dann kriegt das auch nochmal einen ganz anderen Drive. So, deswegen. So, aber jetzt steigen wir ein. Wir haben im Prinzip schon alle Vorrede gesagt. Wir wissen, warum wir hier sind, aber falls jemand jetzt heute neu dabei ist, ganz kurz nochmal die Plattform. Warum sind wir hier? Wir merken halt, okay, Treibhausgase, gerechnet in CO2-Äquivalenten, treiben den Klimawandel voran. Im Prinzip jede Art von Intervention hat bisher nichts gebracht. Also es ist ein komplettes politisches Versagen der Klimapolitik der letzten Jahre. Also auch dazwischen, jede einzelne Konferenz hat da jetzt nichts gebracht. Das heißt also, es gibt hier tatsächlich ein Problem mit all den Auswirkungen. Das kann man in der ersten Sendung sehen. Man zeichnet hier verschiedene Szenarien. Selbst das geringe Szenario wäre dann immer noch nicht wirklich gut. So, und wir laufen momentan eher in schwerwiegende Szenarien rein mit all den Folgen, die da dann konkret dranhängen. Wie gesagt, auch erste Folge führt dann die Folgen. Plus, und das wird immer gern vergessen, ist halt, alle 4 Sekunden stirbt ein Mensch an Hunger. Das ist nicht irgendwie Altersschwäche, Gewalt oder irgendwie Krankheit, sondern nur Hunger alle 4 Sekunden. Und alle paar Minuten, also alle 10, 12 Minuten, verschwindet eine Art. Und wir haben das geschafft in den letzten 150.000, aber insbesondere in den letzten 150 Jahren und nochmal extra in den letzten 70 Jahren tatsächlich enorm viel Schaden anzurichten. Wir haben heute sehr viel Biomasse, das bei uns in Käfigen lebt. Also das sind alles halt eben Nutztiere und so weiter, domestizierte Tiere. Aber dafür haben wir zum Ausgleich halt eben rundherum sehr viel Leben vernichtet. Das kriegen wir nicht so richtig mit, aber das ist tatsächlich gefährlich. Das ist das, was wir unter Biodiversität verstehen. Und Biodiversität ist wichtig, weil wir von diesem Ökosystem, in dem wir leben, abhängig sind. Da kommen unsere Nahrungsmittel her. Das sorgt dafür, dass wir frisches Wasser haben. Das sorgt dafür, dass das Wetter funktioniert und so weiter. Diese ganzen Sachen, die sind schwierig und kommen durch Klimawandel unter Druck. Und Biodiversität ist auch eben durch planetare Grenzen und so weiter halt eben auch eben unter Feuer. Und das bedroht unser Überleben als Spezies. Das heißt, immer wenn irgendjemand sagt, von wegen, das ist irgendwann mal, oder es betrifft ja nicht uns, ich höre das immer wieder in Debatten, dass Leute sagen, naja, man muss den betroffenen Ländern ja helfen. Mhm. Die betroffenen Länder, das sind auch wir. Und das wird dabei immer vergessen. Das kann relativ schnell passieren, dass hier ganz gewaltig was ins Rutschen kommt. Und im Prinzip alle Wissenschaftler sind sich da, die an diesem ganzen Bereich forschen, einig, dass wir auf einem sehr abschüssigen Pfad sind. Und das ist gefährlich. Das heißt, da muss man was machen. Mhm. Und vielleicht da noch ein Hinweis, auch das habe ich in der Sprachnachricht aufgegriffen. Jens hat es tatsächlich auch erst kurz vor der Sendung diesen Beitrag gesehen, nämlich im ZDF Auslandsjournal gab es einen Bericht über den Irak und dieses Euphrat-Tigris-Gebiet, was ja mal als das fruchtbarste Gebiet, Feuchtgebiet aller Zeiten gilt. Und es wird gerade ganz, oder es ist konkret eine Art Salzwüste, versalzte Wüste geworden. Und wer dann sozusagen, auch wenn man jetzt wieder sagen kann, naja, das ist im Irak und so weiter, aber ich glaube, wer bis 3 zählen kann, sieht, welchen Schub an Folgen das am Ende dann auch für uns bringt, unabhängig davon, dass auch jetzt schon natürlich Wetterextreme etc. bei uns ganz konkret, bei dir, bei mir und so weiter greifen. Aber das fand ich nochmal wirklich
erdrückend, das so zu sehen und so aufbereitet zu sehen. Also schaut mal auf YouTube, googelt mal da nach Auslandsjournal Irak Wüste. Und das fand ich einfach nochmal super krass, weil das eigentlich nochmal in einem kleineren Kosmos das abbildet, was du, Jens, eigentlich die ganze Zeit gezeigt und erzählt hast. Also von Hunger, Artensterben, Existenz geht weg der Menschen und so weiter, Migrationsbewegung etc. pp. Ja, genau das. Super. Genau, und wenn ja, Licht aus ist, dann merkt man gar nicht, dass keiner das Richtige tut. Weil man könnte ja schnell darauf kommen und sagen, naja, ist sehr viel los und wir haben ja auch politische Parteien, die sind da irgendwie unterwegs. Und nein, also selbst die Grünen sind mit der Realpolitik nicht demokratisch legitimierter Machtstrukturen und Interessen halt konfrontiert. Und wenn man glaubt, die haben ja mal den Schwur geleistet, die sind ja dafür, eben genau das Richtige zu tun und zu entscheiden, in Macht selber schaffen sie es dann doch nicht immer ganz. Also wenn zum Beispiel nach Öl bohren will im Naturschutzgebiet Wattenmeer oder halt eben Abstandsregeln, die Windkraft verhindern, in Sachsen beschließt, der braucht sich eigentlich zu den Themen nicht mehr richtig äußern. Mir ist klar, dass das natürlich immer auch Kuhhandel sind, dass man dafür was anderes gekriegt hat und politischer Betrieb, das ist alles richtig. Aber man könnte natürlich auch erwarten, dass während alle anderen Politikbereiche, also alle anderen Parteien dort nichts machen, dass zumindest die Grünen, die dafür ja mal angetreten sind, für genau dafür und das eigentlich immer im Markenkern drinsteckt, dass die in dem Moment, wenn das als politisches Projekt ansteht, dann nicht sagen, ja, okay, was kriegen wir denn dafür, sondern sagt so, nein, nein, tausendmal nein, das machen wir nicht mit oder wir gehen, wir lassen das Ganze platzen. Die Machtoption ist uns das nicht wert. Das könnten sie sagen. Die FDP zum Beispiel macht das auch, aber in dem Moment möchte man dann doch lieber die andere Option, da ist auch ein bisschen die Geisthaltung, ich kann von innen heraus mehr verändern, das ist auch nicht ganz falsch und so. Und vor 20, 30 Jahren hätte ich es auch noch gekauft. Hier wäre manchmal, glaube ich, ein bisschen mehr Nacken interessant. Jetzt sind wir natürlich auch die ganzen Hintertürsachen nicht drin. Aber die Kernaussage ist dieses, man kann sich jetzt nicht darauf verlassen, dass der politische Akteur, selbst wenn er mit diesem Thema auf diesem Ticket fährt, dann das Richtige tut. Richtig. Ja. Und wer glaubt dann eben, wir Unternehmen, die sagen ja alle, ja, hier grün und hier, guck auf meinen Nachhaltigkeitsbericht und guck auf unsere grüne App und guck mal, dass wir jetzt hier Plastik recyceln und so weiter, also ein Blödsinn. Also ist jetzt von der per se kein Blödsinn, aber dieses Frame ist halt immer etwas wie, wir haben ein Partikular, das stellen wir jetzt ins Fenster und so die richtige Essenz dessen, was eigentlich getan werden muss, das geschieht ganz selten. Und selbst die, die dann nach vorne hin ins Schaufenster stellen, jawohl, wir machen das und so weiter, lobbyieren dann im Hintergrund dann doch dagegen, also gegen Klimapolitik. So, ne? Also BASF gilt zum Beispiel im Bereich Reporting, wenn es um Nachhaltigkeit geht, mit als eine der wirklichen Vorreiter und versucht gleichzeitig Klimapolitik zu verhindern. Das haben sie sich nicht durchsetzen können und so weiter. Jetzt versuchen sie das nächste zu erpressen, dann eben zu sagen, ja, dann gehen wir halt. Wenn wir anderen Arbeitskosten günstiger, dann gehen wir halt. So, ne? Oder die IG Metall oder der AVD oder Bosch und so weiter. Die versuchen dann eben dagegen zu arbeiten. Genauso wie jetzt halt eben in den Staaten halt eben Apple und Disney das machen und andere halt eben auch, Microsoft, Amazon und so weiter. Das sind all die uns heute erzählen von wegen, ja, mit uns ist voll grün und wir gehen in eine bessere Zukunft und so weiter. Das können die sich alles in die Haare schmieren. Weil diese leeren Versprechungen, wenn sie gleichzeitig das, was legislativ passieren muss, versuchen zu verhindern oder sogar wirksam verhindern, dann sind all diese ganzen Lippenbekenntnisse vollkommen wertlos. Und das Dritte ist dann eben so dieses, was wir ja eben auch wissen, Ölkonzerne und eben generell Fossilindustrie weiß seit anderthalb Jahren, jetzt langsam sind sie im Sucher, jetzt langsam ist das Spiel irgendwann vorbei, es werden jetzt Legislativakte kommen, die dafür sorgen, dass das Geschäft langsam zurückgeht. Also wird nochmal richtig Gas gegeben. Klimaforscher wissen und es ist sehr klar belegt, dass wir im Prinzip in diesem Jahr anfangen müssten, langsam zurückzugehen. Auf keinen Fall Expansion, selbst Stagnation wäre schon schlimm, aber was passiert ist Expansion. Und sehr häufig, das haben wir beim letzten Mal gesehen, mit öffentlichem Geld. Und das ist im Prinzip natürlich, dass sie das aus reinen Profitinteressen machen und so weiter, das kann man nachvollziehen. Das ist ja nicht nur, dass das irgendwie, das sieht ja jetzt irgendwie, die stehen ja nicht als Zirkel zusammen und sind böse Menschen, sondern in diesem System, in dem wir funktionieren, tun sie genau das, was irgendwie da ihre Aufgabe ist. Das Problem ist nur, im Prinzip müssten alle aufhören, aber jeder will dann noch die Markt mitmachen. Und solange der Rechtsrahmen das zulässt, werden sie halt genau das machen. Die werden so lange in der Erde rumbubbeln, bis wir ihnen das verbieten. Und das ist eben etwas, was das Ganze antreibt. Das heißt, wir können uns momentan nicht darauf verlassen, dass die Politik oder die Wirtschaft das jetzt irgendwie so machen. Das haben wir beim letzten Mal schon gemacht, aber hier nochmal ein paar Beispiele. Ich glaube, es gibt tatsächlich zwei fundamentale Irrtümer. Ein hast du ja schon auch gut angesprochen, also dieses Thema Individuum und Struktur oder System.
Also darauf zu schließen, dass Individuen doch einen moralischen Kompass haben und so weiter und in allen Situationen rational, vernünftig, überzeugbar etc. pp. Sind, das ist, glaube ich, ein völliger Irrtum, weil Menschen in unterschiedlichen Rollen und so weiter gezwungen sind, ganz anders zu agieren und sozusagen in systemischen Strukturen anders handeln, wie sie vielleicht als Individuum handeln würden. Also das Individuum ist viel schwächer als die Gemeinschaft. Das ist übrigens auch mit ein Argument gewesen, was ich ja aufgegriffen habe in der Sprachnachricht von Martin Luther King, der gesagt hat, die Gemeinschaft moralisch ist immer schwächer als das Individuum und deswegen muss man sozusagen die Gemeinschaft dazu bringen, moralisch zu handeln, weil über das Individuum allein wird es nicht funktionieren. Und das Zweite ist, dass wir mehrere Systeme haben, die ineinander greifen und die eigentlich eine Art Balancefunktion ausüben sollen oder eine regulierende Funktion, wenn man so will. Das heißt, wir haben ein politisches System, was letztendlich eine Art Advokat der Gesellschaft sein soll. Also alle Werte, die eine Gesellschaft ausmachen, nicht nur wirtschaftliche Interessen vertreten und nicht nur alles ausrichten nach jeder muss einen Job haben und so weiter, weil das ist ja das Argument dieses anderen Systems, des Wirtschaftssystems, was ja sofort das politische System erpresst, indem es dann eben sagt, naja, dann ziehen wir Arbeitsplätze ab. Und wenn das sozusagen Dreh- und Angelpunkt ist, diese Arbeitsplatzdiskussion, dann kommt man da auch keinen Deut weiter, weil letztendlich geht es wirklich darum, dass das politische System die Rahmen und Regeln und Ordnungen und Strukturen setzt, wonach sich Wirtschaft orientieren muss. Weil die Logik des Wirtschaftssystems ist es, Profite zu erwirtschaften. Und da ist es auch völlig egal, mit was. Ja, ob das schmutzig ist, ob das illegal ist, also eben nicht illegal ist, weil das ist der entscheidende Punkt. Staaten oder politische Systeme schaffen Normen, Gesetze, wonach man Wirtschaft unterwerfen kann, wonach sie sich richten müssen, wo man dann erst den Hebel hat zu sanktionieren. Tut man das nicht, lässt man dem allen einen freien Lauf, tut Wirtschaft das, wofür es da ist, was sein Zweck ist, nämlich die Erwirtschaftung von Profit, egal wie. Und das ist der entscheidende Irrtum, den man hat, zu sagen, also das Irrsinnigste war ja, als Olaf Scholz irgendwie appelliert hat, die großen Konzerne, die sollen jetzt mal nicht so viel Gewinn machen und eher auf die Menschen gucken. Das ist so der größte Irrsinn, den man in diesem Zusammenhang formulieren kann, weil tatsächlich ist es ja auch so, dass sich Unternehmen in ihrer Logik strafbar oder anklagbar machen von den Shareholdern, wenn sie nicht so handeln, wie sie handeln sollen. Also von daher, das sind diese zwei Dinge. Es muss raus aus diesem Individuum-Modus und es muss ein politisches System geben, was Regeln klar macht. Und deswegen auch gut dieser Hinweis, wenn noch nicht mal die Partei, deren Hauptelement der Klimaschutz ist, konsequent ist und Dinge fordert, weil sie auch immer wieder in diese Verbotsdiskussion reingezogen werden und ihr Image damit irgendwie nicht gefährden wollen, dann werden wir da auch keinen Millimeter weiterkommen. Genau. Was wir übrigens gerade machen hier, ist ein Sprungbrett, damit wir zu den Lösungen kommen. Also nicht ungeduldig werden, sonst wir heitern es ja gerade auf. Also so, und wenn Licht aus ist, dann ist Dunkelheit und darin stirbt die Hoffnung. Und das ist zum Beispiel etwas hier. Das ist eine Botschaft von jemandem, der bei einem Meeting war, wo es um Finanzen ging. Und einer von den großen Finanzakteuren dort hat eine Reihe von Folien aufgelegt, wo es eben auch um Projektionen ging und eben was in Zukunft kommt. Und eins davon war dann eben das, was wir die letzten Male schon immer hatten, so, also dass, wenn jetzt Klimakatastrophe und das ganze Nachhaltigkeitsthema Biodiversität die nächsten Jahre knallt, dann hat man genauso ein Problem, dass rund um den Äquator einen ganzen Haufen Menschen leben, die dann dort nicht mehr leben können. Also die blicken dann wirklich in den Abgrund von halt flächendeckendem Zusammenbruch von Nahrungsmittelversorgung und so weiter und die werden dann Migration betreiben, so, ne? Also irgendwie da weg müssen, irgendwo hin, wo es noch was zum Leben gibt. Hier in dieser Projektion geht man davon aus, dass man das verhindert,
und dass diese Menschen sterben. Also diese Projektion geht davon aus, 20 bis 30 Jahre, früher waren es über 50, dass dann eben so 2 bis 3 Milliarden Menschen dann eben verhungern oder mit ihren abgeschlossenen eigenen Bürgerkriegen, Verteilungskämpfen sich gegenseitig umbringt. Das ist natürlich zynisch. Es ist auch nicht wichtig, das jetzt irgendwie diabolisch zu sehen oder so weiter, sondern das, was wir hier sagen und was wir abwenden wollen, die haben ja dieselben Informationen, die kommen nur zum anderen Schluss. Die sagen halt, dieses politisch wird sich daran nichts ändern. Die sagen, die Zivilgesellschaft wird zuschauen und die sagen, am Ende wird die Barbarei obsiegen. Und übrigens hier können wir noch investieren, nämlich hier, wo noch Menschen dann irgendwie so. Und das ist etwas, was wir anerkennen müssen, dass halt eben, dass hier kein Geheimwissen, sondern das ist etwas, mit dem ganz konkret geplant wird. Wenn wir dann weiterschauen, das ist halt eben auch etwas, da darf man sich ruhig mal ein bisschen aufregen. Das ist Josep Borrell, das ist quasi die EU hat quasi keinen Außenminister, aber sie hat so einen hohen Beauftragten für Außenangelegenheiten und das ist er. Und er hat sich verstiegen zu dieser Sache, die furchtbar ist und gleichzeitig aber auch relativ klar, nämlich er hat gesagt, Europa ist ein Garten und der Rest der Welt ist ein Dschungel. Und dieser Dschungel könnte in den Garten einfallen. So, ne? Und sagt dann als nächstes, okay, Europäer müssen sich mehr damit beschäftigen, mit dem Rest der Welt und dem ganzen Quatsch und so weiter. So, ansonsten werden die anderen herkommen. Der Punkt, dass dieses Migration irgendwann als Reaktion auf Nachhaltigkeitskatastrophe und so weiter ein Thema ist, das ist natürlich auch ihm bekannt und das ist auch all den politischen Entscheidungsträgern bekannt und so weiter. Das Ding ist nur, er hat hier den Fehler gemacht, das auszusprechen, weil da steckt nämlich das Zweite und das ist dann schrecklich drin. Er steht da drin, dieses, wir sind eigentlich zum Handeln aufgefordert und so, aber es ist halt genau dieser Klimarassismus drin, den wir kennen, weil wir sind der Garten. Wir sind die Hochkultur der Garten, hier ist gepflegt und ordentlich und die anderen sind der Dschungel. Da kommen die barbarischen Halbmenschen, die kommen dann an und fallen hier ein und zertrampeln die Blumen in unserem Garten und so. Also ich übertreibe, ich will ihm jetzt, doch, ich will ihm schon Rassismus unterstellen. Also Ja, das kann man schon. diese Sprachbilder, die ist vielleicht unglücklich gewählt und so weiter, so, aber es zeigt halt eben genau das, wie halt eben alte, noch mittelalte weiße Männer, die halt irgendwie Macht haben und eurozentristisch aufgewachsen sind, tatsächlich das Ganze betrachten. Ähnliches hat man übrigens beim Beginn des Ukraine-Krieges gemerkt, wo nämlich dann Reporter ähnlichen Alters gefragt worden sind, die gesagt haben, ich kann mir gar keinen Krieg vorstellen, das sind ja hier echte Menschen, das ist ja echte Zivilisation, Ukraine. Weil er sonst immer berichtet aus Kriegen, wo halt Menschen mit einer anderen Hautfarbe sind. Das ist die Realität, mit der wir es zu tun haben. Und genau durch diese Brille wird dann eben auch auf das Problem geschaut. Ja, und aus dieser Brille, wenn man da so drauf schaut, dann wird die Barbarei ja verstärkt, weil eine Eskalation bedingt ja immer zwei Seiten. Also das heißt, wenn ich mit dieser Perspektive auf andere Menschen blicke, heißt das ja, dass man sich dagegen natürlich ganz anders rüstet, in Anführungszeichen, und dem natürlich komplett begegnet, wie wenn man sagt, das sind alles Brüder und Schwestern, die da mit leiden. Genau, also das ist auch ganz wesentlich, ne? Also die Entmenschlichung hilft dabei, dieses ganze Konstrukt dann durchzuarbeiten. Deswegen erklärt das auch ein Salvini, ist eine Meloni, ein Orban und so weiter. Und deren Politik wird auch halt eben durch diese Brille erklärt. Die AfD hat 2015 schon gesagt, wir brauchen eine Festung Europa. Wir müssen halt Mauern bauen und auf alle Menschen schießen, die hierher kommen wollen. Und Kretschmer, der hier CDU-Mensch da aus Sachsen, der hat das 2021 auch nochmal gesagt. Er hat gesagt, okay, wir brauchen Mauern, wir brauchen Zäune, wir brauchen Mauern und wir brauchen Leute, die es beschützen. Das heißt, dass es kommt ja in der Mitte an, dass man sagt, okay, wir wollen jetzt hier unseren Garten tatsächlich schützen. Und da hilft natürlich das andere, die im Vorwege schon zu dämonisieren. Ne? Also das ist so, das ist richtig, deswegen auch dieser Punkt Klimagerechtigkeit, so, der ist quasi das Gegengewicht dazu. So, dann das hier ist auch großartig, sieht im ersten Moment toll aus, außer wenn man dann sieht, dass es vom 17. Oktober ist. Und wenn tatsächlich ein, okay, das ist kein aufgeklärtes Nachrichtenmagazin, aber wenn man jetzt irgendwie sieht, das ist ein Massenmedium und auf dem Titel lächelt einem die Frau entgegen und dann steht da eben nicht dieses Katastrophe, was ist bloß aus unserem Planeten geworden? Wenn das so weitergeht, werden wir irgendwann verrecken. Sondern da steht eben heute nochmal Sommer genießen. So, und damit ist dann Klimawandel geframed, als das eigentlich was Gutes. Ja, und Der Zusammenhang wird nicht mehr hergestellt und gleichzeitig wird es positiv aufgeladen. wichtig ist hier nochmal die kleine Schrift drunter, die ihr leider nicht lesen könnt, weil unsere Köpfe drüber sind. Ich lese sie aber gerne vor. Wahrscheinlich ist es der letzte warme Tag für ganz, ganz lange. Ja, banaler geht es nicht. Und dann aktuell, also das ist schon wieder halb aktuell, er hat es inzwischen auch nochmal an anderer Stelle was Ähnliches gesagt. Angesprochen, Olaf Scholz, was er eben von Demonstranten bei halt dem Gesundheitsprozess da war so eine Gesundheitskonferenz und da gab es Protest und darauf angesprochen,
Da sagt er dann, was er davon hält, da sagt er, sie machen Proteste zu Klima und solchen Sachen und denken, das würde unsere Diskussion verbessern. Und ich denke, der beste Weg, die Diskussion zu verbessern, ist nicht hinzuhören und weiterzumachen. Das ist die Staatsräson, wenn es um politisches Engagement geht und wenn es um Klima geht. Klarer kann man das nicht sagen. So, ne? Und alles, was da jetzt irgendwie Glasgow kommt, da können wir nochmal irgendwie uns gesondert zu auslassen und so weiter. Aber das ist die Situation. Das darf man nicht anders sehen. Also wer sich darauf verlässt nach dem Motto, das wird schon irgendwie kommen, der ist falsch unterwegs. Und deswegen kommen wir jetzt zu der Lösung. Diese ganze Show heißt ja 2045, weil 2045 das Land ist, der Zeitpunkt ist, wo dieses Land klimaneutral sein will, und weil es gleichzeitig auch ein schön großer Abschnitt ist und so weiter und so fort. Es heißt bei Design or by Disaster. Also die Veränderung wird kommen. Die Frage ist nur, ob wir sie gestalten oder ob wir sie uns von ihr überrollen lassen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, das sind im Prinzip zwei Schaltzustände, die zwei Extreme abbilden. Und das eine ist halt dieser Desasterpunkt. Das ist im Prinzip dieses so, wir machen weiter wie bisher und leben in den Konsequenzen und Veränderungen, wie sie kommen. So. Und darunter steht halt eben dieses so, okay, da wird sich wahrscheinlich am politischen System was verändern. Das ist jetzt nicht per se halt irgendwie eingeloggt, dass das so kommen wird. Aber wenn wir mal kurz uns die Zukunft vorstellen, in der natürlich auch Wirtschaft irgendwie anders funktionieren wird, weil in einer 3-Grad-Welt halt Weltwirtschaft ganz anders und auch wesentlich gestörter funktioniert, wo wir Verteilungskämpfe haben werden, wo wir 200 Millionen Klimaflüchtlinge at least haben werden und so weiter, da wird mit Sicherheit davon ausgehen, dass du sowas hast wie Zwangsarbeitsdienst, da wirst du was haben, dass du sagst, so, wir sind halt irgendwie das deutsche Volk und oder wir sind Europäer, wahrscheinlich wird es eher so ein europäischer Gedanke sein und da draußen sind halt die Horden der Taugenichtse und so weiter. So. Also diese Art von Menschenverachtung und so weiter, das wird wahrscheinlich dann als politisches Konstrukt schon dann irgendwie sinnvoll sein. Auf jeden Fall wird es schwer, eine Demokratie und auch irgendwie diese ganze Systematik, die wir gerade haben, irgendwie unter diesen apokalyptischen Bedingungen aufrechtzuerhalten. Passend auch dazu, das Zusammenwirken zwischen den dann verbleibenden Unternehmen und dem Staat, weil wahrscheinlich werden die ein bisschen enger zusammenrücken müssen. Und das ist ziemlich genau das, was Mussolini damals so als eben einer der ersten Vordenker des modernen Faschismus dann irgendwie definiert hat, wo er eben gesagt hat, okay, also im Prinzip sollte das eben Kooperatismus heißen, weil es ist eigentlich das Zusammengehen von Unternehmertum und Staat. So, ne? Also das passt hier eigentlich ganz gut dazu. Wie ich dir an der Stelle nochmal der Hinweis, weil ihr sagt, es sind ja jetzt keine Lösungen. Doch, all das, es mündet in Lösungen, die sehen halt nur nicht immer schön aus. Also das heißt, es geht ja irgendwo hin. Das ist jetzt der Strang. Es geht dahin, wenn wir sozusagen überhaupt nichts verändern. Und Lösung heißt ja, ja, also wo endet es, wo mündet es und so weiter. Aber es gibt ja noch ein paar andere Optionen. Genau, und auf der anderen Seite des Kontinuums ist das Design. Das ist wirklich etwas, wo man dann sieht, okay, das ist ein Konzept, bei dem wir versuchen, diese Veränderung so zu gestalten, dass am Ende ein neues Gesellschaftsmodell dabei rauskommt, dass wir am Ende an einen Punkt kommen, wo dieser Planet innerhalb seiner normalen Grenzen wirtschaftet und wir ein normales und gesundes Klima haben, beziehungsweise halt uns an etwas, was sich Klimareparatur nennt, machen können. Und da gehen wir jetzt auch tiefer drauf ein, weil das Desaster müssen wir uns nicht angucken, weil das ist halt eben keine Lösung. Wir gucken uns jetzt gleich das Design an. Dazwischen gibt es nur noch etwas anderes, das könnte man so ein bisschen so das Transferding nennen. Das ist im Prinzip Designaster. Das ist so dieses, also man lässt es laufen bis zu dem Punkt, wo tatsächlich mal richtig was verrutscht und das heißt dann irgendwie, keine Ahnung, wenn jetzt mal hier ein kompletter Fluss irgendwie abstirbt und deswegen halt mehrere Bauern dabei halt irgendwie räumen müssen oder irgendwie noch mehr Wald abbrennt oder so. Also an irgendeiner Stelle findet irgendein Pivotal-Ereignis in der westlichen Welt statt und dann werden wir relativ schnell irgendwas machen. So. Also das eine ist gar nichts machen, das andere ist halt irgendwie zu einem Zeitpunkt etwas machen und dann sehr viel, ganz, ganz schnell. Und das andere ist, wir fangen jetzt in den nächsten Jahren an, das zu tun. Und dann haben wir uns hier insbesondere das Beispiel Earth for All genommen vom Club of Rome. Club of Rome, ihr werdet ihn kennen, ist eine Organisation, die sich mal in Rom, zusammengetroffen hat, wo mehrere Wissenschaftler, Politiker und so weiter und darüber gesprochen haben,
okay, wie funktioniert das denn gerade, also staatliche Organisation, Gesellschaft und insbesondere Wirtschaft, und haben dann gemerkt, mit dem, dass Grenzen, die Grenzen für Wachstum, in Deutschland glaube ich, als Grenzen des Wachstums, wo man sich auseinandergesetzt hat, damit dieses, wie weit kann dieses Art des Wirtschaftens denn hier irgendwie bestehen. Und 50 Jahre später, nämlich jetzt vor kurzem, hat man das Ganze aktualisiert, aber auch übertragen in ein politisches Konzept, weil man beim letzten Mal sehr stark die Probleme beschrieben hat, und jetzt hat man gesagt, okay, gut, jetzt nützt nichts mehr, wir brauchen einen globalen Masterplan. Und den haben die auf 250 Seiten beschrieben, und da gehen wir jetzt mal drauf ein. Ja, im Prinzip hier unten, da sind so ein paar Zahlen eigentlich. Also wir haben mit diesem Earth for All-Ansatz, wenn wir den jetzt umsetzen wollen, tatsächlich eine Chance, dass das Ganze irgendwie gut funktioniert. Ist auch eine tiefgreifende Transformation, und das dazwischen wird dann immer alles graduell schlimmer. Ja, im Chat heißt es schon, die aktuelle Empirie zeigt, dass es wohl bisher der mittlere Weg wird. Ja, muss man so Wenn sagen, ja. wir uns auch angucken, wie beispielsweise mit Finanzkrisen umgegangen wurde, wie mit Pandemien umgegangen wurde, all das hat die Wissenschaft ja vorab schon in Szenarien und so weiter immer wieder Empfehlungen. Oder auch Migration, die Migrationskrise, auch das wurde lange Jahre vorher angekündigt, dass sowas mal passieren wird. Und ja, es ist tatsächlich so, es ist dieses. Das, was Angela Merkel ja verkörpert hat, dieses Politik auf Sicht fahren. Und ich lasse sozusagen alle Mahnungen und Warnungen mal komplett weg und gucke einfach, was der Tag so bringt. So, der folgende und folgende. Und mache mir da gar nicht groß den Kopf und designe auch gar nicht. Genau, also das ist komplette Konzept- und politische Ziellosigkeit, so, ne? Also wo man dann Tagesgeschäft, man verwaltet macht. Ne? Das ist ja auch Und Realpolitik sozusagen. Also das ist ein das perfektes ist, Beispiel, ja. genau, und das, deswegen triggert mich das so immens, dieser Begriff der Realpolitik, weil es nichts anderes ist, als zu versuchen oder sich auf diesem Status quo letztendlich immer wieder zu berufen und zu beharren, anstatt sozusagen nach vorne hin progressiv zu gestalten, Gesellschaft zu gestalten und es zumindest zu versuchen, was zu machen. Stattdessen kommen dann immer diese realpolitischen Argumente, die ja immer nur ein Ergebnis des Auf-Sicht-Fahrens ist. Also man kommt dann aus diesem Kreislauf gar nicht mehr raus, wenn man nur nach dieser Maxime agiert politisch. Das ist völliger Irrsinn. Ja, im Prinzip haben wir, hier seht ihr jetzt gerade aufgetragen, das Inhaltsverzeichnis von diesem Buch, was sich wirklich total lohnt. Wir haben uns das beide eben durchgeguckt, und die meisten Sachen, die wir jetzt erzählen, haben wir auch direkt daraus genommen, weil das halt eben im Sinne eines globalen Masterplans halt eben ziemlich gut ineinander greift, auch gut verständlich nachvollziehbar ist. Also viele dieser ganzen Sachen sind ja entweder sehr, sehr oberflächlich oder sehr normativ, oder aber sie sind jetzt irgendwie so super technisch, dass man sie dann auch ohne Sekundärliteratur nicht wirklich rafft. Oder aber sie haben jetzt, formulieren keine wirklichen politischen Inhalte, Ziele oder Handlungsempfehlungen, und das ist ja anders. Und deswegen ist das, eignet sich das ganz gut. Parallel haben wir noch geguckt beim World Business Council for Sustainable Development, die auch regelmäßig sowas auflegen. McKinsey hatte was Interessantes dazu, wo auch irgendwie so, ja, zumindest mal reingeguckt, ein, zwei Sachen mit dabei waren, über die man nachdenken kann. Und ja, im Prinzip halt eben einmal drum geschaut, was wird denn so allgemein diskutiert, als was müssten wir denn als Staatengemeinschaft machen, um tatsächlich auf den richtigen Pfad zu kommen. Und von diesen einzelnen Punkten, auf die wir jetzt eingehen, werden wir dann in den kommenden Sendungen auch immer wieder welche rauspicken und uns dann in der Tiefe angucken. Kannst du noch so ein, zwei Ja. Sätze sagen zur Machart des Buches oder dieser Empfehlung? Weil die hat sich ja jetzt nicht irgendeine Person irgendwie ausgedacht, sondern Ja, es hat ja okay. einen Entstehungsprozess. Was kannst du darüber uns noch so sagen? Ja, also das Spannende ist eigentlich, dass hier Leute zusammenkommen. Es ist nicht nur einfach so ein Body von Wissenschaftlern, die jetzt irgendwie nur Klimawissenschaftler, also der verschiedene Disziplinen. Aber das ist nicht nur das, sondern da kommen dann eben Leute, die mit Politik sich sehr gut auskennen. Die sind ehemalige Weltbankdirektoren damit bei, also Leute auch, die Hochfinanz- und Staatsknete und so weiter verstehen. So, die treffen sich halt eben da, und dann gibt es einen langen Prozess. Da gibt es auch so, glaube ich, auch Multi-Stakeholder-Ansatz.
Ansatz, wo dann eben auch andere Leute damit irgendwie reinkommentieren. Das heißt, es dauert wirklich lange und ist halt eben auch sehr, sehr robust, das Ganze. Ist auch sehr häufig gegengetreten worden, bevor man das rausgegeben hat. Es ist also nicht so, dass da irgendwie ein paar Leute sich ein Wochenende hingesetzt haben und gesagt haben, das fordern wir jetzt so, sondern das hat schon Hand und Fuß. Und das Schöne an dem Buch, ich hatte dafür die Zugänglichkeit unterstrichen, es hat im Prinzip zwei Szenarien. Das eine ist halt, und das ist im Prinzip so ähnlich wie unser Ding hier so, das eine ist der Giant Leap, das ist die tatsächliche Veränderung, und das andere ist Too Little, Too Late. Dass man also zu wenig und das dann zu spät macht mit all den Folgen, die das hat. Und die malen auch zwei Kriterien, also zwei Szenarien auf, wo sie den einen Pfad beschreiben, wie es Menschen geht, und wie sie den anderen Pfad beschreiben, wie es Menschen dann geht. Das macht das sehr anfassbar. Und dann geht es im Prinzip in diese verschiedenen Kategorien rein, die da auch gut erzählt werden. Aber wolltest du auf was anderes hinaus, Patrick? Nee, aber ich hätte jetzt noch ergänzt, das Ganze wird auch noch gestützt mit Datenverarbeitung. Also es gibt dann noch ein Computersimulationsmodell und so weiter. Also das Ganze, also ich glaube, in Tiefe, Breite und Qualität gibt es sonst keine derartige Lösungs. Ja, Generierung könnte ich mir sozusagen im Moment nicht vorstellen als das. Also das, was man immer wieder sonst predigt, also datengestützt, multiperspektivisch, Leute mit wissenschaftlichem Background, Leute mit Erfahrung und so weiter, deren Köpfe zusammengeschlossen, die Daten zusammengeschlossen. Und das ist sozusagen das Ergebnis. Mir ist es nur sehr wichtig, das zu betonen, dass das jetzt nicht irgendwie eine Protestgruppe geschrieben hat aus was weiß ich, was auch in Ordnung wäre, sondern es hat noch mal aus meiner Sicht noch eine ganz andere Autorität, die ja nicht unwichtig ist, weil man ja gegen ganz viele Autoritäten letztendlich auch anstinken muss. Ja, danke nochmal. Das ist tatsächlich auch noch ein wichtiger Hinweis. Also wir haben es hier mit etwas zu tun, was man ernst nehmen muss. Also wenn man IPCC anguckt, da sind ja auch immer so Dinge, wo sie sich dann zu bestimmten Themen, wie zum Beispiel mit Green Growth auseinandersetzen und so weiter. Das hier sagt aber nicht, wir gucken uns jetzt die Probleme an und so weiter, sondern die sind ja nun hinreichend bekannt, sondern beschäftigen sich wirklich, was müsste man denn tun? Und das machen wir jetzt und wir haben das mal wieder so ein bisschen geclustert, um dann die wichtigsten Punkte zusammenzubringen. Und diese wichtigsten Cluster sind also, es geht um neue Werte und neue Perspektiven. Also die gehen da tatsächlich auch an diesen Teil von, wie sehen wir die Welt? Erneuerbare Energie und Ernährung sind beides halt wichtige Punkte, gerade weil sie halt eben auch diesen Teil Klimagerechtigkeit und jeder soll bitte halt irgendwie auch irgendwie ja, zu essen haben, Nahrung und so weiter. Wirtschaft steuern und verändern. Also tatsächlich ist Dirigismus hier halt eben ein klarer Fall, der eben drin vorkommen soll. Und Gerechtigkeit und Umverteilung, was eben einerseits bedeutet halt, wir müssen an Menschenrechten und so weiter arbeiten und gleichzeitig dafür sorgen, dass alle zumindest eine gewisse Art von Wohlstand haben. Und das wird halt eben, das ist das, was du auch schon ein bisschen angeteasert hast, nicht immer allen gefallen, aber das ist eine Realität, mit der wir uns abfinden. Ich musste jetzt gerade so ein bisschen schmunzeln. Vielleicht da jetzt noch ein kleiner Werbeblock für den nächsten Livestream nächste Woche Dienstag. Auch da bist du dabei, Jens. Aber es wird kein 2045er, sondern wir wollen gemeinsam das Interview von Jung und Naiv und wie heißt sie? Ulrike Herrmann. Ja. Stimmt, ja. Die ja auch dieses Buch geschrieben hat, Das Ende des Kapitalismus, glaube ich, und die ja eine Lösung skizziert hat. Ich musste deshalb schmunzeln, weil sie ja bei Thilo behauptet hätte, sie wäre die Einzige, die einen Lösungsweg beschrieben hat. Und wir haben jetzt hier dieses gewichtige Buch vorliegen, deswegen musste ich so ein bisschen lachen. Und ja, Ulrike Herrmann ist mit Vorsicht zu genießen. Deswegen schauen wir uns das nächste Woche gemeinsam auch mit dem Wissen hier, was wir heute erfahren und so weiter, aber auch mit vielem anderen, was sie da gesagt hat, schauen wir uns das nächste Woche Dienstag im Livestream an. Könnt ihr euch schon Ja. mal in den Kalender tragen, dann auch mit Human, Jens und vielleicht ist auch Dave dabei. Sehr gut. Ja, nur einfach, um da mal kurz noch einen hinterherzusetzen. Wenn man unterscheidet zwischen Klima und dem Nachhaltigkeitsthema, dann kommt man zu ganz anderen Lösungsansätzen. Deswegen ist auch wichtig, dass wir das so aufgebaut haben, wie wir es gerade haben. Und das jetzt hier ist nicht eine Lösung
nur für das Klimaproblem, sondern wirklich für das Nachhaltigkeitsproblem. Denn die Leute, die auch diesen Teil planetare Grenzen herausgefunden haben, haben nämlich hier auch ihren Beitrag reingebracht. Also Cluster, 4 Stück, da gehen wir jetzt einzeln durch, wir schauen es uns an. Wichtiger Punkt, nur den Einschub, der ist nämlich tatsächlich wichtig, nochmal, damit wir ja auch alle das richtige Mindset mitnehmen. Wo wir es ja mit zu tun haben, ist im Prinzip eine grundlegende und nachhaltige struktureller Wandel in einem oder mehreren, hier eher mehreren Systemen, das abrupt und in relativ kurzer Zeit erfolgt. Das ist das, was tatsächlich los ist. Und das Witzige ist, wenn man diese Definition sucht, dann kommt man genau zu der Beschreibung von dem Begriff Revolution. Und das ist natürlich etwas, was verboten ist, ne? Also auch Revolution, das ist verboten und so weiter. Es sei denn, es ist industrielle Revolution, dann ist das okay. Aber man darf das Digital hier auch. sich, und deswegen sage ich das jetzt schon, weil wir werden wahrscheinlich in den kommenden Monaten immer wieder über Club of Rome reden. Und dann kann man jetzt schon wieder die diskursiven Gegner sehen, die dann sagen, ja, ihr wollt ja Ökosozialismus und ihr wollt Diktatur und so weiter, bla bla bla, und ihr wollt ja eigentlich hier Revolution und so weiter und uns alle umbringen und so. Also solche Bilder werden sie dann in irgendeiner Form aufbauen. Aber die Revolution heißt ja eben nicht, dass wir jetzt hier anfangen, Barrikaden zu bauen und irgendwie Molotow-Cocktails um uns zu werfen. Das ist ja das, was wir verhindern wollen. Da laufen wir eher drauf zu, wenn wir nichts tun. Also was wir wollen, ist ja eigentlich eine Gerechtigkeitsrevolution. Wir wollen ja eigentlich, und das steht auch in diesem Buch, also das auch gedacht als Sinnbild davon, eine Welt schaffen, in der irgendwie alle auch gleiche Lebenschancen haben, unabhängig von irgendwie Hautfarbe, Haus und irgendwie Geschlecht und geschlechtliche Orientierung und so weiter. Also wir wollen halt irgendwie eine Welt schaffen, in der Lebenschancen nicht irgendwie so komisch verteilt werden, je nachdem, wo ich halt eben herkomme und wo wir gleichzeitig nicht so wirtschaften, dass wir damit die nächste Generation halt über Gebühr belasten soll, ne? Also Gerechtigkeit funktioniert ja in mehrere Richtungen, nämlich einerseits zwischen den verschiedenen Erdteilen, zwischen den verschiedenen Generationen und auch zwischen etwas, was man wirklich dann auch Klassen nennen muss, weil das haben wir beim letzten Mal gesehen, wo da halt eben die Gewichte hängen und auch die Interessen verteilt sind. Und genau diese Sachen werden einem hier ganz klar adressiert und stehen dann hier eben in Rede. Sie haben den Mut zu sagen, wir müssen uns als neue Gesellschaft begreifen und uns überlegen, was gehört zu einem guten Leben dazu. Ist denn wirklich das Anhäufen von vielen Dingen wirklich gut? Ist denn wirklich gut, jetzt hier irgendwie so zu leben, dass dann aber die kommende Generation nicht mehr leben kann? Ist dann Tierleid gut und so weiter so? Oder wollen wir das einfach mal komplett neu denken? So, und wenn man das dann im Kern hat, dann ist eigentlich diese Art von Revolution, und damit meint es halt eben eine kurzfristige Veränderung, vielleicht sogar etwas sehr Gutes. Ja, weil das andere ist ja sowieso vorbei. Also das ist relativ gesichert, das sozusagen. Also wir haben diesen Zenit dieses Füllhorns hier zumindest in den wohlhabenden Ländern einfach komplett überschritten. Das merken wir ja jetzt ganz aktuell. Dinge werden knapper und so weiter und so fort. Krisen nehmen zu, all die Dinge, ihr wisst Bescheid. Ja, also besser als so wird es auch nicht mehr, ne? Also jeder, der glaubt irgendwie so dieses, was ja früher das Versprechen war, in ein paar Jahren wird es noch besser, dann werde ich noch reicher und so weiter, meinen Kindern wird es noch besser gehen. Also das ist durch, so, ne? Und eben ein Teil dieser ganzen Umverteilung heißt ja nicht, dass eben Reiche halt eben mehr mit der Gesellschaft halt irgendwie zu tun bekommen, sondern es bedeutet halt eben auch zwischen den Erdteilen. Wir werden halt irgendwie auch als Gesellschaft, die halt eben sehr stark dadurch Wohlstand erwirtschaftet hat, dass diese Wirtschaft so funktioniert, wie sie funktioniert, werden eben auch Veränderungen auf uns nehmen müssen. Aber jetzt einmal rein in die einzelnen Teile hier, Wirtschaftssteuern und verändern. Ja, was ja also absoluten Vorrang bekommen muss, sind eben grüne Investitionen und der Abbau aller Hürden. Wir haben ja gerade so dieses Thema, dass wir teilweise einen Rückstau haben von mehreren Jahren, wenn es zum Beispiel um Windkraft geht und so weiter. Oder wenn du jetzt irgendwie so eine PV-Anlage, die du nur einen Balkon stellen willst, hast du ein Riesenthema und so. Also es gibt einfach sehr viele Hürden, die durch, naja, bürokratischen Missstand, aber eben auch durch politischen Willen auch bewusst so entstanden sind. Die gilt es halt eben abzubauen. Und neben dem, dass man sagt, okay, wir möchten einerseits Transparenz auf den Kapitalmärkten schaffen, muss sich halt irgendwie ein Staat auch damit befassen, dass er sagt, okay, ich möchte halt eben an der einen Stelle das Kapital eher in die eine Richtung fließt und nicht in die andere. Und dann muss halt eben die Genehmigung für zum Beispiel den Solarpark schneller gehen als für das nächste Kohlekraftwerk etc. Und man muss vielleicht sich überlegen, will man vielleicht doch lieber Schiene bauen anstatt Straße und so. Na, also das sind halt eben Dinge, wie die Prioritätensetzung sich dann eben graduell verändert. Und da gleich der Hinweis für alle, die jetzt aber denken. Ich weiß, ihr im Chat seid das nicht, aber für alle anderen vielleicht da draußen. Ja, aber das geht ja nicht so einfach, das geht ja nicht so schnell.
Ja, schaut euch doch bitte an, was war zu Corona, wie schnell gingen da plötzlich von heute auf morgen Dinge, es wurden zum Teil Grundrechte außer Kraft gesetzt und mit Sicherheit zu Recht auch, also es hat funktioniert, wir haben plötzlich digitale Schulen gehabt etc., all das, was ja vorher nie funktioniert hat, immer bürokratisch irgendwie abgewehrt wurde, ging von heute auf morgen. Der zweite Fall ist die große sogenannte Zeitenwende, da konnte man von heute auf morgen Deutschland zurückkatapultieren in ein Rüstungsland und sozusagen da wurden wieder Dinge diskutiert, die eigentlich seit Jahrzehnten eher verschwunden waren. Auch da war das über Nacht sozusagen möglich, Dinge wieder von heute auf morgen in Kraft zu setzen. Also dieses Aber lasse ich an der Stelle einfach nicht gelten. Da waren die letzten Jahre einfach sehr sinnbildlich und haben aufgezeigt, was geht, wenn man will. Und zwar politisch will und es dann durchzieht. Genau, genauso wie man ja auch über Nacht quasi halt hier Gasrettung erzeugen kann und neue Lieferwege für LNG und so weiter. Natürlich geht das und wir sprechen ja auch nicht davon, dass das jetzt irgendwie heute geht's los und am Ende des Jahres steht das oder so, sondern das ist ja ein politisches Projekt, was sich erstrecken wird über 10 bis 25 Jahre. Nur jede Reise beginnt halt mit dem ersten Schritt und man muss da mal anfangen. Und das ist eben eins dieser Zwischenziele oder Endziele, auf jeden Fall etwas, was relativ früh im Prozess natürlich stehen muss. Ja, Degrowth zu einer Suffizienzwirtschaft, gegebenenfalls mit Genossenschaftsmodellen. Da steckt jetzt enorm viel drin, weil das einerseits bedeutet, und das ist ein ziemlicher Klopper, weil das nämlich bedeutet, dass die Art, wie wir wirtschaften, sich dann doch irgendwie verändert. Nämlich, wir sind momentan auf einem Stand, wo wir halt eben regelmäßig wachsen, damit das eben funktioniert. Das müsste im Prinzip zum Erliegen kommen und in einigen Bereichen oder eben auch sehr vielen halt eben tatsächlich schrumpfen, und zwar auf einen Stand, dass eine sogenannte Suffizienzwirtschaft entsteht, die eben nicht mehr darauf ausgerichtet ist, halt Bedürfnisse zu wecken, sondern halt im Prinzip einzelne Bedarfe dann direkt zu befriedigen. Das bedeutet weniger Marktakteure, das bedeutet auch eben eine andere Art von Wirtschaftswachstum, nämlich wahrscheinlich sehr wenig. Und das andere dahinter, Genossenschaftsmodellen, heißt wahrscheinlich auch, dass Produktionsmittel sich dann irgendwie verändern werden, wo dann eben die Frage ist, ob tatsächlich das immer in der Machtkonzentration so einer weniger sein kann oder ob man nicht halt eben bestimmte Teile der Wirtschaft irgendwie anders organisieren muss. Man muss sich das nur mal vorstellen, das, worauf wir jetzt zulaufen, ist ja auch etwas, wo Globalisierung nicht mehr so funktioniert wie bisher. Und das bedeutet auch nicht die Arbeitsteilung. In den 70ern ist im Prinzip die Textilwirtschaft in weiten Teilen in Deutschland abgestorben. Danach waren es dann irgendwie Halbleiter, dann waren es Maschinen, dann waren es irgendwie Teile der Fertigung und so weiter. Wir kennen das alles. Das wird aber zukünftig nicht mehr gehen, weil halt eben diese riesigen Warenströme aus Ostasien hierher und einzige Güter von uns zurück so nicht mehr wirklich funktionieren wird. Es sei denn, man betankt jetzt diese ganzen Schiffe dann irgendwie anders mit dann irgendwie, keine Ahnung, dass man sie dann irgendwie mit Ammoniak oder Wasserstoff fährt oder so weiter. Das kann man ja alles irgendwie machen. Aber die Grundüberzeugung davon ist eigentlich, dass Wirtschaft jetzt nicht mehr darauf ausgelegt ist, jetzt halt eben ständig weiter zu wachsen und damit dann immer mehr diese planetaren Grenzen auszureizen, sondern eben zu sagen, okay, wir müssen innerhalb dieser planetaren Grenzen wirtschaften. Und das bedeutet, diese Arbeitsteiligkeit, wie wir sie auf der Welt haben, die wird in Teilen noch so sein, aber es werden auch wieder Industrien hier wieder entstehen, sehr wahrscheinlich, die wir schon längst verloren geglaubt haben. Und dann ist die Frage dieses, muss das dann tatsächlich etwas sein, was jetzt irgendwie Machtkonzentration nur ein Einzelstellen ist oder eben nicht? Und das Buch sagt an der Stelle relativ stark so dieses, eigentlich müsste an dieser Verteilung tatsächlich etwas geschehen. Ja, da empfehle ich auch nochmal das Statement von Maya Göpel bei Markus Lanz, und der hat das bestimmt auch in ihrem Buch und woanders beschrieben. Das fand ich sehr einleuchtend, als sie eben geantwortet hat auf Herrn Dies, der ja einfach alles so weiter wachsen lassen will wie bisher, wo sie gesagt hat, lasst uns doch erstmal die grundlegenden Bedürfnisse der Menschen decken, also Wohnraum, Essen, Trinkwasser etc. Und dann können wir über all die anderen Sachen vielleicht irgendwann auch sprechen. Und wir haben ja jetzt trotz dieses gigantischen Wachstums immer noch Zustände, wo Menschen nicht an Trinkwasser kommen, nicht genug Nahrung haben und so weiter und so fort. Also das war vorher ja auch schon nicht gelöst. Und wenn man das als Prämisse mal setzen würde, ist man da schon auf einem guten Weg, weil mir persönlich gefällt dieser Degrowth-Begriff nur bedingt. Für mich ist es eher eine Regrowth-Geschichte oder ein
Growth Design, wenn man so will. Und ich würde sagen, dass gewisse Bereiche sozusagen schrumpfen, automatisch schrumpfen, wenn man gewisse Prämissen setzt und Werte setzt. Und wie du richtig gesagt hast, wenn wir in ein Wirtschaftssystem kommen, wo wir nicht künstliche Bedürfnisse über Werbung etc. wecken müssen, die vorher überhaupt nicht vorhanden waren für Produkte, die kein Mensch braucht, dann kommen wir automatisch in einen anderen Modus des Wirtschaftens. Und dann spielt eigentlich dieser Wachstumsbegriff auch gar keine Rolle mehr. Und er sollte auch gar keine Rolle mehr spielen als Bewertungsprämisse. Das ist völliger Quatsch. Ein wichtiger Punkt, die Frage ist mal, was wächst? So, und momentan wächst halt die falsche Sache. Wenn man jetzt Growth in eine andere Richtung denkt, da kommen wir am Ende zu, dann macht Wachstum wieder total Sinn. So, ne? Also ist die Frage halt immer, was soll wachsen? Und dieses, was du gerade gesagt hast, von wegen so diesen ganzen Blödsinn, der da einfach so entsteht. Wir können uns mal zurückerinnern an 2020, 6 Wochen Shutdown oder beziehungsweise halt eben viel runtergefahren. Und nachdem dann eben Konsum entsprechend auch runtergegangen ist, hat man gemerkt, wie ganz viele Firmen dann auf einmal in Schlingern geraten sind, weil sobald dann irgendwo Nachfragestrom einmal nur ganz kurz abreißt, dann sofort irgendwie Probleme da sind. So. Mhm. Und das haben wir jetzt natürlich inflationsbedingt auch wieder so, ne? Also diese ganze Wirtschaft ist wirklich darauf ausgelegt, dass halt irgendwie das ineinander greift mit einem ständigen Vernutzen und so weiter. Und sobald wir anfangen zu sagen, okay, wir müssen ja eigentlich mal die Hand in die Speichen halten, damit wir uns hier nicht den Ast absägen, auf dem wir sitzen, dann hast du genau diese riesige Tektonik und diese riesige Verschiebung, die dann irgendwie da reinkommt, diese große Spannung ins System. Deswegen ist es wichtig, das eben komplett zu denken mit all den Faktoren, die da dran sind. Und das heißt zum Beispiel auch, dass wir uns irgendwann mal mit Kreislaufwirtschaft auseinandersetzen müssen. So, momentan, wer den Plastikbeitrag bei Critical Infinity von mir gehört hat, so, der wird vielleicht da ein bisschen schlecht geworden sein. Alles Plastik, was jemals erstellt worden ist, zu großen Teilen ist es noch da. Das ist richtig gruselig und Kreislaufwirtschaft heißt halt, dass wir uns eben andere Materialien ausdenken oder nutzen. So, in den meisten Fällen gibt es die auch schon. Und dann eben nicht alles darauf auslegen, dass wir es sofort wegwerfen. Ein Beispiel, so eine Plastikflasche jetzt hier, die verbraucht man vielleicht innerhalb von 2 Stunden oder was. Aber die Flasche selber, die besteht 450 Jahre unter sonst gleichen Bedingungen. So, ne? Das, also wir müssen dann, und früher war das aus Glas. So, und Glas hat dann eben andere Zirkulation und so weiter. Das ist ein Stoff, der auch anders wird. So, also kennen das ganze Spiel. Was also heißt, ist, Kreislaufwirtschaft kann jetzt nicht, also die Wirtschaft kann nicht mehr so weiter so laufen, dass wir sagen, wir stellen was her, also buddeln irgendwas aus dem Boden, bauen daraus was und danach schmeißen wir es irgendwie achtlos weg und dann sind die Rohstoffe verloren, sondern Kreislaufwirtschaft heißt dann in dem Fall, dass wir tatsächlich das in einem geschlossenen Stoffkreislauf dann wieder vernutzen. Und auch da sehen wir natürlich, dass das mit so Wachstumssachen dann nicht mehr so richtig funktioniert, wenn das die ganze Zeit ein geschlossener Kreislauf ist, dann ist Wachstum halt irgendwie anders noch möglich. Und das andere ist Internalisierung von Naturverbrauch. Bedeutet, momentan ist der meiste Naturverbrauch umsonst. Das ist halt eben die Tragik der Allmende, sprich dieses, ich kann jetzt einfach imitieren und alle müssen dann mit den Folgen meines Wohls leben. Okay, jetzt haben wir CO2-Preis, das ist was anderes. Aber ich könnte zum Beispiel auch ewig einleiten in den öffentlichen Fluss. So, da ist irgendwann der Fluss vergiftet und so weiter. Aber ne, so, das heißt, wir brauchen bestimmte Regelungen, bestimmte Gesetze verhindern es ja, aber wir müssen halt irgendwie auch Regelungen haben, die dann sagen, okay, Naturverbrauch und was du dann, wie du die Ökosysteme belastest, das musst du bitte als Kosten dann auch tragen. So, und damit fallen dann eine ganze Reihe Geschäftsmodelle eh weg. Also das, was du gerade gesagt hast, in dem Moment, wenn du sagst, dieses, du müsstest eigentlich dafür zahlen, dass du uns hier quasi das Ökosystem kaputt machst, dann funktionieren bestimmte Dinge nicht mehr. So, das funktioniert dann nicht mehr, weil sich A nicht mehr rechnet oder so teuer wird, dass du auf der anderen Seite keinen Käufer mehr findest und so weiter. Und das ist aber bewusst auch damit dran gedacht, also in diesem System. Und die sagen halt eben, und dieses Geld sollte reinfließen in einen sogenannten nationalen Bürgerfonds. Das klingt halt crazy, aber wo man halt eben sagt, okay, wir schaffen eine Art Finanzbody, wo dann eben diese Gelder reinfließen, mit dem dann zum Beispiel Umverteilung stattfindet, mit dem zum Beispiel halt Investitionen in Gesellschaftsprojekte stattfindet, mit dem zum Beispiel Klimaschutzmaßnahmen oder Renaturierung stattfindet. Macht total Sinn. Für uns aus der deutschen Perspektive, wir haben ja schon Umweltgesetzgebung und auch eine ganze Menge Schutz und so weiter so, aber in vielen anderen Ländern ist es eben nicht der Fall und da fängt man jetzt wirklich an, dann quasi zu zeigen, so dieses, okay, das geht jetzt eben nicht mehr und dann funktionieren dann bestimmte Dinge nicht mehr.
Plus Kicker, viele dieser Industrien, die bei uns ja nicht gehen wegen Umweltgesetzgebung und im Schutzgesetzen und so weiter oder weil Naturverbrauch hier was kostet und so weiter, sind ja ausgewandert. Wir kaufen heute die Waren, nur der Schmutz ist halt woanders. Wenn wir jetzt weltweit dieses Ding haben, auch da kommen natürlich dann Industrien dann unter Druck, hat auch wieder einen Effekt auf Globalisierung. Nur eine Bemerkung, um nochmal anschaulich auf das Thema Plastik aufzumachen, was mir aufgefallen ist. Ich gucke ja gerade die Hype-Survival-Show Seven versus Wild. Ich weiß nicht, ob du schon mal was von gehört hast, wo ein Ich paar. habe den Link gesehen, ne? Genau, also da kommen ein paar Leute auf eine scheinbar einsame Insel irgendwo bei Panama und müssen dann überleben mit einem Gegenstand oder sowas oder zum Teil sieben Gegenstände, je nachdem, was für Skills man hat. Und auf jeden Fall fand ich das sehr eindringlich, dass die da auf diese Insel gelandet sind und es war alles voller Müll. So, Ach was. also selbst dieser Müll versaut mir das Survival-Erlebnis. Weil Ja. natürlich mit Plastikflaschen und so weiter kannst du halt direkt Dinge bauen. Ist aber vielleicht auch schon ein Hint in Richtung Kreislaufwirtschaft. Vielleicht hilft uns sogar das ganze Plastik noch irgendwann dabei, Wasser irgendwo abzukochen, zu sammeln, wie auch immer. Schauen wir mal. Wenn sehen. Genau, und dann Ende aller klimaschädlichen Subventionen, Prüfung der Repatriierung spezifischer Akteure oder Branchen, ordnungspolitische Normsetzung zum schrittweisen Negativwachstum spezifischer Branchen. Geht im Prinzip auf den zweiten Punkt ein, heißt halt eben einerseits, momentan fördern wir zum Beispiel die Fossilindustrie weltweit ja pro Minute mit 11 Millionen Dollar. Das würde man dann beenden. In Deutschland, glaube ich, belaufen sich laut Umweltbundesamt die klimaschädlichen Subventionen irgendwie so auf irgendwas 62 oder 67 Milliarden. Also schon wirklich substanziell viel dafür, dass wir eigentlich genau das Gegenteil wollen. Das ist halt irgendwie so ein bisschen peinlich. Plus, das nächste ist halt Repatriierung spezifischer Akteure, meint halt, es ist halt eben sehr, sehr fraglich, warum man Gesundheitswesen oder halt eben Energieerzeugung oder Wasserwirtschaft, warum man solche Sachen an den Markt gibt. In der Folge wird das bedeuten, dass im Prinzip eine Gesellschaft dann für die normale gesellschaftliche Wohlfahrt dann pro Jahr mehr zahlt, weil dann eben du hast dann eine Wachstumsentwicklung dann da drin, die du ja befolgen musst, muss ja mehr Rendite ausweisen und so weiter. Das ist dann irgendwie schwierig, weil so die Innovationslüge nach dem Motto dadurch entsteht, steht dann ja viel mehr Innovation, wenn es beim privaten Akteur ist. Erstmal ist die ja von der Sache her weitestgehend widerlegt. Und zweitens, wo hast du denn die große Innovation jetzt gesehen im Stromnetz? Was wir sehen, ist eigentlich eher so eine Art komisches Monopoly-Spiel. So, und da stellt man bewusst die Frage, eigentlich muss man die wieder rein in die Allgemeinheit holen, wo sie ja hergekommen ist eigentlich, und dann sagen, okay, gut, damit kriegen wir die Energiewende auch schneller hin, wenn das jetzt halt nicht irgendwie den privaten Kapitalinteressen Einzelner ausgesetzt ist. Und das andere ist halt eben, dass man sich ordnungspolitisch halt eben Gedanken darüber macht, okay, wie kriegen wir das hin, dass bestimmte Industrien, die halt sehr schädlich sind oder in dieser neuen Welt dann irgendwie wenig Platz haben, dann eben schrittweise sich dann entweder wandeln oder vom Markt dann ausschalten. Und das ist halt eine Abkehr wirtschaftspolitisch gesehen von dem Paradigma, wie man es die letzten 25 Jahre gemacht hat. Weil mit Schröder kam ja die Politik der ruhigen Hand und danach kam ja so quasi der Kniefall in Wolfsburg und danach kam dann, sag ich mal, der Stumpfsinn von Merkel und jetzt haben wir Olaf Scholz, der ja nun auch so ein bisschen Irrlicht hat. Der Eingriff hier tatsächlich ins Wirtschaftssystem, der ist halt politisch notwendig, wenn man diese Veränderung will, weil halt irgendwie so dieses von selbst passiert da eben nichts, wie wir es die letzten 50 Jahre auch gesehen haben. Das heißt, es ist absolut notwendig und das bedeutet halt eben, dass es auch auf ein politisches Ziel zulaufen muss. So, und das wiederum passt halt nicht zu der Jobbeschreibung des Berufspolitikers, wie wir vorhin ja gesehen haben. Also du brauchst schon eine Vision haben, worauf du drauf zuläufst. Aber das tatsächlich ist ein wichtiger Punkt. Es ist auch viel zu viel Veränderung für einen Berufspolitiker. Das muss ja viel zu. Also das haben wir ja gelernt oder bei John Worth rund um das Thema Politik in UK, der ja sozusagen auch nochmal gesagt hat oder gezeigt hat, dass Boris Johnson sozusagen zwar irgendwie mit irgendwelchen großen Ideen kommt, aber am Ende am besten gar nichts verändert, weil das ist ja immer gefährlich, weil da Ja. passieren ja dann Dinge. So. Und Ja. hier sollen ja bewusst Dinge passieren, aber dass Dinge passieren, ist für Politiker immer relativ schlecht, weil das müssten sie ja dann verargumentieren und so weiter und so fort. Ja. Ja, ganz genau. So, und ja, was im Prinzip dann am Ende dann passiert, ist eine Transformation von Handel, Erzeugung und Finanzarchitektur und das heißt lokal, regional und global. So.
Im Prinzip sind das die Punkte vorher, nur dass jedem klar wird, wir reden ja nicht davon, dass einfach nur irgendwo ein Gesetz erlassen wird, so, sondern worüber wir reden, ist tatsächlich, dass die gesamte Wirtschaft sich verändert, so, ne? Und dann werden wir am Ende wahrscheinlich eine Welt haben, wo wir eher mal wieder einen Tante-Emma-Laden oder halt irgendwie ein lokales Textilunternehmen sehen, so. Und generell die Art, wie wir wirtschaften und wie auch das Arbeitsleben dann aussieht, sich natürlich dann grundlegend verändert hat. Was würdest du denn sagen? Also ist es etwas, was zwingend nur global funktioniert, oder könnte man sich vorstellen, dass ein Land wie Deutschland damit jetzt einfach mal anfängt? Oder ist es zwingend, dass das alles schon voneinander, also ineinander greifen soll, Also muss? man könnte natürlich dieser ganze Sache, dieses, wenn alle sich einig werden, dann werden sie sich ja nie einig und dann Hm. passiert halt nichts. Das Ja. könnte natürlich eine Gefahr sein. Und dieses, dass einige vorausgehen und dann zeigen, dass es geht, ist, glaube ich, ein wichtiger Teil dieser ganzen Bewegung. So. Dieses, ob das alle machen müssen, ich glaube, es gibt ein paar Länder, die könnten im Prinzip auf dem Niveau, auf dem sie heute sind, auch weiterhin noch agieren. So, aber die ganz großen Emittenten, die müssen halt irgendwie darunter. Im Prinzip ist das Ziel ja, dass wir irgendwie weltweit dann irgendwo auf null Emissionen rauflaufen. Und sobald du sagst, irgendwie null Emissionen plus innerhalb der planetaren Grenzen, dann bedeutet das ja, dass diese Art des Wirtschaftens sich überall ändern muss, weil ansonsten wir im Westen oder auf der Nordhalbkugel anfangen, dieses neue Leben aufzubauen und die anderen, die halt diesen Entwicklungspfad noch nicht hinter sich haben, sagen, okay, bis wir euer Niveau erreicht haben, machen wir jetzt mit dem alten Business weiter und dann hättest du auch keinen Bärendienst und so weiter. Also diese Art von der Transformation, die muss man wirklich global denken, auch wenn vielleicht die Abschnitte ein bisschen versetzt sind, aber am Ende läuft das darauf hinaus, dass wir das im Prinzip global denken, das Ganze. Aber Europa wäre schon mal ein guter Anfang. Und Europa, glaube ich, wäre sogar ein ganz wichtiger Anfang Also, im weil Sinne dann von. würde es ja auch bedeuten, dass von heute auf morgen oder in einem gewissen frühen Zeitabstand Europa auch als Markt komplett anders ist, und sozusagen dann dahingehend als sehr reiche Kontinent, oder reiche Gemeinschaft letztendlich ein Stück weit vorgeben kann, wie Markt und Wirtschaft letztendlich. Also die anderen müssten sich so oder so dem anpassen. Könnte natürlich Genau. kriegerisch, konfliktreich und so weiter sein, aber das könnte es ja so oder so werden. Genau, plus dieses, das beginnt jetzt ja auch schon, dass man eben sagt, okay, wir wollen halt eben bestimmte Waren, die halt irgendwie besonders großen Fußabdruck haben, dann eben mit Schutzzellen belegen und so weiter, damit sie sich dann künstlich verteuern und so. Also das ist ja alles durchaus auch im Bereich des Möglichen. Das Ding ist nur halt dieses, wir reden ja von der vernetzten Wirtschaft so, und wenn du an irgendeiner Stelle den Stecker ziehst, dann hat das natürlich dann direkt Auswirkungen. Das heißt, das ist eben etwas, was jetzt nicht aus einer Richtung nur kommen kann, sondern wo man wirklich einen Konsens braucht auf einer breiten Basis. So, ich habe auf die Uhr geguckt. Ich werde mal ein bisschen versuchen, Gas zu geben. Also dieses alles, was wir hier reden, das ganzen ökonomischen Teil, da steckt auch immer wieder so eine Art CO2-Abgabe mit drin, weil das halt eben dann emittieren verteuert. Das ist etwas, was von 3.500 Ökonomen weltweit auch schon längst gefordert wurde, darunter auch 28 Nobelpreisträger und ehemalige Chefs der Notenbank und so weiter. Also das ist jetzt nichts, was irgendwie neu ist. Diese Forderung, glaube ich, ist auch schon wieder 3 Jahre alt und so. Also das ist eigentlich durch. Wer jetzt den Wald- und Wiesen-Twitter-Ökonomen da irgendwie rausruppt, der dann sagte, nee, weil er jetzt irgendwie sein ideologisches Konzept nicht reinpasst. Also von der Sache her ist das vollkommen sinnvoll, genau diesen Weg zu gehen. So, eine Frage ist halt nur so, dieses, wie passiert es denn nicht? So, wenn wir bei erneuerbaren Energie und Ernährung sind, dann sind wir genau bei Energie, bei diesem Thema, was ja jeder vor Augen hat. Und hier werden wir auch darauf hinauslaufen müssen, auf 100% erneuerbare Energien zu kommen. Das hat man auch mal durchgerechnet, wie viel das kostet. Das liegt irgendwo zwischen 2 und 4% des globalen BIPs, wenn man das halt weltweit machen würde. Das hatten wir beim letzten Mal auch sehr schön, auch in Billionen-Dollar-Beträgen. Übrigens für Covid haben wir weltweit 10% des BIPs ausgegeben, um diese Covid-Maßnahmen und so weiter. So, das heißt, genau das, was du gesagt hast vorhin, ne? Wenn es wirklich sein muss, dann wird es gemacht. Das heißt, wir haben die Technologien, wir haben die Möglichkeiten, wir haben noch die Zeit und wir haben auch das Geld dafür, allein der politische Wille, der fehlt. Und bei EE ist es ja immer so, dass die Leute dann, da gibt es ja auch immer diese entweder Ingenieure, die da irgendwie mit Intentions darauf zugehen oder halt irgendwie, die das, sage ich mal, nur bei Twitter Ingenieure sind, die dann sagen, ja, Dunkelflaute und das klappt alles nicht und so weiter. Wer sich da mit den tatsächlichen Studien, die sich damit auseinandergesetzt haben, auseinandersetzt, der merkt dann so, natürlich geht das. Die Frage ist halt eben dieses,
will man entweder eine große Netzinfrastruktur schaffen, so, ne, also dass alles, wo jetzt eben zum Beispiel Windenergie entsteht, auch an die richtigen Stellen rechtzeitig kommt, oder möchte man irgendwie mit lokalen Speichern arbeiten oder Zwischenspeichern und so weiter, ist alles gar nicht das Ding. Das heißt ja nicht, dass ich eine riesengroße Batterie irgendwo verbuddle, sondern das Einfachste ist zum Beispiel ein Pumpspeicher. Werk, ne? Also das bedeutet, ich habe jetzt Überschussenergie, da wird dann riesige Mengen Wasser hochgepumpt, so, und da dann festgehalten, so, und wenn dann irgendwie das Windrad jetzt gerade nicht dreht, ich aber Energie zuliefern muss, dann lasse ich das Wasser per Schwerkraft quasi durch wieder so ein Rad laufen, das erzeugt dann wieder Strom und fertig. So, und wir haben ja teilweise gerade mittags durch Sonne und durch Wind halt irgendwie Energieüberschüsse ohne Ende, die fließen momentan quasi so, ja, ins Nichts, ganz wenig nur tatsächlich in Speicherinfrastruktur und so. Das wäre ein wichtiger Punkt. Und ein weiterer Punkt, was ein Energieträger wäre, ist eben Power to X. Das bedeutet halt irgendwie, man hat diese grüne Energie und da ist die Frage, wo fließt sie hin? Und sie kann zum Beispiel fließen in so eine Elektrolyse, in so eine Elektrolyseanlage und dort dann eben Wasserstoff erzeugen. Und Wasserstoff kann man dann eben in einen weiteren Zustand bringen, dass es daraus Ammoniak wird, hat dann weniger Dichte, kann es leichter transportieren, kann dann vor allen Dingen auch andere chemische Prozesse dann eben mit substituieren, die sonst nicht ohne weiteres dann mehr funktionieren würden in einer dekarbonisierten Welt und so. Das heißt, diese ganzen Dinge, die sind durchaus möglich. Wir haben da null Probleme. Also selbst wenn ich ein Elektroauto habe, jetzt, wir werden wahrscheinlich. Die Mobilität der Zukunft wird viel mehr auf ÖPNV sitzen als auf Individualverkehr. Also das ist zwangsläufig so, wenn man das irgendwie so in den Modellen halt eben durchrechnet. Aber angenommen zum Beispiel, du hast jetzt ein Elektroauto und hast das unten in der Garage stehen. Da gibt es ja auch diesen Betriebsmodus so, der ist halt relativ frisch, dieses bidirektionale Laden. Der Speichermodul von einem durchschnittlichen Elektroauto reicht schon aus, um so ein Einfamilienhaus tatsächlich auch mit Strom zu versorgen. Das heißt also, wir haben sogar eine Art mobile Speicherinfrastruktur ohnehin im Bereich der Haushalte schon bald, wenn da mehr Sachen da ist. Also wenn da mehr Verbreitung ist. Was ich sagen will, ist halt, sowohl die Erzeugung als auch die Verteilung als auch die Zwischenspeicherung ist im Prinzip, das scheitert am politischen Willen, das zu machen. Weil die Frage ist, wer sollte es denn tun? RWE wird bald einer der tatsächlich ganz großen Akteure im Bereich Erneuerbare sein, weil die nämlich weltweit unheimlich viel zugekauft haben. Aber in Deutschland, wo halt der politische Druck nicht da ist, da machen sie erstmal so weiter wie bisher. Hier haben sie auch, wir sind ja einer der größten auch Landbesitzer, hier können sie halt auch immer noch viel mit Kohle rumdengeln und so weiter. So, aber stell dir vor, jetzt irgendwie der Staat würde sagen, okay, ich versuche jetzt hier private Akteure zu finden, die jetzt irgendwie das irgendwie leicht ist, ob ich versuche das zu fördern oder ich trete vielleicht selber als Investor auf oder so. Also was wir ja nur brauchen, ist tatsächlich, dass jemand sagt, okay, ich gehe jetzt an der Stelle tatsächlich voran und versuche hier auch Vorwege die Hürden abzubauen. Dann wären wir in relativ kurzer Zeit ganz woanders. Ja, Minus Fachkräftemangel, minus Ressourcen und so weiter. beziehungsweise tatsächlich haben wir ja auch ein bisschen beruflich mit diesem ganzen Thema und so weiter befasst. Also es ist ja tatsächlich so, es gibt nicht die Speicherlösung, hast du ja auch schon richtig gesagt. Also jetzt irgendwie zu sagen, man würde jetzt auf Pumpspeicher nur setzen, nein, das ist sozusagen ein Teil der Geschichte, sondern es muss so eine Art Leitlinie geben, zu sagen, wir müssen uns generell mal auf das Thema Energiespeicherung fokussieren, weil da gibt es auch noch ganz viele Lösungen, auf die wir noch gar nicht gekommen sind. Das ist so das eine. Dann gibt es noch ganz viele Potenziale, also zum Beispiel auch Gebäude als Energiespeicher zu nutzen, Beton etc. Also alles speichert irgendwie Energie. Wir müssen sozusagen nur die Wege finden, wie wir das dann intelligent irgendwie zusammenkoppeln und schließen. Und der Grund, warum bisher Unternehmen sich und gerade Energieunternehmen ja auch nicht damit befasst haben, weil sie es einfach nicht nötig hatten, Genau. daran zu denken, sondern das ganze Netz und so weiter ist ja darauf ausgelegt, dass es sozusagen unter Dauerlast Energieerzeugung trägt und transportiert. Wenn man hier aber politisch einen Schlussstrich ziehen wird und sagt, ab jetzt 100%, dann sind diese Unternehmen gezwungen, sich damit zu befassen? Und dann machen sie das auch mit Engagement und Leidenschaft, weil dann gibt es sozusagen eine Direktive. Das ist ja ganz normal in Unternehmen, hoffe ich, dass es gewisse Strategien gibt, Leitlinien, nicht in allen und so. Die wird es dann aber auch lange irgendwann dann nicht mehr geben. Aber es braucht diese Orientierung, diese Leitlinien, die auch vorgeben, wo geforscht wird, wo entwickelt wird, wo ausgebaut wird und so weiter. Und deswegen muss
eine Leitlinie sein, 100% Erneuerbare. Und damit komme ich automatisch in diesen Forschungspfad und diesen Machpfad hinein, auch auf Energiespeicher letztendlich zu setzen, weil ich komme da nicht drum herum. Wie du sagst, da muss ich mir komplett andere Lösungen überlegen. Und tatsächlich gibt es ganz zarte Anfänge, aber die muss man politisch beschleunigen und stützen und unterstützen. Ja, da gibt es ja auch irgendwie so, gibt es auch verschiedene Reihe Verbände und tatsächlich so Kompetenznetzwerke und so weiter. Da ist tatsächlich ja ganz viel an verschiedenen Ebenen so, aber irgendeiner muss halt irgendwo mal sagen, okay, und das ist es jetzt ganz konkret. All diesen Sachen ist gemein, dass man relativ klar sagen kann, es gibt so Windatlanten, da kann man dann sehen, okay, wo ist eine gute Windausbeute, und genauso kannst du halt eben sehen, okay, wo ist Solar besonders gut. Da ist sehr viel klar, was man machen müsste und so. Und wahrscheinlich wird dann auch klar, dass diese Energieerzeugung ist dann nicht mehr, was sich dann irgendwie drei Monopolisten oder so Oligopolisten dann teilen, sondern etwas, was eben auch sehr stark regional sich unterscheidet. Vielleicht einzelne kleine Akteure, kleine Stadtwerke und so. Also im Prinzip genau das, was wir oben schon hatten, das ist eben auch ein Teil davon, dass in den Wertschöpfungen sich dann eben so rauskommt aus diesen festen Strukturen. Und das ist natürlich auch etwas, wo natürlich dann auch wieder Interessen dann irgendwie auch eine Rolle spielen, jetzt nicht nur, aber eben auch. Und was ganz entscheidend sein wird, und da können wir wirklich dankbar sein, dass es sowas wie Digitalisierung letztendlich gibt, das wird nämlich nochmal die entscheidende Grundlage sein müssen, weil wir brauchen eine andere Art von Intelligenz und Datenverarbeitung, um eben diese kleinen Zellen sozusagen in Einklang zu bringen. Also Stichwort Smart Meter etc. pp., das sind dann alles Dinge, die eine Grundvoraussetzung sind, um intelligente neue Smart Grids und wie es alles heißt, überhaupt aufbauen zu können. Weil das kann man jetzt nicht mehr irgendwie, einer drückt auf den Knopf und dann ist das Atomkraftwerk an oder aus, sondern hier müssen Dinge je nach Wetterlage etc. koordiniert werden, so dass am Ende trotzdem alles funktioniert. Und deswegen brauchen wir eine Art Grundsatz, eine digitale Infrastruktur, nochmal unten drunter Stichwort digitaler Zwilling etc., was es tatsächlich einfach noch nicht gibt. Genau. So, ich versuche nochmal loszulegen. Genau, es gibt zu Hause eben, also hier in Deutschland, auch Kohlenstoffsenken. Da denkt man sofort, also das sind Orte, in denen halt Kohlenstoff, also CO2 gespeichert wird. Da denkt man sofort an den Wald, das ist richtig, das Moor, also das vernässte Moor, das hat man in den letzten Jahrzehnten halt aber die ganzen Moore eigentlich trockengelegt. Wenn die aber wieder vernässt sind, dann halten die tatsächlich eine ganze Menge CO2 im Boden, und generell der Boden selber, der jetzt nicht versiegelt ist oder jetzt irgendwie genutzt durch Landwirtschaft, der nutzt zumindest in Europa teilweise ein Vielfaches von dem, was aus ihm herauswächst. So, ne? Also der Boden, auf dem der Wald steht, viel interessanter als Kohlenstoffsäcke überhaupt. So, und die müssen wir halt erhalten, also im Sinne von die schon da sind, halt eben schützen und dann eben auch so Natur belassen und dann tatsächlich halt in einigen Teilen ausbauen, wie das zum Beispiel mit Mooren gemacht wird und so weiter. Flächenversiegelung, und das stellt natürlich dann auch an Raumnutzung neue Anforderungen. Wo kommt jetzt eine Straße hin? Will man jetzt wirklich da Gelände erschließen und so weiter? Das sind Dinge, die ja zurückgehen müssen. Wer sich erinnert, 2013, glaube ich, sind die Grünen abgestürzt mit dem Veggie Day, weil der instrumentalisiert wurde. Und zweitens, Toni Hofreiter hat irgendwie gesagt, von wegen so, naja, wir müssen auch irgendwie drüber nachdenken, wie denn Siedlungsbau funktioniert, wo dann eben dann auch irgendwie die konservative Presse und Parteilandschaft daraus gemacht hat, er will euch das Eigenheim wegnehmen und so weiter. Natürlich nicht. Worum es geht, ist genau das hier. Flächenversiegelung ist halt eben ein Teil, das eine ganze Menge Effekte hat, auch Biodiversität, Flüsse und so weiter, der ganze Quatsch, der dran hängt, aber eben auch für den Bereich Kohlenstoffsenken. Und wir müssen uns überlegen, wie wir zukünftig in dieser neuen Gesellschaft, die auch anders wirtschaftet und auch anders zusammenlebt, wie dann halt eben auch der Teil Haus aussieht und Lebensentwürfe und so weiter. Ja, und das bedeutet dann irgendwie, das stellt dann eben auch mal einfach, da kommt das die Demografie ein bisschen entgegen. Ja. Es gibt eine Frage aus dem Chat, wenn bitte erlaubt, oder es dich nicht im Flow unterbricht. Und eine Bemerkung noch, weil Tim geschrieben hat, also wir Technik uns doch noch retten, Fragezeichen, Stichwort Smart Meter. Da sage ich, nein, die Technik alleine wird uns nicht retten. Es braucht sozusagen erstmal diese politischen großen sozusagen Umsetzungen, die wir jetzt hier auch skizzieren. Aber wir brauchen zugleich, oder Technologie kann uns trotzdem dabei helfen,
diese Pläne in die Realität umzusetzen. Das heißt, nicht Technologie alleine losgelöst, ohne jedwegen politischen Rahmen wird uns retten. Das ist das, was gerade gepredigt wird. Nein, es ist sozusagen eher eine Unterstützung von hinten heraus, die uns helfen könnte, das zu machen. Aber wichtig ist sozusagen die politische Leitplanke dahingehend. So, die Frage jetzt, wäre es nicht sinnvoll, Energie zu rationieren, solange wir die Infrastruktur noch nicht flächendeckend gebaut haben? Ja, also das ist grundsätzlich ist bei allem, wenn es um Energie geht, immer der Dreiklang wichtig. Einerseits die Erzeugung, zweitens dann eben, wie effizient man sie einsetzt und möglichst halt irgendwie sparen, speichern, rationieren und so weiter. Das sind halt eben Punkte, dass man irgendwie drauf schaut, dass da wenig Verschwendung stattfindet, weil das eben ein wichtiges Gut ist. Und wenn man jetzt halt eben unter dieser Lage ist, wie es jetzt gerade ist, ne, also wo halt Energie und da muss man eben die verschiedenen Energieträger betrachten. Da hast du dann einmal die Marktmechanismen, da hast du dann irgendwie Scarcity, also dass es halt eben an einigen Stellen fehlt und so weiter. Da würde natürlich Rationierung, beziehungsweise halt Rationierung ist halt so ein bisschen schwierig, weil das bedeutet ja, okay, jetzt ist dann irgendwie teuer oder ne, so weiter. Das regelt man jetzt in dieser Gesellschaft eher über den Preis. Aber eigentlich müsste man darüber nachdenken, wie das mit bestimmten Energieträgern ist. Ich gebe mal ein Beispiel. Wenn wir jetzt irgendwie sowas haben wie Gas ist knapp, so, dann ist das natürlich wenig geholfen, weil wir wollen ja eigentlich von diesem ganzen, von Natural Gas, von Methan wollen wir eigentlich weg. Eine Alternative könnte in einigen Prozessen tatsächlich Wasserstoff sein. Wenn ich jetzt als Staat eingreife und sage, du kriegst das trotzdem und wir bezahlen es dir, oder ich suche das aus irgendwie anderen Ländern zusammen und so weiter, dann ist das natürlich was anderes, als wenn ich sage, nee, okay, gut, wir stellen halt irgendwie fest, wir haben nur Y und Y ist kleiner als X Menge Gas so und die verteilen wir jetzt über den Schlüssel und so weiter. Das wäre natürlich irgendwie als Mittel dann eben ein Anreiz für denjenigen zu sagen, okay, dann suche ich mir einen anderen Energieträger oder ne, wie auch immer. So, oder lass halt von diesem Produkt irgendwie, was am Ende rauskommen soll, nehme ich den Abstand. Nur das ist eben etwas, was wie schlau das vielleicht auch wäre oder wie nützlich das vielleicht auch wäre, etwas, wo man schon sehr tief dann eben da eingreift. So. Und wir geben ja momentan insbesondere das wieder, was ja halt eben insbesondere in diesem großen Plan halt eben drinsteht. Und da ist es eben etwas, was jetzt so explizit da nicht vorkommt. Ich glaube aber, wahrscheinlich werden wir irgendwann in den Punkt kommen, so eine Transfersituation, wo das bestimmt mal ein Thema wird. Letzter Satz dazu, die Rationierung von CO2 zum Beispiel könnte interessant sein, und zwar auf Personenebene. So, das war auch etwas, was immer wieder diskutiert worden ist, damals auch im Rahmen von Paris, dass man gesagt hat, okay, das und das verbraucht der westliche Mensch, das verbraucht ein Mensch in anderen Erdteilen und so weiter. Damit wir auf diesen Pfad kommen, kriegt jeder jetzt ein Kontingent. So, und übrigens, dein Steak ist Y von diesem Kontingent und dein Flug nach A ist das Kontingent. Und wenn alle ist, dann darfst du nicht fliegen. So, und wenn das alle ist, dann musst du halt irgendwie auf was anderes oder musst du halt mehr zahlen und so weiter. So, ne? Also dieses ist halt die Frage, was soll denn dieses Politikinstrument dann tatsächlich erreichen und steuern? Und in jedem Fall ist das natürlich echt ein Schmerz, weil das eine Veränderung ist. Das heißt, es kann auch immer nur im Konzert mit anderen Sachen gehen, damit das nicht sofort als politisches Projekt einen um die Ohren fliegt. Es gibt nochmal so den Nachteil, ich meinte, dass bestimmte Teile der Gesellschaft elektrizitätsfreie Stunden in der Woche haben und nichts verbraucht wird. Kann man ja picknicken gehen oder so. Ja, also ist die Frage, ob man das wirklich braucht. In einigen Ländern wird das ja gemacht, nennt sich dann Lastabwurf, wo man dann sagt, okay, hier darf jetzt nichts mehr verbraucht werden. So Notwendigkeit würde ich jetzt gerade eigentlich nicht sehen. Also es gibt ja diese Chimäre, die Konservativen erfunden haben, aber das, wir haben in Deutschland eigentlich nicht diesen Fall so. Und wenn er käme, dann würde man es sicherlich machen und sich da bestimmt irgendwie einen Modus überlegen, wie man das dann tut. So. Also ich glaube, grundsätzlich sollte man über Energiesparmaßnahmen grundsätzlich nachdenken. Also auch solche Sachen, die einen positiven Doppeleffekt hat. Also das haben wir ja auch gesehen jetzt bei der Gaskrise, dass zum Teil Stadtbeleuchtung runtergefahren wurde, was ja gleichzeitig die Lichtverschmutzung. Also wir haben dann plötzlich einen Sternenhimmel, den wir vielleicht sehen können. Das wäre ja was ganz Feines. Das heißt, Dinge, wo wir uns wirklich mal hinterfragen müssen, ist das so notwendig oder ist das nice to have? Also an welchen Stellen können wir auch im großen Stile letztendlich Energie sparen? Ja. So, herunterfahren der industriellen Landwirtschaft und Ende der Tierverschmutzung. So, das nennen die auch, haben das eben alles durchgerechnet. Bis 2050 müssen im Prinzip 80%
nachhaltige Landwirtschaft sein, wobei gemeint ist halt eben diese Art von industrieller Landwirtschaft, die halt sehr stark mit Pestiziden funktioniert, sehr stark mit Monokulturen funktioniert und dann eben das meist auch immer einen Eingriff und einen Einfluss hat eben auf umliegende Ökosysteme. Das muss halt eben genauso ein Ende haben, wie halt eben der erhebliche Teil von Wasser und CO2-Impact, den halt eben so etwas wie zum Beispiel in der Rinderzucht hat. Das wird sich halt eben alles radikal ändern müssen. Also in einer dekarbonisierten Welt haben diese Rinderfarmen, so wie wir es jetzt gerade haben, keinen Platz. Es wird immer noch Kühe geben, ist alles gut. So, und vielleicht im kleinen Maße wird es das auch immer noch geben, so, aber so tatsächlich auf diesem Scale, wie wir es jetzt gerade haben, das ist vorbei. Das wird einfach nicht mehr funktionieren. Könnte man ja theoretisch tatsächlich über auch den Preis letztlich regeln, in mit kleinem Sternchen natürlich, nicht zu vergessen die Umverteilung, die, glaube ich, dann noch kommt. Also das bitte noch im Hinterkopf behalten. Nicht, dass man jetzt denkt, okay, wir lassen sozusagen die Vermögensverteilung so, machen das alles teurer und das heißt, die Reichen, die sich es eher leisten können, ihnen ist es scheißegal. Genau, also das könnte dann sozusagen auch ein entsprechender Hebel werden. Aber dazu dann noch mehr gleich. Wird genau, wäre im Prinzip die Rückkehr zum Sonntagsbraten, was jetzt eigentlich auch damals keinen großen Schmerz ausgelöst hat, als das so war. Man war halt eben dran gewöhnt und heute kommt Fleisch im Prinzip wie Wasser aus dem Wasserhahn. Das ist halt eine Art von Kulturveränderung. So. Und auch daran kann man sich eben gewöhnen. Ja, und dann Mobilitäts- und Wärmewende. So, das sind zwei ganz große Treiber. Mobilität heißt halt eben so dieses, dass wir Mobilität haben, die sehr stark eben auf fossile Energieträger setzt, beziehungsweise halt eben auch eine ganze Menge Stoffvernutzung haben durch Individualverkehr. Darauf sind bisher ist die Infrastruktur sehr stark ausgelegt, also sehr stark fürs Auto ausgelegt. Das wird sich halt eben auch ein großes Stück weit verändern müssen. Und der zweite Punkt dabei ist halt eben all die Heizung, die eben auch auf fossilen Energieträgern laufen, also das heißt eben Gas und Erdöl, werden bis 2045 sich allerspätestens auch verändert haben, zum Beispiel Richtung Wärmepumpen und so weiter. Das ist etwas, was einen ganz erheblichen Anteil der Energie ausmacht, plus halt eben Isolierung, so, ne, Bodenplatte und so, der ganze Kram, was man da eben an Dämmung hat und so. Aber das sind zwei Aspekte, die ganz groß sind. Im Bereich Gebäude ist tatsächlich, hatte ich ja schon mal genannt, der Rückstau liegt so bei knapp 3 Billionen nur in Deutschland, den man da reinsetzen muss. Das heißt, dieses, worüber wir reden hier wirklich davon, dass wir die Hausaufgaben der letzten 50 Jahre innerhalb von 20, 25 Jahren jetzt machen müssen. So, also innerhalb dieser Generation wird sehr viel Wachstum entstehen und sehr viel neue Arbeit und so weiter, weil wir halt irgendwie sehr viele Teile reparieren und verändern müssen. Und da werden wir uns noch irgendwie beschäftigen uns gleich damit, wie wir das auch alles finanzieren. Ja, hier ein Quote aus dem Buch fand ich sehr schön, weil das so, das ist schön beschreibt. Also die Wohlgenährten, wir, müssen zu einer gesunden und umweltschonenden Ernährungsweise übergehen und die Unter- und Mangelernährten aus ihrer Not befreit werden. Die Menschen müssen überall Zugang zu sicherer, nahrhaften Lebensmitteln haben, die innerhalb der planetaren Grenzen produziert werden. Lebensmittelverschwendung von der Produktion über den Vertrieb und Handel bis zum Tisch und Abfalleimer der Verbraucher, also entlang der gesamten Nahrungsmittelkette, muss verhindert sein. Momentan, glaube ich, liegt das irgendwie durchschnittlich bei 80 Kilo, was wir so pro Nase in Deutschland wegwerfen an Nahrung im Jahr. Das ist gewaltig viel, so, ne? Und da kann jetzt jeder, der irgendwie so denkt, so, weiß gar nicht, wie viele Kilo das sind und so weiter, oder ich bestimmt nicht und so. Also das kommt ja nicht von ungefähr, das Ganze. Man glaubt gar nicht, wie schnell das passiert so. Ja, und ich glaube, das ist ja ein Mittelwert. Also das heißt, wenn man dann nochmal die Vermögensschere drüber legt, wird man dann feststellen, es gibt halt ganz viele Millionen Menschen, die es sich nicht leisten können, Dinge wegzuschmeißen, also die von vornherein schon gezwungen sind, zu haushalten und genau zu schauen. Und dann bedeutet das, dass der Pro-Kopf-Abfall bei den Vermögenden auch hier wieder wesentlich höher liegt, weil man hat es ja sozusagen, man merkt es nicht, es tut nicht weh. Ja. Okay, so, jetzt kommen wir zur Gerechtigkeit und Umverteilung. Und zwar der erste Punkt, der gesagt wird, ist eine ehrliche Entwicklungszusammenarbeit. Entwicklungszusammenarbeit momentan ist halt eher dass wir postkolonial handeln und Entwicklungszusammenarbeit oder frühe Entwicklungshilfe sagen. Und das meint aber üblicherweise, dass wir quasi dort Absatzmärkte für uns schaffen oder Rohstoffzugänge für uns.
Heute ist das alles ein bisschen anders. Also hat es jetzt auch einen Paradigmenwechsel ja nun schon gegeben. Aber wenn man es dann eben auch weltweit betrachtet, China betreibt in Afrika, auf dem ganzen Kontinent Afrika, keine Entwicklungshilfe und auch nicht wirklich Zusammenarbeit, sondern wir haben dann irgendwie auch politische und machtpolitische Interessen und sagen, okay, wir haben hier Zugang zu euren Ressourcen und dafür bauen wir euch hier einen Hafen und eine Straße und so weiter. Also was wir an Infrastruktur brauchen, um das auszubeuten. So, und das muss sich halt eben ändern. Und das heißt auch, deswegen im Sinne von auch Loss and Damage. Die Südhalbkugel ist heute schon sehr stark belastet durch eine ganze Reihe von Dingen. Das haben wir beim zweiten Mal in der zweiten Sendung ja schon alles aufgearbeitet und dafür fordern sie schon seit Jahren, dass sie da Hilfe bekommen, auch um sich so weit zu modernisieren, dass sie am Wirtschaftsleben teilnehmen können und auch wirklich ernsthaft teilnehmen können, ohne auf dieses fossilkranke System, das wir hier halt haben, halt einzugehen. Man hat den 2.900 Milliarden zugesagt, wirklich vieles davon nicht geflossen. Jetzt versucht man gerade bei COP27 das quasi nochmal irgendwie so irgendwie zu vereinbaren und so. Also da stehen wir richtig schlecht da. Aber ein Teil davon heißt eben Umverteilung. Wir müssen hier ganz massiv umverteilen, damit verhindert wird, A, dass dort das Wirtschaftssystem, was wir gerade aufgeben, dort wieder Anklang findet. B, kein Migrationsdruck entsteht. C, dort halt eben, weil gerade auch eben, also die gesamte Südhalbkugel riesige Chancen hat, wenn es um erneuerbare Energien geht, dort dann eben auch neue Dinge entstehen können, die dann Gesellschaft halt irgendwie tatsächlich blühen lassen und so weiter. Und deswegen ist es hier neben diesem ganzen Teil, dass wir moralisch da auch eine sehr große Verantwortung haben. Gerade wenn man sich halt eben wie so alte WTO-Verträge anguckt und so weiter, also wie wir mit denen Handel getrieben haben, das war sehr stark zu unseren Gunsten, sehr schlecht zu deren Gunsten und so weiter. Also wir haben uns da mehrfach schuldig gemacht. Es gibt also gute Gründe, sich damit mal wirklich ernsthaft auseinanderzusetzen, neben diesen transaktionalen, die uns sogar sehr gut sind. Und deswegen kommt da auch der Punkt Schuldenerlass. Man hat jahrelang gesagt, okay, ihr wollt also hier irgendwie am Markt teilnehmen, okay, gut, aber wir vertrauen euch nicht, ihr habt keine Kreditwürdigkeit. Wie sieht es dann aus? Aber ihr braucht Kredite. Ja, die könnt ihr kriegen, aber ihr kriegt die Kredite nur, wenn ihr privatisiert. Also verkauft uns euer Tafelsilber an unsere Konzerne und dafür kriegt ihr dann einen Kredit. So, und so ging das mit vielen Schulden dann immer noch weiter und so weiter. Und da sind dann auch viele dann auch in Abhängigkeiten und in Zwangssituationen geraten. Deswegen gibt es da auch immer diesen Punkt, dass man sagt, eigentlich müssen wir diese Schulden erlassen. Das verlangen übrigens Leute von Weltbank und IWF und so weiter immer wieder mal, auch Ruheleute, die dann auch irgendwie tatsächlich Profil haben und die sehr komisch verlieren die dann häufig den Job. Das ist bestimmt nur Zufall. Also, aber das ist tatsächlich Teil eines politischen Projekts, was wirklich notwendig ist. Und die SDG 17, das müssten wir auch in der gesonderten Sendung machen, das sind halt die alten Millenniumsziele der Vereinten Nationen, die man neu aufgelegt hat. Da stehen im Prinzip 17 Ziele drin, wo sie sagen, wenn wir die verwirklicht haben, sind wir als Staatengemeinschaft, als Menschengeschlecht weitergekommen. Da geht es sehr stark darum, die Nationen, die halt immer noch in Armut und auf einem niedrigen Niveau leben und so weiter, weiter nach vorne zu bringen und denen zu helfen und so weiter. Und diese Verwirklichung ist wirklich weit davon weg. 2030 soll das fertig sein. Da steht auch sowas drin wie Hunger bekämpfen und so weiter. Alle Sachstandsberichte dazwischen zeigen momentan in eine ganz andere Richtung, dass man da nicht unterwegs ist. Deutschland hat jetzt auch gerade ist falsch, ich glaube, das ist vor 2 Jahren gewesen. Also, aber der letzte Bericht, den ich davon gelesen habe, irgendwie 190 Seiten, wo wir quasi überall raufschreiben, ja, wir haben uns eigentlich verpflichtet, das zu machen, aber haben wir nicht gemacht. So, ne? Und diese ganze Sache, nämlich die Zusammenarbeit mit anderen, mit dem Rest der Erde, also das, was Josep Borrell am Anfang gesagt hat, das ist etwas, was wir tatsächlich brauchen, weil das nur als globaler Plan funktioniert. Ganz kurze Bemerkung zum Chat, weil da irgendwie geschrieben wurde, das ist ja es ist schon alles irgendwie eine naive Utopie, die er da beschreibt, oder? Erster Punkt, Utopie ist sozusagen Klugscheißer-Modus, der unmögliche Ort. Eigentlich geht es hier um eine Utopie, den guten Ort. Und Dorpinsel hat es ja schon richtig formuliert. Das ist ja nur der konsequente Gegenpol zu dem dystopischen Teil, den wir in Teil 1 und 2 skizziert haben. Also muss ja ein Gegenentwurf dahingehend kommen. Und das haben wir uns ja nicht ausgedacht, jetzt mal so eben aus dem Ärmel geschüttelt, sondern ich verweise nochmal für diejenigen, die nicht von Anfang an dabei waren, das basiert auf Berechnungen, Gedanken und Vorschlägen des Club of Rome, ein Zusammenschluss an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus
ganz vielen Disziplinen, da sind erfahrene Weltbanker und so weiter, waren da mit an Bord. Also das heißt, das ist jetzt nicht irgendwie so ein bisschen ausgedacht, sondern durchrechnet, durchdacht und so weiter. Also das hat schon Hand und Fuß. Das ist jetzt nichts, was Jens und ich jetzt mal so eben auf so eine Folie klatschen. Ja, dazu noch gesagt, ich verstehe das total, weil wir hier eine neue Welt beschreiben, die ganz schwer zu verstehen ist und wir vor allen Dingen ja hier an den Sachen rütteln, die uns ja die ganze Zeit auch wirklich abfacken. Ne? Also ganz viele von diesen Sachen, das klingt für uns natürlich sehr schön, weil wir ja sagen, da ist ja auch tatsächlich ein Problem. Wir können ja auch einfach so auf die Welt schauen oder auf unser eigenes Leben und da sehen wir ja viele dieser Probleme wieder. Diese Bestätigung dadurch zeigt eigentlich nur, dass hier tatsächlich in der gesamten Welt momentan was schief steht so. Und jetzt ist die Frage, wer macht es denn und wie macht man das? Aber da kommen wir gleich dazu. Deswegen, wir müssen halt tatsächlich wieder ein bisschen Gas geben hier. Ja. Was hier eben auch gesagt wird, ist die robuste Global Wealth Tax. Also, dass dann eben momentan irgendwie Milliardäre sich von einem Land ins andere verziehen können und so weiter. So, das darf nicht passieren. Es darf keine Steuerflucht geben, sondern jeder muss seinen Teil bezahlen. Und diese Vermögensteuer, die muss auch wirklich robust sein. Das ist ein Teil der Umverteilung, dass wir Privatvermögen einen gewissen Teilen abschöpfen und dann irgendwie der Gemeinschaft zuführen, die damit dann eben einen Teil dieser Sache bauen kann. Deswegen klappt auch das wieder nur einigermaßen global, weil ansonsten irgendwie Andorra, Monaco und wie auch immer dann irgendwie die Staaten richtig viele neue Einwohner haben und so und wir dann irgendwie die Reichen mit ihren Jets quasi um den Erdball jagen. Nein, nein, das muss halt ein globales Verständnis dafür sein, dass auch die ihren Anteil beitragen oder zurückgeben müssen. Ein Teil davon übrigens, jetzt nochmal zu den Utopisten, vielleicht, wer es nicht mitbekommen hat, 2021 wurde die Global Anti-Base Erosion Mindesttax erfunden, weil man eben weiß, dass globale Unternehmen sich irgendwo ansiedeln in Steuerparadiese, woanders überwirken und so und damit dann irgendwie Steuerverkürzung betreiben. Und deswegen hat sich die internationale Staatengemeinschaft auf eine globale Mindeststeuer für Unternehmen vereinbart. Das heißt, alle Unternehmen müssen ab, ich glaube, 23 den Hobel zahlen, es sei denn, sie sind eigentlich anders staatlich veranlagt. Das ist als ordnungspolitisches Instrument und in diesem ganzen Wirtschafts- und Steuerthema ist das seit Jahren eigentlich eine Revolution. Das haben nur viele nicht mitgekriegt, aber die großen Berater und so weiter, die sind da, die verdienen sich dumm und dämlich, weil jetzt halt Unternehmen natürlich überlegen, wie stelle ich das jetzt irgendwie alles sicher. So. Mhm. Wenn das geht, dann geht das auch an einer anderen Stelle. Also was ich sagen will, ist, es ist halt eben nicht eine Sache von, das ist unmöglich, sondern nur eine Sache eigentlich des politischen Willens und der Koordination, das durchzuziehen. Ganz genau. So, und dann braucht es natürlich auch einen Schutzmantel für Akteure, diese Transition, also diese Wandlung von Status quo heute plus Zukunft irgendwann. Das wird natürlich eine ganze Menge Probleme bereiten. Einige Länder werden dann oder Regionen werden unter Druck geraten, weil dann eben zum Beispiel Wirtschaftszweige verschwinden. Das heißt, die werden sich dann was Neues suchen oder muss sich was Neues ansiedeln und so weiter. Und während dieser Zeit müssen sie geschützt sein. Gleiches gilt dann eben auch, wenn das jetzt irgendwie auf einer größeren Ebene ist. Auch da muss man sich so, also diese Schutzmantelfunktion ist eine ganz wichtige, damit auch Leute bereit sind zu sagen, jawohl, im Vertrauen darauf, dass dieses Ziel der globalen Staatengemeinschaft auch für mich am Ende gut ausgeht, bin ich bereit, mich darauf einzulassen. Und die schlagen sie eine sogenannte Universal Basic Dividend an. Das ist quasi eine Art so universelles Grundeinkommen, was für jeden Menschen gilt. Was damit dann auch diesen ganzen Thema Migrationsdruck dann wieder so ein bisschen verändert. Was auch den Blick auf Arbeit natürlich verändert. Was auch den Blick auf, wie funktioniert Gesellschaft miteinander verändert. So, das heißt also, die räumen hier schon nicht nur Wirtschaft neu auf, sondern eben auch Gesellschaft und wie funktioniert das denn? Da muss so. Aber, bevor jemand, weil ich im Chat geschrieben habe, wer überzeugt den Saudi-Arabien, Katar, da muss aber erst jemand Friedrich Merz überzeugen. Ja, genau richtig. Ja. Das ist so, ja. Am Ende geht es da, also wir kommen noch drauf, warum, wie das klappt. So, Transfers, Leaps, Strategien für Transition Downsiders. Es gibt natürlich auch ein paar Länder, die fallen dann eben komplett ab. Das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Ne? Wenn du kein Erdöl mehr hast, dann werden es Länder, die Erdöl produzieren, dann irgendwie schwierig haben. So, und das bedeutet, dort muss es dann eben auch Projekte, Visionen oder eben auch globale Umverteilung geben, dass die dann auch die Chance haben, sich dann irgendwie in einen neuen Bereich hinein zu transferieren. Beispiel, wenn ich eine riesige Wüste habe mit guter Solarausbeute, stelle ich halt eben einen Solarpark hin mit einer guten Leitung zu einem Elektrolyseur oder so weiter und fangen dann eben an, halt eben Power to X zu betreiben und so weiter. So, also
das könnte was sein. Oder vielleicht könnte ich auch eben sagen, okay, gut, ich versuche hier, das ist ja auch immer so ein Teil, weil dann die Golfstaaten versuchen, irgendwie so ein Innovation Hub zu werden und so, ne? Was dann auch immer so fraglich ist, weil so geil zum Leben ist das jetzt auch wegen der Hitze auch nur so halt und so, ne? Oder man muss vielleicht auch irgendwann dazu kommen und zu sagen, ja, okay, es gibt vielleicht auch irgendwie Landesteile oder Erdteile, die werden wir geordnet aufgeben müssen. Wenn wir jetzt erstmal das noch ein paar Jahre gären lassen, dann kommen wir sowieso an den Punkt, dass es hier Regionen geben wird, wo menschliches Leben ohne Schutzausrüstung sowieso nicht mehr ohne weiteres möglich ist oder ohne jetzt irgendwie so künstliche Einhausung und so weiter. Und dann fragen wir uns, okay, dann müssen wir halt irgendwie diese 100 Millionen Menschen halt irgendwie umsiedeln, verteilen und so weiter. Also das sind ja die großen Fragen. Das, was wir sagen, ist ja nur dieses, das soll bitte nicht der Willkür oder halt irgendwie sich selbst überlassen werden, weil das ist dann genau der Punkt, wo dann solche Prozesse dann natürlich eine ganz ungesunde Dynamik annehmen. So, und dann Lösung der globalen Herausforderung in Bildung, Teilhabe und Demografie. Demografie, ganz lustiges Thema. Wir hier im Westen sehen das immer als so ein Thema an, nach dem Motto, ja, okay, wir haben jetzt mit sozialen Sicherungssystemen Thema. Wir haben aber auch ein Thema, wenn wir das ganze Wirtschaftssystem so weiter betreiben wollen wie bisher, da gehen uns bald die Arbeitnehmer verloren. Sondern es liegt ja nicht nur daran, weil die Leute faul rumliegen, sondern weil es eben teilweise schlicht diese Menschen nicht gibt. Und wir haben uns Migration und so weiter und als Einwanderungsland nicht wirklich als Einwanderungsland begriffen, auch waren nicht besonders integrationsgut und so weiter. Das heißt, wir haben ohnehin eine demografische Herausforderung. In anderen Ländern ist es möglicherweise genau umgekehrt. So, und da müssen wir uns dann irgendwie auch global was überlegen. Und das heißt jetzt nicht zwangsläufig, dass die Leute jetzt woanders wohnen müssen, aber dass man sich halt irgendwie auf der globalen Ebene damit auseinandersetzt. Bildung genau dasselbe. Bildung hat ja die letzten 40, 50 Jahre eine ganze Menge bewirkt. Auch der Zugang über das Internet zur Bildung ist natürlich besser geworden. Und wenn wir jetzt irgendwie sagen, okay, wir haben Grundeinkommen, wir haben die Wirtschaft verändert, wir haben ein neues Naturgefühl und so weiter, dann ist natürlich auch die Ansprüche an Bildung vielleicht eine andere. Vielleicht braucht man auch eine andere Art von Bildung, die auch vielleicht ein bisschen Gesellschaftsbildung mit einbezieht und so. Also das wird man insgesamt neu denken müssen, weil wir hier über ein neues, in Teilen geplantes Gesellschaftsmodell dann sprechen. So, genau, dazu aus dem Text dann irgendwie, das globale Finanzsystem muss umgestaltet werden von einem System, das die Katastrophe finanziert, zu einem System, das langfristigen Wohlstand schafft. Finanzinstitutionen wie der Internationale Währungsfonds und die Weltbank müssen so transformiert werden, dass der Geldfluss den in Armut lebenden Menschen zugutekommt und nicht den obersten 10%. Es ist ziemlich cool, diese schlichten Wahrheiten, die wir natürlich alle wissen, aber von Leuten, die selber bei der Weltbank gearbeitet haben und da teilweise Managing Director waren, also Chefs davon, das so klar zu sehen und das als Teil der Begründung für das politische Programm. Das heißt, wir reden nicht von Verschwörung, wir reden nicht von irgendwie linken Ideologien, sondern wir reden davon, dass hier Spitzenpolitiker die klare Wahrheit aussprechen, dieses, wir haben hier ein System geschaffen, was momentan uns eher schadet als hilft. Ganz genau. So, neue Werte und Perspektiven, genau. Das Bruttoinlandsprodukt durch den Advanced Welfare Index ersetzen. Die schlagen da zwei Sachen vor. Eins blenden wir gleich ein. Das ist einerseits, dass sie sagen, Wirtschaftswachstum ist halt Blödsinn, weil es letzten Endes die falschen Sachen misst und so weiter. Wir brauchen Wachstum an der anderen Stelle. Und zwar dieses, wenn wir Gesellschaft als Gesellschaft verstehen, dann müssen wir messen, wie groß sind die sozialen Spannungen, also sowas wie Ungleichheit und wie funktioniert das so mit den verschiedenen Schichten und so weiter und wie ist der Index des Wohlergehens. Und da haben die auch so, wie gesagt, zeigen wir gleich, eine Reihe von Indikatoren, die sie vorschlagen, die dieses neue System, was wir hier halt haben, im Prinzip widerspiegeln. Und dann sagen so, anstatt Naturverbrauch oder halt eben mehr Wachstum, was auch immer das bedeutet, zu messen, lass doch messen, wie gut es der Gesellschaft geht, weil das ist ja das, worauf es ankommt. Übrigens in einer Welt, in der wir davon ausgehen, dass wir sehr viel Automatisierung haben, sehr viel AI, und wie auch generell halt eben auch digitalisierter sind und wo Strom quasi fast nichts kostet. Da sind ja sowieso eine ganze Reihe von Dingen irgendwie anders geworden. Wenn wir sagen, wir haben eine geschlossene Kreislaufwirtschaft, wenn wir sagen, wir verbrauchen nicht viel mehr, wenn wir sagen, Wirtschaft muss nicht die ganze Zeit miteinander irgendwie so in so einem Wachstumskampf drin sein, dann verändert sich natürlich auch generell das Leben und man kann da eben auf andere Werte auch mehr Acht geben. Das neue globale Naturgefühl passt total dazu, dass wir halt eben uns heute nicht mehr begreifen als irgendwie Akteure, die halt irgendwie Dinge verbrauchen, sondern eben als ja, Säugetiere, die halt irgendwie Teil dieses biologischen Systems sind. Naturgefühl ist jetzt nichts etwas, was jetzt irgendwie so Naturalismus, irgendwie bin allein im Wald und habe dann irgendwie so Heimatgefühle oder so, sondern es bedeutet halt irgendwie
die rücksichtslose Vernutzung der Biosphäre halt irgendwie anders zu sehen. Und dann zu sagen, so dieses ist okay, da wird was zu entnehmen, aber nicht so viel wie dann, also das muss auch wieder auch entsprechend nachwachsen. Und wenn etwas da wirklich komplett dann irgendwie kaputt geht, dann, dass man irgendwie auch merkt, okay, das ist klar, dass wir das irgendwie reparieren, weil wir davon abhängig sind. So, ne? Also sich selber als Teil dieser Systematik, dieses Netzwerks, des Lebens auf dem Planeten zu verstehen, ist was vollkommen anderes als das, was heute ist. Weil heute ist das quasi so eine Art Selbstbedienungsladen, wo du jederzeit Sachen rausziehen kannst und musst dich dafür nie irgendwie verantworten. Diese Art des neuen Naturgefühls macht was anderes und lässt dann natürlich mit der Sichtweise auch nur bestimmte Sachen noch zu. Menschenwürde als Thema, das ist ganz spannend, weil du das ja auch irgendwie an deinem Skit hattest und so weiter, passt ganz toll dazu, weil das eben etwas ist, was momentan halt irgendwie, ne, mit Conditions halt immer gesehen wird, müssen wir aber von wegkommen. Weltweite Solidarität ist eben etwas. Wir haben jetzt das System, wo Staaten miteinander versuchen, in Konkurrenz zu treten, Wirtschaftsakteure auch und so weiter, und man sagt irgendwie der Chinese oder der Amerikaner und so weiter. Die neue Sicht darauf ist eher, dass man eben sagt, okay, gut, also klar, das sind wir Menschen und auch wenn wir uns nicht alle nah sind und auch nur eine bestimmte Anzahl von Leuten solidarisch sind und so weiter, wir müssen das irgendwie klar machen, dass wir Teil dieser Biosphäre sind und dass wir halt eben nicht irgendwie der einander Wölfe sein müssen, so, sondern dass wir es auch schaffen können, kognitiv darüber hinwegzukommen, zu sagen, okay, hier hat jeder irgendwie seinen vernünftigen Platz. Und das heißt dann eben auch, dass wir einen neuen Blick auf Konsum brauchen, auf Verbrauch, auf Unternehmen tun und was eben auch Selbstwert ist. So, was ist denn wirklich, was gehört zum guten Leben dazu? Das ist ja eine zentrale Frage, die Menschen sich immer wieder gestellt haben. Und sie ist, glaube ich, niemals so aktuell gewesen wie jetzt. Wir haben durch Corona die Zeit gehabt, wo wir uns die Frage so ein bisschen inhärent gestellt haben. Und wir haben sie jetzt dann auch wieder, wo wir halt diese Energiekrise haben, wo wir uns auch so existenzielle Fragen stellen, wo wir jetzt irgendwie im Zweifel kämpfen können oder im Zweifel nicht und so weiter. So, zukünftig werden wir uns die Frage stellen müssen, was ist denn uns am Leben überhaupt wichtig? Und momentan ist das eher so dieses so, ja, ne, also kann ja jeder für sich selbst verorten, was das System uns ja so erzählt. Genau, das ist dieser Wohlergehensindex, der halt eben hier sagt, okay, das ist mit Würde zu tun, mit Natur, mit Verbundenheit, mit Fairness, mit Teilhabe und dass man das eben auf verschiedene Arten misst. Wir gehen jetzt nicht darauf rein, wie man das Ganze operant macht und so weiter. So, das können wir gerne an anderer Stelle machen und ist jetzt auch gar nicht mal der Punkt. Das ist ja erstmal nur ein Diskursbeitrag, dass man eben sagt, okay, lass uns mal ganz konkret darüber sprechen, was müsste denn eine Gesellschaft, wenn sie halt irgendwie anders zusammenarbeiten, zusammenhalten und irgendwie funktionieren soll, wonach muss sie sich denn orientieren? Da kommen wir auf andere Sachen als irgendwie nur nach, okay, so und so viel Geld wurde an irgendeiner Stelle verdient. Das ist spannend. Mamphela Ramphele, die ist nämlich die Präsidentin des Club of Rome und war eben Weltbankchefin, sagt halt, dieses nicht nachhaltige Monopoly-Spiel muss als das entlarvt werden, was es ist. Eine eigennützige Plattform für diejenigen, die das System als Spieler wie als Schiedsrichter manipuliert haben. Das ist ein Schlag ins Gesicht in jeden, der sich als Wirtschaftsführer oder als politischer Führer versteht. Ne? Die stehen da entlarvt mit beiden Händen in der Keksdose. So. Aber das ist natürlich eine schlichte Wahrheit, dass die Leute, die sich halt irgendwie politisch interessiert sind oder da irgendwie ein bisschen tiefer Einblick haben, natürlich auch schon lange wissen. Das ist jetzt halt so. Aber hier sagt es tatsächlich die ehemalige Chefin der Weltbank, sagt das eben in dieser Klarheit. Und diese Klarheit müssen wir auch tatsächlich anerkennen. Das ist eben keine. Das ist einfach eine Tatsachenfeststellung, mit der wir halt irgendwie funktionieren. Und das bedeutet, wenn dieses Monopoly-Spiel uns irgendwie Schwierigkeiten macht, wenn es an verschiedenen Stellen uns hier tatsächlich die Lebensgrundlage hat, dann müssen wir genau das verändern. Und das ist ja eben das zentrale Ding dieser ganzen Geschichte. Immer wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, wenn wir jetzt kurz mal einen halben Schritt zurück machen, dann sprechen wir manchmal davon, ja, man muss mal ein Windrad aufstellen und man muss halt diese grüne App installieren und dann ist alles tutti, oder? Nee, weil das Thema ist nämlich, und das sagen nämlich genau unsere Experten hier, die sich über Jahre das eben damit beschäftigt und simuliert haben und dies, das, sagen ganz klar, nein, die Art, wie wir wirtschaften, ist das, was uns Probleme macht und die müssen wir verändern. Und diese revolutionäre Idee, siehe vorne, Revolution, ist tatsächlich etwas, was man ganz selten in dieser Klarheit hat. Was mich ja erstaunt, ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, ist, das ist ja eigentlich ein bahnbrechendes Buch in mehrfacher Hinsicht. Und Club of Rome hat ja auch eine Tradition mit Grenzen des Wachstums und so weiter. Vor, weiß ich nicht, 40 Jahren war es, glaube ich. Was ja auch eine wahnsinnige Welle ausgelöst hat. Wie nimmst du jetzt so die Wahrnehmung des Buches? Ich habe so das Gefühl, das Buch findet gar nicht statt, außer Nö, jetzt bei ja. uns.
Ja. Das findet tatsächlich, also ich habe tatsächlich jetzt momentan, ich habe die letzten Wochen international wenig gelesen, aber ich bin mir beinahe sicher, wenn es da irgendwo eingeschlagen hätte, hätte ich es mitbekommen. Es ist natürlich so, dass wir momentan viel, viel mehr Bücher und politische Projekte haben, die halt generell durch den Diskursraum flattern. Es ist außerdem G20, es ist COP27, es ist Krieg und so. Es gibt viele Gründe. Und dann gibt es natürlich auch medienökonomisch etwas, dass das Thema jetzt nicht besonders schön griffig ist. Die hatten eine ganz tolle Vorstellung in der Bundespressekonferenz. Lohnt sich total. Investiert mal die 40 Minuten da rein. Das ist wirklich spannend. Da sagt auch eine der anderen Präsidenten des Club of Rome, erzählt eine ganze Menge und gehen auch auf die Inhalte ein. Lohnt sich wirklich. Da fand das statt, aber nirgendwo anders. Ich würde zum Beispiel bei diesem irrlichtigen Landsgesprächen und so weiter, da würde ich mir wundern, also da sollte das eigentlich mal, ne, Thema, aber es findet tatsächlich nicht statt. Und ich glaube, es gibt verschiedene Gründe dafür und das ist sehr schade. Ja, und es ist auch sehr erstaunlich. Also, weil, wie gesagt, das ist ja die Instanz, wenn es um das Thema Umwelt, Klima, Grenzen des Wachstums geht. Und wie gesagt, die hatten ja schon einen enormen Bestseller-Erfolg und riesige Publicity. Und deswegen bin ich wirklich auch verblüfft, warum das noch nicht irgendwie so richtig durchgeschlagen hat. Und die Ideen sind ja radikal genug, um sie auch kontrovers zu diskutieren und so weiter. Also keine Ahnung, was da, entweder kommt das noch oder ist keine Ahnung, aber ist vielleicht auch, ja, ich weiß es Das, nicht. vielleicht bricht sich das auch langsam Bahn Ja, und so weiter. hoffen wir Vielleicht es. müssen sich auch mehr Leute damit beschäftigen und so. Auf jeden Fall, das ist der Teil, der halt irgendwie diesen großen Lösungsraum aufmacht. Und wir werden jetzt bald Leute haben, die sich mit Kreislaufwirtschaft sehr intensiv auseinandergesetzt haben. Wir werden Leute dabei haben, die sich sehr stark mit der legislativen Seite auseinandergesetzt haben oder mit Energieerzeugung und so weiter. Das heißt, wir gehen jetzt auf viele dieser Punkte halt eben ein und beleuchten dann eben sowas wie Status quo und so weiter. Das heißt, da gehen wir jetzt im Einzelnen zukünftig noch tiefer rein. Wichtig ist nur einfach dieses, es geht halt erstmal A nicht nur um eins, weil natürlich, wenn das ganze Thema ein Hyperobjekt ist, ist natürlich auch die Lösung Hyperobjekt. Und wir können jetzt momentan erstmal nur sagen, dieses, okay, gut, es gibt einen politischen Plan, der auch ziemlich überzeugend ist. Und jetzt braucht es halt irgendwie auch jemanden, der es umsetzt, womit wir an der Grenze stehen zu dem zweiten Teil der ersten Rubrik. Und deswegen frage ich jetzt mal, Patrick, haben wir da noch offene Punkte, die wir kurz abräumen sollten? Genau, wir haben noch einige Fragen zu klären aus dem Chat, auch welche, die wiederholt gerade nochmal kommen. Keine Angst, wir gehen sie durch. Ich schaue mal, wo die erste offene Frage noch stattfand. Ich glaube, das war hier. Genau, wie verhindern wir Carbon Leakage, also CO2-Leckagen, also Lecks kurz, wenn die Nachfrage, oder wahrscheinlich ist es was ganz anderes, kurz, wenn die Nachfrage nach Öl, Gas und Kohle in den Industrieländern zurückgeht, sinkt auch deren Marktpreis. Für Entwicklungs- und Schwellenländer wird der Einsatz von fossilen Energieträgern dadurch womöglich attraktiver als der Aufbau einer relativ teuren EE, also erneuerbare Energieinfrastruktur, Netz, Speicherkraftwerke etc. Oder auch Unternehmen verlagern Produktion in Ländern mit niedrigen Umwelt- und Klimaanforderungen. Wie verhindert man diesen Rebound-Effekt? Ja, ist natürlich eine faire Frage. Da kommt es darauf an, wie weit man das politische Projekt treiben will. Na, also, wo wir darüber sprechen, ist genau das, was du sagst, dieses, dass halt eben Marktmechanismen dann halt bestimmte Verschiebungen und Reaktionen auslösen. Da kann man natürlich irgendwie hoffen, dass man jetzt an der Stelle Entwicklungszusammenarbeit zum Beispiel an bestimmte Bedingungen geknüpft hat. Wie zum Beispiel, du kriegst halt irgendwie folgende 11 Milliarden Euro, aber nur dann, wenn du es in EE steckst, Beispiel. Oder aber, wenn man dann sagt, okay, wir kaufen deine Waren, dadurch, dass wir Entwicklungszusammenarbeit hatten, nehmen wir jetzt auch Waren von dir entgegen. Die kaufen aber nur, wenn du auf dem und dem CO2-Level bist. Oder aber, man kann da eben sagen, wir greifen in den Markt ein. So, also sanktionieren zum Beispiel einen Preis und wenn sich das global nicht durchsetzen lässt, dann zum Beispiel Embargo, Sanktionen, im Zweifel halt irgendwie, also je nachdem, wie weit man es treiben will. Ne? Also wenn wir beispielsweise, wenn die Amerikaner Beef mit Iran haben, so, dann machen sie auch schnell mal so eine Straße zu, dass dann irgendwie da keine Transporte rauskommen und so weiter. Es gibt ja diesen Teil von, das wird auch immer so, es gibt immer so Horrorszenarien, die so durch
durchgedacht werden. So, ne? Also Implikationen von Sicherheit durch knapper werdende Ressourcen. Das ist das, wie die Bundeswehr das nennt. Wo man dann darüber nachdenkt, dieses, was denn so, wenn wir jetzt jemanden daran hindern müssen, da irgendwas zu verbrauchen oder irgendwas zu verkaufen oder so. Da kommt es dann tatsächlich darauf an, wie weit will man es treiben. Jetzt kann man natürlich nicht sagen, dass es irgendwie zu diesem politischen Projekt dazugehört hat, irgendwie Gewalt einzusetzen oder so. Aber naja, irgendeine Art von Sanktion oder Willensdurchsetzung wird es dann wahrscheinlich geben. Ich glaube, es hängt damit zusammen, wer das macht und wie viele das sind. Also im Sinne von, wie viel Kraft die tatsächlich aufs Tapet bringen können. Wenn das kleinere Akteure sind, glaube ich, dann reicht dann wahrscheinlich schon irgendwie Druck der internationalen Staatengemeinschaft. Wenn jetzt irgendwie ein Trump-Amerika plus irgendwie ein Putin-Russland sich zusammenschließen und dann sagen, fickt euch, wir machen halt mit dem ganzen CO2-Quatsch weiter wie bisher. Oder ein irrlichterner neuer Bolsonaro sagt, mir doch egal wegen Regenwald, ich brenne die Scheiße einfach nieder. So, dann müssen wir uns natürlich an der Stelle die Frage stellen, was machen wir denn da? So, ne? Und da sind wir natürlich auch schon wieder im Bereich von staatlicher Willensdurchsetzung, wo man über symmetrische und asymmetrische Machtdurchsetzung halt irgendwie sprechen kann und so. Aber da können wir jetzt halt irgendwie lange fantasieren. Das können wir gerne mal zu einem anderen Zeitpunkt machen. Ne? Dann eine Frage. Hat man den Punkt der Überbevölkerung rausgestrichen oder ist der noch drin? Ja, Überbevölkerung ist halt immer so dieses Thema, das wird gerne mal so als, ist auch naheliegend, ne? Dass man eben davon ausgeht, ja, Menschen werden ja immer mehr, deswegen bringt ja auch unsere Klimaanstrengung nicht, weil diese ganzen blöden Leute, die halt eine andere Hautfarbe haben, mehr werden und so weiter, wenn die nur sich begrenzen würden, dann und so, da steckt dann dieser Punkt drin, erstmal A, ich habe ja keine Verantwortung, was nicht stimmt, und B, wenn ich jetzt denen verbiete, Kinder zu kriegen, dann gehen die ein, darauf werden sie nicht einlassen, also muss sich nichts ändern. So, und das ist also dieser Punkt, Weltbevölkerung und so weiter, muss man immer mit Vorsicht genießen, von welcher Richtung das kommt. Das ist, glaube ich, aber hier nicht der Punkt. Die Frage ist halt dieses so, wir wissen ja, wir haben eine Bevölkerung so, die ist halt irgendwie ziemlich groß und wir haben halt irgendwie jetzt über Jahre auch eine ziemliche Dynamik gehabt. Diese Dynamik hat sich inzwischen abgeflacht. Man geht davon aus, dass sie dann bald auch rückläufig wird. Denn man hat diesen Überbevölkerungsaspekt dann eben auch damit drin gesehen, dass man eben auch bis zu mehrere, ich glaube 10 Milliarden Menschen damit relativ sicher versorgen kann. Also das ist weniger das Thema. Da ist eher das Thema dieses, was ist mit Wirtschaftswachstum? Also ne, wo kommt die Wohlstandsgenerierung her? Was mit Energie und was mit Nahrung? Das sind immer so die typischen Sachen. Und wenn man halt irgendwie sagt, okay, wir setzen drauf, dass irgendwie jeder ein Auto haben soll, wir setzen drauf, dass jeder sich von Rindern ernährt und so weiter, dann funktioniert dieser ganze Mist nicht. So, ne? Wenn man es aber auf die andere Art sieht, dann funktioniert es sehr wohl. Das hat übrigens auch World Business Council for Sustainable Development. So eine Unterabteilung vom World Economic Forum hat das vor ein paar Jahren auch schon durchgerechnet, dass es schon funktioniert. Und es gibt natürlich eine Forderung, eine vehemente und eine Kehrtwendenforderung vom Club of Rome, nämlich tatsächlich die Gleichstellung der Frau letztlich massiv zu befördern und zu unterstützen, was ja dann wiederum auch hinsichtlich Familienplanung etc. Also es gibt mehrere Faktoren, die sozusagen eine natürliche Bevölkerungsbegrenzung, wenn man so will, oder eine Regulation zur Folge hat, weil man muss sich ja immer angucken, warum haben Menschen Großfamilien, viele Familienmitglieder? Das ist im Zweifel nicht der Grund, weil man da irgendwie Spaß dran hat. Die daran Spaß haben, können es ja auch weiterhin tun, sondern oftmals hat das ja entweder ökonomische Gründe oder patriarchalische Gründe. Und meistens sogar eine Kombi aus beiden. Und es hat sich eben herausgestellt, auch die Statistiken geben das ja wieder, dass je moderner eine Gesellschaft ist, je fortschrittlicher, je mehr Gleichberechtigung stattfindet, desto mehr und je mehr Wohlstand, sozusagen Grundwohlstand vorhanden ist, desto eher werden die Familien kleiner und damit auch die Bevölkerung letztendlich kleiner. Genau, schreibt hier Gleichstellung der Frau, das macht die CDU, CSU nicht mit. Ich glaube, wir müssen zuerst Friedrich Merz ganz viele Dinge hier überzeugen. So, eine Frage war noch, gibt es bereits Länder, die diesen Vorschlägen bereits folgen, politisch und oder wirtschaftlich? Ja, da gab es ein Beispiel, ich glaube, Bhutan war das. Das war ja ohnehin mal wegen diesem Glücksindex mal ganz groß im Dings. Ich habe es leider vergessen. Aber dieses, also
Es war ein Beispiel genannt. So, ich habe es aber jetzt tatsächlich gerade nicht vor. Wichtig ist aber dabei, dieses, es geht ja gar nicht mehr darum, dass jetzt irgendwie einer damit anfängt, sondern wir müssen halt irgendwie auf transnationaler Ebene uns auch ein bisschen darauf verständigen, es muss koordiniert ablaufen. So. Das heißt, jetzt irgendwie ein Frontrunner, der das komplett alleine macht, ohne irgendwie mit anderen, da ist dann ohnehin schwierig. So, ne? Genau. Gut, dann sind, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, alle wichtigen Fragen an der Stelle geklärt. Es gibt noch mal einen Hinweis, es bräuchte einen globalen Marshallplan. Das war übrigens auch ein Wort, was in dem Buch gefallen ist. Ja. Also man hat hier bewusst gesagt, wir haben es mit einer Transformation zu tun, die größer ist als der Marshallplan und so weiter und so fort und auch in diese Richtung geht. Und Mentees Change My Life schreibt eben auch, neben dem globalen Marshallplan, global koordinierten, finanzierten Aufbauplan, Entwicklungsländer, Ölförderländer, allen relevanten Playern muss ein für sie attraktiver, nachvollziehbarer Transformationspfad aufgezeigt werden. Diese nationale Rumgeeier führt am Ende zu gar nichts. Nachahmereffekte sind illusorisch bei völlig unterschiedlichen Grundvoraussetzungen und Interessen in den jeweiligen Ländern. Das ist im Grunde genommen das Komplettpaket, was auch in diesem Buch ja so beschrieben wird. Genau. So. Sehr schön. Ja, jetzt kommen wir zu dem Teil. Wir haben jetzt erstmal diesen, das ist jetzt auch ein bisschen, geht ein bisschen schneller jetzt. Wir haben den Teil jetzt zusammengebaut, dieses erste, beim ersten Mal haben wir uns über die Probleme unterhalten, dass wir jetzt halt eben Lösungen, die uns da rauskriegen, sowohl planetare Grenzen einhalten, als auch Klima und das ganze Gerechtigkeitsthema, Umbau der Gesellschaft und so weiter. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, wo wir beim letzten Mal schon festgestellt haben, Lösung ist ja eigentlich relativ klar. Das Ding ist, wir haben halt mehrere Gründe, warum das irgendwie nicht passiert. Und da hatten wir ja dieses Modell hier. Und deswegen, das ist ja ein bisschen schwieriger und das macht auch ein bisschen was mehr mit einem. Und das ist auch eben etwas, wo es jetzt eben so ein bisschen von dem Club of Rome-Ding auch so ein bisschen sich abkoppelt. Wir gehen da jetzt einmal komplett durch und dann können wir das mal besprechen. Da geht es also eher darum, das ist auch noch nicht, ich glaube auch nicht wirklich vollständig, dass man sich mit diesen verschiedenen Hürden auseinandersetzt und überlegt, was ist es denn? Wir hatten eben ganz oben Nichtwissen, Unsicherheit und mehr, alles, was am Individuum hängt. Wir hatten unten Systeme und Ideologien, das ist alles diese ganze Metaebene, dass wir bestimmte Dinge glauben, bestimmte Glaubenssätze und Lebenslügen haben, wodurch deren Filter wir alles sehen. Wir haben Macht und Verantwortung das gehabt, dass wir halt eben Leute haben, die sind eigentlich in Charge, die müssten da was tun und die Verantwortung auf sich nehmen. Und was machen sie denn damit? Und dann haben wir Interessen und Einfluss. Und das ist halt eben, dass es eben auch Leute gibt, die legitime Interessen haben und versuchen, die dann irgendwie auch durchzusetzen. So, und jetzt gehen wir mal durch diese ganzen verschiedenen Sachen durch, weil im Prinzip geht es darum, wir müssen es irgendwie wollen, wir müssen es irgendwie dürfen, wir müssen es irgendwie sollen und dann wir müssen es irgendwie können. Und beim Wollen müssen wir uns irgendwie damit auseinandersetzen, dass diese ganze Sache, und mit wir meine ich jetzt wirklich wir als Gesellschaft komplett, müssen halt begreifen, dass das eben etwas ist, was jetzt nicht irgendwo in der Zukunft ist oder irgendwo andere Menschen betrifft, sondern es betrifft uns. Es betrifft uns als Menschengeschlecht, aber eben auch uns als eben deutsche Staatsbürger. Das wird uns hier richtig treffen. Also wir müssen anerkennen, dass da ein Problem ist und das Problem ist wirklich ernst. Wir müssen anerkennen, dass das eben, wenn es uns trifft, dann eben auch weite Teile von dem liebgeglaubten Wohlstand dann tatsächlich bedrohen wird. Wir müssen auch verstehen, dass eben das, was mit uns das macht und so weiter, das löst eine ganze Menge Angst aus. Ne? Also selbst diese Lösung, bei mir selber lösen die auch eine ganze Menge Irritation aus. Und ich denke da auch so, dieses so, schon einiges so. Ne? Ja. Aber ehrlich gesagt ist dieses, wenn wir nichts tun, ist tatsächlich so viel furchtbarer, dass man das irgendwie, dieses Wollen, das formt sich eigentlich durch den Schrecken, auf dem wir eigentlich entgegensehen in der Beharrungsstarre, das nicht zu tun. Und wir müssen halt irgendwie auch anerkennen, dass die Leute, die da irgendwie da schon ein bisschen weiter sind und so, dass die halt eben nicht zu einem in Konkurrenz stehen, jetzt nicht moralisch erhoben sind. Also ja, wenn die sich anders verhalten, okay, aber also im Sinne von, dass die das Richtige tun, dass das nichts Falsches ist. So, ne? Also wir müssen halt irgendwie dieses da wegkommen, dieses, dass wir jetzt versucht haben, mit aller Gewalt irgendwie Lastenradfahrer irgendwie doof zu finden und so, den ganzen Quatsch und so. Wir müssen uns dann irgendwie klar machen, wenn wir uns auf diesen Transformationspfad begeben, dass wir unterschiedliche Geschwindigkeiten haben. So, und genauso derjenige, der ein bisschen länger braucht, den, wenn er grundsätzlich unterwegs ist, das ist ja richtig.
So, ne? Und gleichzeitig gibt es ein paar Leute, die sind vielleicht ein bisschen schneller. Ich fand dieses Bild mit dem Fahrradfahrer deswegen so toll, weil eben da eben auch einer so ein Kutscher auch den einschlägt und so. Wenn man heute in Berlin Fahrrad fährt und so, dann kann dann das umgekehrt heute auch mit dem Auto passieren und so. Ne? Das ist aber am Ende bleibt aber dieses so, wir werden eben untereinander mit in Zwistigkeiten kommen und es gibt aber ein paar, die sind da vielleicht ein bisschen schneller und man muss eben akzeptieren, dass eben dazu gehört, dass sich halt Lebensverhältnisse dann irgendwie verändern. Wir müssen uns klar machen, dass wir eine Verantwortung haben. Also sei es jeder, der irgendwie 25 und älter ist, der hat eine ganz erhebliche Verantwortung mit dem, was er irgendwie so politisch macht. Wenn man Kinder hat und so weiter, dann bist du mit deinen Entscheidungen, deinen politischen Entscheidungen für die Zukunft deiner Kinder mitverantwortlich. Das war schon immer so. Ja, aber es geht eben nicht darum, dass in 300, 500 oder 1000 Jahren irgendwie ein neues Zeitalter beginnt, sondern es geht darum, dass die in wenigen Jahren halt schon eine deutlich schwierigere Zukunft haben werden. Und wir müssen anerkennen, dass wir darauf eben Einfluss haben. Wir müssen eben auch langsam aber sicher halt irgendwie sehen, dass dieses Desastermodell, nicht das Designmodell, aber das Desastermodell am Ende darauf herausläuft, dass wir nicht mehr haben. Also dieses Weiter-so führt nicht dazu, dass dieses Wachstum dann immer weitergeht, wir werden immer reicher, sondern dieses ganze Modell, das wird sich mit der Zeit dann totlaufen. Und dann haben wir etwas so ein bisschen so Gedanken an Manchester und so weiter. So Manchester-Kapitalismus hat sich ja auch nicht nur überwunden, weil man auf einmal gemerkt hat, wir wollen jetzt doch irgendwie freundlich mit Arbeit dann umgehen, sondern einerseits, weil immer die Gefahr war, dass irgendwie doch irgendwie Labour sich organisiert und dann irgendwie aufbegehrt. Und zum anderen auch, weil man Leute braucht, die den ganzen Mist ja kaufen. Na, das bewegliche Montageband von Ford und so weiter war deswegen ja auch cool, weil dadurch Autos für die Leute, die am Band standen, auch mal kaufbar geworden sind. Dieses ganze System, worauf wir hinauslaufen, das führt in eine gewisse Art von Verelendung, wo irgendwann Kapitalismus sich dann auch selber zu Tode siegt. Und das gehört eben auch dazu. Nicht nur, dass wir das selber verändern wollen, sondern selbst wenn wir es nicht täten, wird es dann irgendwann in die Fritten gehen. Ein weiterer Punkt ist halt dieses, wir leben auf Kosten von anderen Menschen. So. Auch das ist etwas, was wir für uns selber halt eben anerkennen müssen und vielleicht dann irgendwie auch in uns reinschauen und sagen, eigentlich wäre das schön, wenn das anders wäre. Sehr schön, wenn es gibt so eine ganze Schrottplatzindustrie, wo dann irgendwie Müll, auch europäischer Müll, dann hinkommt und dann junge Kinder, die ihren Lebensunterhalt verdienen müssen, die Dinger verbrennen und aus den Schlacken dann irgendwelche Metalle rausholen und so weiter. Die fangen dann so mit 11 an und mit 30 sind sie tot. So, ne? Also das ist irgendwie da dann irgendwie normal, so dass es das so gibt. Und vielleicht wäre es ja schön, irgendwie in einer Welt zu leben, wo das irgendwie nicht Teil dieser Industrie wäre. Und gleichzeitig haben wir halt eben etwas, dass wir sagen halt, okay, wir haben ein Oben und Unten, wir haben eine natürliche Hierarchie und so, und das ist irgendwie alles ganz wichtig und wir stehen in Austauschprozessen, Menschen begegnen sich transaktional, so, ne, du gibst mir das, ich gebe dir das und so weiter, und am Ende schauen wir dann drauf, wer am Ende mehr hat, und wer am Ende aber am meisten hat, der ist der Gute und alle anderen sind dann die Bescheuerten. Vielleicht ist das Leben ja auch kein Red Race und vielleicht sollten wir uns nicht danach überlegen, der Beste in der Welt zu sein, sondern der Beste für die Welt zu sein, und das ist entweder eine Haltung, für die kann man sich bewusst entscheiden. Ich kann ja selber sagen, dieses so, oh, ich möchte jetzt halt irgendwie ständig in Konkurrenzbeziehung sein, oder ich kann das irgendwie umdrehen und sagen, so, ich versuche einfach auf mein Umfeld oder auf irgendwie die Lebensverhältnisse einen positiven Einfluss zu haben. Wenn man das erstmal als mögliche weitere Art, die Welt zu sehen, halt immer annimmt, dann verändert sich auch was. Kommen wir zu dürfen. Bei dürfen, hier haben wir zum Beispiel Hermann Rickert, den kennt ihr vielleicht einige, war Millionär und hat dann ein Erweckungserlebnis gehabt nach dem Unfall. Und hat dann seine Lebensführung überdacht. Und hat dann gesagt, weißt du was, ich wäre jetzt fast hops gegangen. Ich habe das jetzt überlebt. Ich muss mal drüber nachdenken, was mir wichtig ist. Und bei diesem in sich gehen kam ihm dann drauf, so dieses so, na, eigentlich ist es für mich jetzt irgendwie cool, irgendwie so 60, 70 Stunden arbeiten, weil er war irgendwie Unternehmer und so weiter und Millionär, wie gesagt, und so. Ist irgendwie gar nicht so geil. Und hat dann einen Großteil seines Geldes verschenkt und hat sich in sein Privatleben zurückgezogen, was er dann eher so mönchartig geführt hat. Klar, da steckt auch noch so ein Glaubensaspekt dann dahinter und so weiter, alles gekauft. Es geht nur einfach darum, ich will jetzt ein paar Beispiele zeigen, dieses Dürfen, also dass ja wir durchaus Akteure haben, die Interessen durchsetzen, so, aber es gibt unter diesen Akteuren in dieser Klasse auch eben Leute, die irgendwie die Welt irgendwie anders verstehen und die sollen eben auch kurz den Raum haben, so, ne? Soros ist ja nun auch deswegen eben Lieblingsfeind aller Rechten, nicht weil er Jude ist und so, also deswegen bestimmt auch, aber er ist vor allen Dingen deswegen auch eben Feind von ihnen, weil
er halt eben mit seinen Millionen eben auch oder Milliarden eben auch Gesellschaftsprojekte halt irgendwie sponsert und NGOs und so weiter, gerade in Ungarn ja auch ein Riesenthema. Und deswegen ist er eben so Lieblings- und Verschwörungsfeind und so. Aber es gibt halt eben Leute, die sagen, gut, ich möchte hier, einerseits gründen sie natürlich solche Organisationen, aber beim letzten Mal eben auch für politische Interessen, aber es gibt da auch durchaus einen Charity-Aspekt, der jetzt nicht darauf ausgelegt ist, halt irgendwie eine Feier zu machen, sondern tatsächlich was zu verändern. Die Bill und Melinda Gates Stiftung zum Beispiel hat ja auch so Themen rausgesucht, ganz am Anfang, wo sie gesagt haben, okay, Malaria könnte halt irgendwas sein, weil man damit halt eben großen Hebel hat und so weiter. So. Also das gibt es ja. So, und das muss man eben auch anerkennen, dass es das eben auch gibt. Jetzt all die anderen Seiteneffekte und Seitenintentionen mal da eben angestellt. Spannend ist das hier, wo, das kommt auch mal regelmäßig auf, wo eben Millionäre fordern, hey, wir sollten uns mal mehr besteuert werden. So, ne? Hier eben 100 Millionäre verloren, irgendwie Vermögensabgabe. Dann gibt es auch immer so einzelne Akteure, die hat man ja schon ein paar Mal, die Engelhorn hat man schon ein paar Mal gesehen. In Amerika gibt es tatsächlich eine Gruppe von Millionären, die sich zusammengeschlossen haben und gesagt haben, wisst ihr was, unser Land, unsere Gesellschaft, unsere Gemeinschaft ist wichtiger als unser Geld. Und deswegen treten wir dafür ein, mehr Steuern zu zahlen. Wir treten dafür ein, dass wir halt generell über diese Art von Vermögensordnung neu sprechen. Die gibt es ja. So, ne? Also das gehört halt eben auch zur Wahl dazu. Aber es gibt es das eben auch nicht. Und da haben wir halt eben hier, ne? Hochwasser, kein Problem für Yachtbesitzer. Wir müssten mal, das hier sind die reichsten Deutschen, wir müssten die mal am Ärmel zuppeln. Mal fragen, wie sieht es denn aus hier, liebe Familie Albrecht? Was macht ihr denn? Und dann verweisen die möglicherweise auf die Firma und dann würde man als nächstes fragen, so dieses Jahr, was machst du denn ganz persönlich? Oder wie schützt du dich denn eigentlich selber davor und was erzählst du deinen Kindern? Und was ist denn dein persönlicher Beitrag und so? Wir haben die als Akteure halt eben nicht in der Debatte. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass das jetzt irgendwie die Lösung ist und so. Aber wir haben ja beim letzten Mal herausgearbeitet, dass sie tatsächlich ein wichtiger Machtfaktor sind. Und an irgendeiner Stelle werden wir uns da mit dieser Sache befassen müssen. So, auch spätestens dann, wenn wir jetzt irgendwie sagen, wir wollen jetzt irgendwie Global Wealth Tax. Wenn wir sagen, wir möchten halt irgendwie an Erbschaftssteuer ran, an Vermögenssteuer ran und so weiter. Da können wir natürlich jetzt irgendwie sagen, wir machen das jetzt einfach so und fertig und so. Aber wir können das auch irgendwie anerkennen, dass die natürlich dann auch in dieses Leben irgendwie hineingekommen sind und so und dass wir uns da, also sie eher zum Teil der Debatte machen und dann eher auch so als tatsächlichen Akteur begreifen. Also die tauchen ja tatsächlich nie auf. So, und das müsste aber mal passieren, auch um mal so herauszufinden, ja, wie sind deine Verbindungen zu dieser Klimaschmutzlobby? So, ne, wie ist denn deine Haltung dazu? Und wenn du jetzt irgendwie sagst, nee, findest du das doof, ja, dann deine Unternehmen finanzieren die aber. Was ist denn da jetzt mit? Ne? Oder halt eben dieser ganze Teil Klimarassismus, wo dann eben auch ganz konkret rechte Kräfte halt eben aufgebaut werden, um das Thema Klima anzugreifen. So, wie sieht es denn aus? Wie ist denn deine Haltung dazu? So, das würde ich gerne mal in so einer Debatte reinbekommen. Also wenn wir über dürfen reden, dann reden wir davon, dass eben die Gesellschaft selber sagt, okay, ja, wir wollen das irgendwie dürfen und da insbesondere die, die halt besonders viel Macht akkumuliert haben, auch wenn es halt eben offiziell im Sinne von demokratischen Strukturen da eben so nicht auftaucht, aber wir wissen ja, das ist tatsächlich ein Faktor. Zu dürfen gehört da eben auch dazu, weil das eben, aber es ist auch sehr ökonomisch sehr, also sehr gut belegt, dass, und da kommen wir nochmal zum Manchester-Kapitalismus, wenn ein Wirtschaftssystem so stark seine Akteure unter Druck setzt, die eigentlich die Konsumenten sind, dass die zu wenig Geld verdienen, kein Vermögen akkumulieren können, keinen wirklichen Zugang zur Teilhabe haben und so, dann hakt irgendwann das System. Dann hast du so weit rausgesogen da, dass diese Ungleichheit das ganze System abwirkt. So, das war halt eben, das haben wir immer wieder in meiner Geschichte gesehen und die letzten 30 Jahre, das ist eben auch so ein Reagan-Spätläufer, gerade in den Staaten, bei uns das eben halt irgendwie Schröder und so weiter, hat das eben unheimlich viel kaputt gemacht. Also all die Generationen, die jetzt eigentlich beitragen sollen, sind mit am besten ausgebildet, arbeiten aber mit am längsten, haben aber am wenigsten Kapital und unheimlich viel Geld fließt in ältere Generationen ab, die sich das so also eingerichtet haben. Gleichzeitig sind aber soziale Sicherungssysteme und Dinge wie zum Beispiel gerade in den Staaten, wenn es um Hochschulbildung geht, halt eben so viel teurer geworden, so, dass sie dann gar nicht mehr richtig teilhaben können. Das ganze System selber ist in Schieflage geraten und zwar auf eine Art und Weise, dass es dann irgendwann an verschiedenen Stellen dann im Prinzip an soziale Kipppunkte gelangt. So, ne? Und das ist etwas, was ja dieses ganze System auch mit in Frage stellt. Also dieses, was wir am Anfang vorgestellt haben. Und auch darüber, wenn wir darüber reden, über wie möchte die Gesellschaft sich denn neu denken, da gehört dann ja auch dazu, dürfen wir dann auch,
über Ungleichheit nachdenken und wie gehen wir denn auch, dürfen wir denn auch dagegen protestieren? Dürfen wir denn auch das jetzt wirklich irgendwie legitim besprechen? Da passt nämlich für mich dieses Lanz-Interview, was du vorhin zitiert hast, eben auch ganz gut zu, wo man dann merkt, irgendwie so, okay, hier ist irgendwie so ein bisschen so, also er vertritt jetzt ja nicht irgendwie die deutsche Durchschnittsmeinung oder so, ne, aber schon so dieses von wegen so, was bilden Sie sich denn ein, das in Frage zu stellen? So, und das ist etwas, das hören sich Leute, die sich mit diesen ganzen Umwelt- und Sozialfragen beschäftigen, seit Jahrzehnten an, dieses von wegen so, man darf das aber nicht in Frage stellen, man darf da gar nicht drüber reden und so weiter. Und diese Denkverbote müssen halt grundsätzlich setze raus. Das ist Teil des Dürfens, dass wir das verhandeln und neu besprechen können. Ja, es ist ja auch besonders perfide, dass von den Konservativen im Grunde genommen diese bestehende Ungleichheit instrumentalisiert wird sogar noch, um gegen ökologische Transformationen zu agitieren. Also sprich, dann kommt ja dieses Nackensteak, Recht auf Nackensteak, was machen wir denn mit den Leuten im ländlichen Raum? Die sind doch auf das Auto angewiesen, die arme Krankenschwester muss doch so. Also anstatt dann wirklich, um über den Kern des Problems wiederum zu sprechen, wo sie sich natürlich komplett verweigern, nämlich Ja. Umverteilung letztendlich von Eigentum und Vermögen, versuchen sie das sogar noch zu instrumentalisieren, was völlig perfide und schmutzig und dreckig ist. Und deswegen an der Stelle wirklich nochmal ganz klar der Hinweis, das hatte ich auch irgendwann mal rausgelassen auf Twitter oder so, man muss eigentlich die sozialen und ökologischen Bewegungen zusammendenken und zusammenführen. Also das eine geht nicht ohne das andere. Und das haben wir jetzt auch durch die Ausführung des Club of Rome und so weiter gesehen. Die soziale Frage ist eng gekoppelt mit der ökologischen Frage. Das kann man nicht und darf man an keiner Stelle gegeneinander ausspielen. Ganz im Gegenteil, da muss man den Schulterschluss wirklich machen. Und ich würde wirklich noch mal sensibilisieren für diese Narrative, die aus den konservativen Ecken kommen. Auch dieser Versuch bei Lanz, sozusagen diesen Protest in eine privilegierte Ecke zu stellen, was ja ganz misslungen ist, weil sie gesagt hat, ich bin, habe noch nicht mal studiert, sondern ich oder habe studiert, aber es gibt viele, die arbeiten und so weiter. Also auch Versuch hier wieder Protest zu einer Klassenfrage zu machen, aber so, dass es dem Status quo dient. Also da bitte achtsam sein und bleiben, dass das wirklich perfide Strategien sind. Ja, total. Ich glaube, das ist auch ein Teil dieses, dass sich gerade etwas auch bewegt, dadurch, dass halt eben da, es wird ja nicht auf der Sachebene geredet, sondern es wird versucht, damit die Diskussion zu derailen. Das zeigt halt eben, dass die Systemantwort der Situation, wie sie da eben drauf ist. Und das zeigt halt eben, dass es eben auch ernst geht. Das Ganze, dieses Zusammendenken von Ökologie und Sozialem, das fühlt sich manchmal an, so wie das ist die Weltformel. Und die stimmen ja meistens nie. Nach dem Motto, du hast irgendwie so 10 Punkte und versuchst, connecting the dots, die Sachen zusammenzuhängen und dann funktioniert das alles nicht und dann zerbricht das, weil es zu groß ist, alles Schwachsinn. Nein, nein. Also man muss das aber zusammendenken, weil einfach zu viele Effekte dort ineinander greifen und das eine ohne das andere gar nicht zu machen ist. Wenn du jetzt versuchst, ein Mikado-Stäbchen zu machen, dann merkst du, dass es verunmöglich möglich ist durch den anderen Part. Wenn du es aber zusammendenkst, auf einmal geht es. So, ne? Also man muss das wirklich halt irgendwie zusammendenken. Genau, kommen wir zu sollen. Sollen. Genau. Wichtiger Punkt hier ist, und das kann man, muss man immer wieder zitieren, dieses, es geht nicht darum, jetzt irgendwie das zu machen, was populär ist. Was immer gern gemacht wird, und das ist ja ein Populisten-Move, ist dann zu sagen, wir machen jetzt irgendeine Umfrage, am liebsten bei Civi oder bei irgendwie einem Meinungsforschungsinstitut, das irgendwie gewogen ist und so weiter. Und dann fragen wir dann repräsentativ, wie finden Sie denn das? Und dann wird gesagt, ja, siehst du, weil die Leute das so sagen, Klammer auf, sie haben meist nicht die richtigen Informationen oder wurden tendenziös gefragt oder soziale Erwünschtheit oder. Wir kennen all die Sachen von solchen Sachen. Dann kommt am Ende raus, sie, guck mal, 70% wollen das nicht, deswegen darf man das ja nicht machen. Das ist alles Blödsinn. Das ist nicht Aufgabe von Politik. Aufgabe von Politik ist, das Richtige zu tun und das dann populär zu machen. Also nicht im Sinne von verkaufen, sondern zu erklären, vermitteln, verbinden und so weiter. Aber das Richtige zu entscheiden. Und dazu gehört dann eben auch in Zukunft, also Teil dieses Sollen, und das heißt ja, wir sollen, bedeutet halt eben auch, dass man das in neuen Maßstäben misst.
Und BIP heißt letzten Endes mehr Stoffumsatz. Und da wir eine Verbindung haben zwischen Wirtschaftswachstum und Ressourcenverbrauch, bedeutet jede Form von Wirtschaftswachstum automatisch, dass wir eigentlich genau das Gegenteil gemacht haben von dem, was wir wollen auf dieser ganzen Klimareise. Das heißt, neben dem, dass wir natürlich dafür sorgen müssen, dass das Ganze fällt. Also der Ressourcenverbrauch müssen wir auch gleich darauf gucken, dass an den anderen Stellen die richtigen Indikatoren wachsen. Und da kann man halt eben gucken, was das ist. Also dass man sich eben darauf konzentriert, wonach wollen wir zukünftig denn eine neue Gesellschaft dann neu denken, was macht das gute Leben aus. Und das mit dem neuen Messwert, an dem man sich messen lassen muss. Und man muss sich auch eben überlegen, das ist Larry Fink, halt eben der Chef von BlackRock, wie stark man denn sich abhängig machen will von einzelnen Akteuren. Klar, auf dem Marktplatz der Ideen und Interessen und so weiter soll jeder seine Stimme bekommen. Aber diese Frage, wonach habe ich zu entscheiden? Habe ich zu entscheiden nach den wenigen? So? Oder habe ich zu entscheiden nach dem, was am Ende dann irgendwie der Gesellschaft als im Ganzen am ehesten hilft und so weiter? Das ist eben ein Umparken. Und das bedeutet auch, dass der natürliche der Berufspolitiker sich hier dann irgendwie neu erfinden muss. Berufspolitiker sind jetzt gar nicht mal so alt. Das ist jetzt irgendwie, was natürlich immer mal gegeben und so, aber das, was Sie die letzten 30 Jahre gesehen haben, ist ein neuer Politikertypus, dem es nicht darum geht, bestimmte politische Ideale oder Ziele zu verfolgen oder zu sagen, das ist mein Projekt, sondern Mehrheiten zu schaffen, mehrheitsfähig zu werden, gewählt zu werden, um in Macht zu sein, um dann in Macht zu entscheiden. Das Problem ist nur, dadurch hast du jemanden, der sich damit irgendwie einen Karriereweg beschritten hat, aber der nicht der Typ ist, der angetreten ist, um irgendetwas dann zu machen, was eventuell unpopulär ist, weil damit gefährde ich ja wieder Wiederwahl. So, das bedeutet halt, wir sind jetzt drin in so einer Art Horse Race Politik-Ding. Das passt auch zum Horse Race Politikjournalismus, wo es halt darum geht, halt irgendwelche Zahlen zu erfüllen und irgendwie populär zu sein und so weiter. Das ist etwas, wo Politik der Zukunft wird sich anders wieder aufstellen müssen. Und das heißt halt eben, wir müssen über politische Projekte reden, die auch Legislaturen, also Legislaturperioden überdauern. Wenn jetzt morgen sich jetzt beispielsweise doch die Ampel im Gewissen wachsen lassen würde und vernünftige Klimapolitik machen würde, dann würde ja irgendwann eine Regierung Merz das sofort wieder in Klump schießen. Also offiziell nicht, aber man würde es dann irgendwie so verunmöglichen, dass das Ganze halt irgendwie schon wieder schwierig wird, es sei denn, die haben genügend Meter gemacht. So, und wir müssen halt irgendwie das schaffen, dass wir halt irgendwie als politische Kultur dort ein Stückchen weiterkommen. Was dabei total hilft, ist, dass wir als Menschen, die da eigentlich der Souverän sind, das begreifen und dass wir vielleicht auch den Journalismus, der die letzten Jahre ziemlich gelitten ist, ehrlich gesagt, an der Stelle in die Pflicht nehmen, dass er solche Sachen dann auch irgendwie hinterfragt. Ich kann an der Stelle auch noch mal nur auf die letzte Sprachnachricht und ein paar davor hinweisen, wo es immer wieder um das Thema Demokratie geht, nämlich Demokratie in seiner eigentlichen Bedeutung. Es ist nämlich eben, Demokratie ist oder wird versucht im Moment, gerade in unserem Lande, eben hingedreht zu werden zu diesen reinen Mehrheiten, zu diesem Horse Race Demokratie. Aber Demokratie basiert auf Werten, auf Prämissen, das ist die Essenz der Demokratie, die Menschenwürde, die Unabhängigkeitserklärung in den USA, sei es die Menschenrechte und so weiter. Das ist das Fundament der Demokratie. Der operative Betrieb läuft über Mehrheitsentscheidungen, repräsentative Parlamentarismus etc. Aber der Zweck, die Intention ist, dass Menschen Freiheit, Gleichheit, Geschwisterlichkeit sozusagen zusammenleben, das ist die Idee der Demokratie und nicht, dass wir wählen und nach Populismus irgendwelche Entscheidungen treffen. Und zurückblickend auf die USA und die Geschichte der Sklaverei ist das, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel dafür, weil Sklaverei war populär. Und es gab aber eine Minderheit, die gesagt haben, nee, wir wollen das abschaffen, weil es gegen die Menschenwürde verstößt, weil es gegen unsere demokratische Grundprinzipien, die wir mal festgehalten haben, verstößt. Und deswegen verändern wir das, obwohl es nicht populär ist. Hat auch natürlich dann zu einem Bürgerkrieg und so weiter geführt. Das darf man natürlich da alles nicht vergessen. Das ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen alles. Aber es ist sozusagen die demokratische Substanz, dass es eben nicht um reine Arithmetik geht, sondern um moralische Werte. Und wer das nicht teilt, der ist aus meiner Sicht auch nicht wirklich demokratisch. Das würde ich jetzt sagen. Der ist nicht Demokrat oder Demokratin durch und durch, wer sozusagen die Menschenrechte und diese Prämissen in Frage stellt.
Ja, genau. Also damit stellt man halt irgendwie so Grundüberzeugungen, die halt irgendwie dazugehören zu dem Ganzen der Frage, sondern dann ist man eher so eine Machttaktik von irgendwie so Mehrheits. Egal. So, gehen wir über zu weiter. Also wir sind immer noch bei Sollen. Bei Sollen, wir haben jetzt gerade eben gemerkt, so, es ist ja alles auch ein Projekt generell, ob wir jetzt dem Club of Rome-Ding folgen oder wenn wir sagen würden, wir benutzen beliebiges anderes Lösungsmodell, dann gehört da immer dazu, dass wir irgendwie dekarbonisieren. Da gehört immer dazu, dass wir einen Teil von Wertschöpfungsprozessen so weit verändern, bestimmte Ressourcen lassen sich dann nicht mehr durch Marktallokationen wirklich verteilen, sondern müssen halt nach einem anderen Schlüssel verteilt werden. Da gehört auch immer dazu, dass irgendwie Ernährung ein Thema ist. So oder so bringt es jetzt halt, also bringt natürlich was, wenn bestimmte Blocks, also bestimmte Kontinente da schon was machen, aber auch dann braucht es irgendwie eine überregionale Art, das zu koordinieren. Und idealerweise wäre natürlich, wenn man das weltweit macht. Dafür helfen natürlich dann auch wenn solche Konferenzen dann immer mit Vorsicht zu genießen sind, die wir gerade mit COP 27 haben oder auch ein G20 und so weiter, kann da schon eine ganze Menge machen. UNO als Modell ist natürlich auch großartig, weil es halt eben die ganzen Bodies dafür schon hat, die es bräuchte. Es bräuchte jetzt nur die richtigen Akteure dann irgendwie da drin, die sagen, okay, und jetzt tackeln wir den ganzen Mist. So, ne? Also wir haben die ganzen Abteilungen, Unterabteilungen und so weiter. IPCC ist ja nun auch irgendwie damit angeschlossen. Biodiversität ist da auch irgendwie mit angeschlossen und so weiter. Und also die internationale Body, das sich eben um Biodiversität kümmert, kommt übrigens bald der nächste Bericht raus. Was also da sagen will, ist halt die Strukturen dafür, um sowas auszuhandeln, global zu koordinieren oder halt eben zu sagen, das und das machen wir jetzt anders, die sind da. Und übrigens, wir haben uns schon zum Beispiel global darauf geeinigt, wie Verkehrsschilder aussehen. Wir haben uns global darauf geeinigt, wie FCKW aussieht. Wir haben uns darauf geeinigt, dass bestimmte Waffen nicht okay sind und so weiter. Also dieses, dass Staatengemeinschaften sich zum Einigen bereit sind, das ist ja so. Das Ding ist nur, wir haben jetzt die letzten Jahre gelernt, dass Einzelinteressen hier viel weiter überwiegen. Und das ist genau das, was Patrick erwähnt hat, nämlich dass diese Grundübereinkunft von bestimmten Werten oder bestimmten Zielen wichtig sind, damit man sich dann einig wird. Also dieses davon auszugehen, dass hier es niemals vorangeht, ist vielleicht auch ein bisschen zu pessimistisch gedacht. Es kommt eher darauf an, über was für einen Rahmen wir reden und über welche Schritte auf diesem ganzen Transformationspfad wir davon reden. Oder wie dann auch dieses nochmal Rückgriff auf den Bericht, das eben sagt, so, dass, jetzt muss ich mal hier ganz kurz dieses Fenster verschieben, dass die Gesellschaften, die miteinander zusammenhängende Krisen als solche erkennen und sofort damit beginnen, den Kurs durch ambitionierte Maßnahmen in den Schlüsselbereichen zu ändern. Also das ist ziemlich genau das, was wir auch in diesem Club of Rome Bericht sehen. Das heißt, die Strukturen sind da, wir müssen nur anfangen, dass dieses Thema jetzt auch wirklich verhandelt wird. Kommen wir zu Können. Bei Können ist dann immer ganz schnell die Frage nach, wer soll das denn bezahlen? Und das ist auch richtig so, weil wir leben in einer Gesellschaft, wo das ein wichtiger Faktor ist. Wir hatten das schon mal, nämlich nach dem Zweiten Weltkrieg. Da gab es nämlich genau das Lastenausgleichsgesetz. Da haben nämlich die Leute, die sehr viel Geld hatten, beispielsweise, weil sie jetzt durch Kriegsgewinnler waren und so weiter, oder weil sie vorher ihr Reichtum versteckt haben, oder einfach nur, weil sie sehr viel Immobilienvermögen hatten, das unbeschädigt war, haben wir gesagt, okay, hört mal zu, ich verkürze das jetzt, wir belasten euch jetzt über einen gewissen Zeitraum, darauf müsst ihr was abgeben und so weiter. Und das stecken wir in den Aufbau der Nation, das stecken wir ein in die Transformation, das stecken wir rein auch, dass wenn Heimkehrer kommen, also die dann lange in Kriegsgefangenschaft waren, dass die auch neue Startbedingungen haben. Natürlich hat da keiner Juhei geschrien, aber jeder hat verstanden, dass das eben wichtig ist, damit das Ganze dann wieder zum Fliegen kommt. Das ist einfach eine andere Haltung. Es wäre nur geil, wenn wir das schaffen würden vor der Stunde Null, dass wir das begreifen, dass wir das brauchen. Und was ich sagen will, ist halt, man hat sich das schon mal rangewagt. Man hat also auch schon über einen langen, gestreckten Zeitraum da irgendwie Reiche belastet, um am Ende ein Mehr zu haben. Also das Ganze, was Wirtschaftswachstum angeht und so weiter, wäre ohne das, natürlich war Marshallplan da auch ein wichtiger Punkt und so weiter, aber auch nicht komplett ohne das denkbar. So, das heißt also, dieses, wir können ja, wenn wir wollen, wir müssen uns nur besinnen, was wir denn da schon mal gehabt haben. Und das ist eben auch natürlich das Thema beim Thema Erben. So, ne? Also das, was sind Summen, die sind viel größer, als wir für diese Transformation eigentlich brauchen. Und jetzt muss man denen ja nicht alles, muss man Erben nicht alles wegnehmen oder so, ne? Also man kann ja nicht Aufgriffsgrenzen und man kann auch sagen, okay, Betriebsvermögen wird angetastet, aber zum Beispiel über 30 Jahre und so weiter. Also man kann sich ja durchaus damit befassen. Nur wenn man es eben nicht macht, dann hat man natürlich immer das Thema, ja, wir haben leider kein Geld.
Also wir würden gerne die Lebensgrundlagen halt beschützen, aber wir haben auch kein Geld. Und wir haben auch diese Schuldenbremse, deswegen können wir auch kein Geld aufnehmen. Das tut mir leid. Nein, nein, das ist alles Blödsinn. Das Geld ist da und das Geld wird gerade verteilt. So, ne? Also zwischen Erbengenerationen und so weiter und Vermögen sind auch genügend da. Die haben prächtig verdient durch Corona, wenn man sich mal anguckt, was hier dann Vermögenszuwächsen war. Auch die letzten 30 Jahre, während hier Löhne stagniert haben, sind Unternehmergewinne so hochgegangen und so weiter. Das heißt, wir haben hier genau diese Umverteilung. Wenn wir die wirklich angehen würden, hätten wir auch all die Mittel, die wir dann tatsächlich brauchen, um weiterzukommen. Ich würde Und auch wer. knallhart an irgendeinem Punkt sozusagen eine Vermögensobergrenze an Privatvermögen. Also kein Mensch braucht ein Milliardenvermögen, sorry. Also es ist nicht mehr ausgebbar, es ist nur noch vererbbar. Und es ist selbst das luxuriöseste Leben kannst du führen und du wirst dieses Geld niemals ausgeben können. Also es ist einfach Irrsinn. Das egalisiert sich ja auch, weil wenn wir in einer Welt leben, wo du geschlossene Stoffströme hast, wo du halt nur bestimmte Art von Ressourcen abbauen kannst, wo du unendlich Energie hast im Sinne von, ne, regenerativ und so weiter, da funktioniert Wirtschaft anders und da ist auch die Frage, was willst du denn kaufen für die ganze Scheiße? So, ne? Also das ist dann irgendwann Blödsinn. Und übrigens dieses, wie viel kann man denn an Vermögen anhäufen? Das ist ja eine Sache, die haben wir durch die Menschheitsgeschichte immer wieder mal, dieses ganze Thema. Und jedes Mal führt das natürlich dann auch immer zu, weil das eben auch ein Machtfaktor ist, auch wenn einige das verneinen, aber es ist ein Machtfaktor, führt das natürlich dann auch zu Verwerfungen, die da sind. Und um das zu verhindern, haben ja stabile Demokratien dann immer auch relativ hohe dann Sätze gehabt. Also ich glaube hier irgendwie in den USA, da hatten sie doch irgendwann mal Einkommenssteuer, das war doch irgendwie nördlich von 80% ab einer bestimmten Größe. Ne? Also das macht schon Sinn und formt natürlich dann auch also das kannst ja in Wohlstand und großem Wohlstand und da reden wir von überbordendem Wohlstand. Ne? Das ist also, es ist halt irgendwie, es ist keine, von mir aus gesehen ist das jetzt auch kein Neid, lass sie damit doch leben. Die Frage ist nur immer so dieses, was hilft das denn oder hilft das eben nicht einer Gesellschaft und wo kommt es denn her und so. Ja, und ich würde, wenn dann, auch fordern, sich mal komplett ehrlich zu machen, weil dann dieses Leistungsgeschwafel, Leistung muss sich lohnen und so weiter, das kann ich dann ehrlich gesagt dann nicht mehr ertragen in diesem Kontext, weil das ist vererbtes Vermögen, hat nichts mit Leistung zu tun und so weiter. Wenn man das ernst meint, dieses Narrativ, dann muss man umverteilen. Ist einfach so. Das sind Geldfeudalgesellschaften. Und wenn wir das als solche begreifen, dann wissen wir auch genau, wie wir uns auch schon mal irgendwie mit dem Adel befasst haben. Und das heißt jetzt nicht rüber runter, sondern das heißt halt, wir müssen halt irgendwie überlegen, wie wollen wir uns als Gesellschaft organisieren. Bei Können, dann wird auch immer schnell gesagt, wie sieht denn die Wirtschaft von morgen aus? Nochmal, World Business Council for Sustainable Development, die haben seit Jahren ein großes Programm, wo sie genau diese Geschäftsmodelle und Techniken von morgen und von übermorgen auch sogar entlang einer Zeitschiene halt irgendwie relativ klar machen. Das wird auch immer wieder aktualisiert. Ich glaube, inzwischen heißt das Programm irgendwie Transform oder so. Das Ding ist, dafür braucht es dann wieder den Innovationsimpuls von außen. Also sprich, wenn der ordnungspolitische Rahmen sagt, diese drei Industrien werden die nächsten 10 Jahre runtergehen, dann ist vollkommen klar, dass an den Ersatzsachen dann ja angefangen wird zu forschen. Da fange ich doch erst, was du schon vorhin erzählt hast, ne? Und genauso dieses, wenn ich jetzt genau weiß, in 20 Jahren ist das und das aus, so, dann laufen dann hier viele andere Sachen auch. Also dieser Gedanke von wegen so, wenn wir jetzt aber hier irgendwas und so, dann bricht ja alles zusammen, ist alles Blödsinn. Dadurch entsteht, das Wasser sucht sich seinen Weg. Dadurch entstehen dann eben neue Sachen, die dann aber weniger schädlich sind, auch wenn natürlich das Wirtschaftsmodell am Ende ein anderes ist. Aber dieses Apokalypse-Narrativ von rechts ist ja zu sagen, wir dürfen das System nicht anfassen, weil es gibt ja keine positive Antwort, aber die gibt es. Und die gibt es genauso wie, wenn wir jetzt eben auf EE umstellen. Alle mal sagen, dadurch wird alles teurer. Nee, ist eben nicht so. Na, also die Fossilen sind inzwischen eben deutlich teurer, dadurch, dass wir eben erneuerbare Energien so viel günstiger herstellen können. Und da wird auch noch wahrscheinlich ein Stück weit das nach unten gehen. Das heißt also, wenn wir jetzt darüber nachdenken, was will eigentlich die Gesellschaft, was ist denn auch für die Wirtschaft gut im Sinne von niedrige Kosten, dann ist vollkommen klar, was wir tun müssen. Vollkommen klar. Der Grund, warum wir es nicht tun, hat eben nichts mit wirtschaftlichen Interessen zu tun. Das wird dann immer gern mal so herbeigefaselt und so weiter. Aber das sind andere Sachen, das hatten wir beim letzten Mal so. Das heißt, wenn wir über Können reden, können wir das transformieren? Ja. Können wir es bezahlen? Ja. Gibt es Alternativen? Auch ja. Das heißt also, was Können angeht, da haben wir tatsächlich eine ganze Menge auf der Kralle.
Übrigens noch ein kurzes Debunking oder halt ein Offenlegen von paradoxer Kommunikation. Also einerseits die Konservativen, die vor der Apokalypse warnen, wenn das Wirtschaftssystem sich verändert, und gleichzeitig den KlimaschützerInnen vorwirft, sie sollen doch jetzt bitte nicht die Apokalypse an die Wand malen. Genau. Also das ist natürlich vollkommen lächerlich. Ja, das ist teilweise natürlich eine rhetorische Taktik und teilweise ist es aber auch bleierndes Unwissen. Hm. Ne, weil man dann immer noch auf den Stand ist von 1990, wo quasi der Stand war in der, was man so allgemein geglaubt hat, dieses irgendwann schmilzt mal eine Polkappe und dann säuft irgendwann mal ein Eisbär ab, oh wie schrecklich. So, dass wir hier aber, ne, und so weiter, das ist dann teilweise denen gar nicht bewusst. Das ist auch total spannend, solchen Leuten, dass, also jetzt ganz kurzer Einschub, wenn du jetzt mal einer Person wie einem Lanz das klar machst und das erzählst, dann fallen die wirklich aus allen Wolken. Also dann hast du wirklich diesen kompletten Zyklus von irgendwie so Ablehnung, Wut, Trauer und so weiter. So. Also das kannst du wirklich sehen, so, weil die das noch nie gehört haben und dann auch nicht glauben. Und das hast du ja auch da, wo sie dann gesagt hat, naja, wir werden dann irgendwie Bürgerkriege haben, Verteilungskämpfe. Und so, wie können sie das sagen? Und so weiter. So, dann merkt man so dieses so, wie kannst du die Frechheit haben, mich aus meiner Bequemlichkeit zu wecken? Aber das ist nun mal eben, wenn man sich damit beschäftigt, dann weiß man das eben. Zu können gehört aber auch, dass wir als Menschen natürlich dann irgendwie auch, was weiß ich, alte und neue Techniken neu lernen, so. Man wird bestimmt sich mal auseinandersetzen, wie man vielleicht Sachen zieht, also aus dem Boden an Pflanzen zieht. Oder wir werden wahrscheinlich, wenn es wärmer wird, uns umstellen, wann wir zum Beispiel eine lange Mittagspause machen, weil es zu heiß ist. Wir werden wahrscheinlich uns irgendwie die eine oder andere Beduinentechnik irgendwie abgucken müssen oder so. Also es gibt, glaube ich, eine ganze Reihe von Fertigkeiten, die man dann irgendwie neu lernen wird. Genauso wie zum also Beispiel Dun-Anzüge werden wir uns bauen müssen. Vegetarisch kochen gehört wahrscheinlich auch dazu. So, ne? Oder halt irgendwie dann neue Sprachen. Es gibt eine Reihe von Dingen, die wir können müssen. Oder lernen werden, hat im Zuge dieses Transformationspfads. Und da gibt es eine ganze Menge hier, also alles, was zur Suffizienzgesellschaft dazugehört und so weiter, ist im Prinzip schon dabei. Dann dieses auch so, wenn man sich mit dem ganzen, der ganzen Thematik dieser ganzen Klimageschichte und dann eben auch den Folgen, aber auch den Lösungen auseinandersetzt, und dann lernt man natürlich auch eine ganze Menge. Und das ist für dieses Können in der neuen Welt dann irgendwie wichtig. Das ist jetzt nicht, dass man einen neuen Beruf erlernt, aber das ist halt eine neue Herangehensweise an die Lebenspraxis. Und das ist auch spannend, wie dann so diese, das sind die Skills vom World Economic Forum, die geben einmal im Jahr oder alle 2 Jahre geben sie so eine Liste raus mit, übrigens, das muss man jetzt die nächsten Jahre irgendwie können. Und das ist spannend zu sehen, wie sich die Sachen verändern, von halt irgendwie so Technik-Skills hin zu analytisches Denken ist wichtig, Problemlösung ist wichtig und so weiter. Das sind halt eben Sachen, die da auch so ein bisschen mit, natürlich eben in der Wirtschaftsapplikation, aber grundsätzlich sich natürlich dann verschoben haben über, wir haben halt irgendwie andere Sachen zu beschäftigen. Und neben diesem Können gehört natürlich auch dieses, das Können mit anderen, also das Verbinden mit anderen dazu. Und da sehen wir heute ja bereits irgendwie so, es gibt Aktivistengruppen, Interessengruppen und so weiter. Ich habe was rausgekramt, einige werden es noch wissen. Und zwar gab es in den 90ern in Deutschland so eine ganze Reihe von Brandanschlägen auf Wohnheime, wo Ausländer lebten, auf Asylantenheime, auf ganz normale Familien, die einfach nicht irgendwie aussahen, wie der Durchschnittsdeutsche sich das damals so vorgestellt hat. Es gab also grassierende Fremdenfeindlichkeit und auch tatsächlich etwas, was in Richtung Pogrome geht. Und die deutsche Durchschnittsgesellschaft hat teilweise daneben gestanden und geklatscht, teilweise so Feuerwehren aufgehalten, vom Löschen abgehalten und so weiter. Das ist diese Zeit, die wir noch kennen, die man heute so nennt, als Baseballschlägerjahre. Also ich bin da ja ein Jugendlicher gewesen und wenn du da an der falschen Stelle abgebogen bist und dann irgendwie 5 Skinheads begegnet bist, dann kriegst du so erstmal die Jacke voll, wenn du nicht irgendwie so aussieht, als würdest du in deren Freund-Feind-Muster auf die richtige Stelle passen. So, und in diesem ganzen Konstrukt damals haben sich sogenannte Wohlfahrtsausschüsse gegründet. Das waren dann bewusste linke Bewegungen, die dann irgendwie sich zusammengetan haben, so in Cafés und in Einrichtungen, wo man dann auch so Jugendeinrichtungen und so weiter, wo man sich dann irgendwie darüber unterhalten hat, dass man es eben nicht will, weil man Zeichen setzen wollte gegen rechts. Da haben sich dann auch eine ganze Reihe Prominente und Musiker dazu gefunden, die auch gesagt haben, ja, wir sind eigentlich auch dagegen, finden sie irgendwie auch blöd und haben dann eine ganze Menge Aktionen gemacht. Natürlich kann man da immer jetzt irgendwie was dran finden und ist auch irgendwie politisch und so weiter. Worum es geht, ist halt, da hat sich spontan, relativ spontan eine Gruppe gefunden, die gesagt hat, hier läuft gerade was ganz gewaltig falsch.
So, und wir müssen daran was ändern. Und die sind dann auch laut gewesen und so weiter. Und ob das jetzt irgendwie damit jetzt direkt zusammensteht, ist egal. Mir geht es darum, den Punkt zu machen, die neue Form des Zusammenkommens und des gemeinsamen Ausprobierens und auch gemeinsam neue Techniken irgendwie erlernen, entwickeln und so weiter. Die sind vielleicht noch gar nicht da. Wir müssen aber das begreifen als ein Teil von, dass wir das für oder auf dem Weg zu dieser neuen Welt halt irgendwie ja, noch herbeischaffen müssen, entwickeln müssen oder irgendwie ausprobieren müssen. Ja, ich glaube, dazu müssten wir, weil das war auch einer Zeit vor dem neoliberalen Individualismus, der jetzt sehr tief eingesickert ist in die Gesellschaft. Gibt es auch ein wunderbares Buch und eine Interviewempfehlung. Oliver Nachtwey war bei Jung und Oh ja. Naiv 4 Stunden wirklich sehens- und hörenswert. Und das Buch Die gekränkte Freiheit mit Caroline Amlinger, glaube ich, heißt sie. Wo er mal diese ganze Historie aufmacht, wie sozusagen dieser libertäre Autoritarismus sich langsam hier durchschleicht und alles so über dieses Ich letztendlich sich durchzieht. Und das gilt es wieder ein Stück weit, sich davon zu lösen, zu befreien. Ja, also das ist ein großer Knackpunkt, glaube ich, weil 1990 sah die Welt noch anders aus, gab noch keinen Gerd Schröder und all die Dinge, die dann kamen, wobei Gerd Schröder alleine als Figur ja nicht ist, sondern das war ja dann der Zeitgeist Reagan, Thatcher, der dann über Schröder, Blair durch ganz Europa geisterte. Und kurzfristig haben auch Leute davon sicherlich profitiert und so weiter, aber es hat auch auf der anderen Seite eben sehr eklatante Schäden hinterlassen, nämlich gesellschaftliche. Und das war ja auch das Credo, man erinnert sich an Maggie Thatcher, there is no such thing as society, also sozusagen von vornherein die Gesellschaft als Kollektiv in Frage zu stellen. Genau, und Solidarität zu zerschlagen, ist natürlich dann auch leichter, dann irgendwie dagegen zu arbeiten und so weiter. Auch solche Sachen wie jeder seines eigenen Glückes Schmieds, was halt eben eine komplett soziale Herkunft und Zusammenhänge und so weiter dann auch immer so ein bisschen gleich mit abräumt und so weiter. Das ist Teil dieses Glaubenssystems, das natürlich auch hier spitz in Frage gestellt wird an der ganzen Geschichte. Wir kommen jetzt zu der letzten Abfahrt. Und was nämlich wichtig ist, ist, glaube ich, kurz vorweg. Ich bin mit genau dieser Sache selber konfrontiert worden vor vielen Jahren und das hat bei mir erstmal eine ganze Menge so Abwehr ausgelöst und Entrüstung. Und bis es dann bei mir dann irgendwie anders dann angekommen ist. Deswegen versuche ich das irgendwie besser rüberzubringen, als es mir damals vermittelt wurde. Mal sehen, ob mir das gelingt. Jetzt kommt halt relativ kurze Sachen aufeinander und dann können wir darüber reden. Die Frage ist ja, und das ist ganz wichtig gewesen vorhin, dieses, naja, die Lösungen sind da, wir wissen, wir können es bezahlen, wir wissen auch, wie das technisch geht und so weiter. Und wir wissen jetzt auch, was die Hürden sind, was wir dafür tun muss. Aber wir wissen eben auch, Utopie und so weiter, es gibt herrschende Strukturen und es gibt halt eben Leute in Verantwortung, die es sich machen. Sondern ist die Frage, wer soll das denn alles machen, das Ganze hier überhaupt anzuschieben? Und die Antwort dafür ist wir. Und damit meine ich jetzt nicht Patrick und Jens, sondern wir alle, die wir jetzt gerade hier zuhören oder uns jetzt gerade vielleicht die Aufzeichnung angucken oder vielleicht gar nicht im Raum sind, aber trotzdem nicht indifferent sind gegenüber dieser Entwicklung. Das meint nicht jetzt per se, dass wir jetzt irgendwie anfangen, uns irgendwo festzukleben oder Steine zu schmeißen. Es geht vor allen Dingen darum, dass es uns nicht egal ist. Wenn es uns egal ist, dann sind wir eben Aktivist für eine Welt, die sich selber verunfallt, so, und dass wir uns selber abfinden mit der Situation, Opfer dieser Verhältnisse zu sein. Oder ob wir sagen so, nein, wir versuchen halt, wir kommen gleich drauf, welche Möglichkeiten das sind, etwas dagegen zu tun, dagegen etwas zu unternehmen. Ich sehe sonst gerade keinen. So, ne? Also wir wissen selber, die Medien, die werden da weiterhin ihre ganz normale medienökonomische Sache fahren. Wir wissen, die Wirtschaft wird von alleine nicht machen. So viele Reiche, die dann irgendwie sagen, ich verzichte jetzt irgendwie darauf, gibt es nicht. Und die Politik macht auch nur, wenn dann etwas sehr langsam. Also das Thema ist hier, würden wir heute noch 50 Jahre Zeit haben, wäre es ja kein Problem. Aber wir haben nur noch das Zeitfenster von wirklich wenigen Jahren, um auf einen Pfad zu kommen, der nach unten führt. Im Sinne von Reduktion zum Beispiel von Emissionen. Und dafür braucht es eine aktive, mündige Zivilgesellschaft, die
eine Haltung dazu entwickelt, dass es nicht egal ist. Und das bedeutet halt eben, man kann sich jetzt als Aktivist verstehen und so weiter. Ich glaube aber, was wir viel eher bräuchten, wäre uns zu verstehen als APO, als außerparlamentarische Opposition, als eine politische Kraft, die halt eben sich einerseits durch Wahlen und so weiter hörbar macht, aber eben auch auf verschiedene anderen Arten, wie halt eben Politik in der Demokratie stattfindet. Und dass es uns eben A, nicht egal ist und dass wir B, das eben auch als Verantwortung begreifen, denn wir sehen ja das Ganze kommen. Wir haben ja dieses Wissen. Wollen wir da jetzt irgendwie sagen, so dieses, ich vergesse das, es klappt ja nicht. Oder will einfach sagen, so mein Teil davon, der ist mir egal. Nein, es ist manchmal nur ein ganz kleiner Schritt, nur ein paar wenige Handgriffe, die man tun muss, vielleicht nur ein kleiner Zeitansatz. Alles auf der, von der Grundhaltung, dass es einem nicht egal ist, dass sich etwas bewegt. Ja, weil dieses so, ich selber kann ja nichts machen, weil ich bin ja nur einer. Wenn das 83 Millionen Leute denken, dann ist das tatsächlich natürlich blöd. Aber wir sind ja nicht allein in dieser Sache. Und wenn wir uns verstehen als tatsächlich Teil einer tatsächlich politischen Bewegung von mündiger Zivilgesellschaft, dann sieht das eben ganz anders aus. Wir haben früher, wir sind ja aufgewachsen, also die jetzt auch alle so irgendwie Mitte 40 sind, in verhältnismäßig ruhigen Zeiten. Da gab es dann irgendwie einen Block und so weiter und da war der aufgelöst und da war der große Friede. Und dieser Punkt von, wogegen soll man denn rebellieren und so weiter, gibt es denn überhaupt einen Kurs? Ja, es gibt einen guten Kurs. Ne? Wir haben nämlich hier Verhältnisse, in denen wir leben, die uns tatsächlich bedrohen. Und vielleicht ist es halt irgendwie unsere Verantwortung, vielleicht ist es auch unsere historische Verantwortung, dass wir hier etwas dagegen tun. Weil wir haben keinen großen Krieg, wir haben keine große andere Sache, das ist, sondern unser Kampf ist quasi genau das, dass wir halt in dieser Situation drinstecken, eines Systems, was uns sicher Richtung Abgrund führt. Wir wissen darum, wir wissen auch, was man dagegen tun muss. Und will man jetzt zuschauen dabei, dass es nichts passiert? Wir haben jetzt schon 50 Jahre zugeguckt, dass nichts passiert ist. Jetzt das nochmal irgendwie so mitzumachen, wie soll das irgendwie funktionieren? Klar kann man das vielleicht irgendwie einbauen, aber wie soll das gehen? Und wer jetzt glaubt irgendwie, das ist ja irgendwie alles so eine Kleinigkeit und so. Nee, eigentlich stehen wir hier in der Traditionslinie von großen anderen Bewegungen. Wenn ich jetzt irgendwie Gandhi aufrufe, dann mache ich natürlich jetzt nicht den Punkt, dass wir jetzt irgendwie unterdrückte Nicht-Weiße sind. Also das ist nicht mein Punkt. Und ich weiß selber, der hat auch irgendwie Dinge am Laufen und so weiter. I totally get it. Das ist nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, dass dieser, dass eben gewaltfreier Widerstand oder im weitestgehend gewaltfreier Widerstand halt wirklich ganze Imperium verändern kann durch Beharrlichkeit und durch Geschlossenheit. So, ne? Die haben gesagt, so, wir gehen hier nicht weg, ihr geht weg. Und dann sind sie gegangen. So, ne? Oder halt eben dieser Teil von Mandela, ja, ich weiß auch, da gab es auch Morde und so weiter, so, aber er eben damals auch eben von der herrschenden Struktur im Knast gelandet und dann am Ende dann rausgekommen, Präsident geworden. Also die Geschichte hat dann am Ende dieser Beharrlichkeit, dieser Bewegung dann doch recht gegeben, weil halt die kleine weiße Elite in diesem Apartheidsregime am Ende gemerkt hat, so, okay, es brodelt. So, ne? Also wir kommen hier irgendwie, das wird irgendwie schwierig, es ist zu viel Demand da, dem wir jetzt nichts entgegensetzen können. Wer noch weiter zurück will, kann sich halt die Suffragetten angucken. Wir dürfen nicht vergessen, auch heute leben noch ganz viele Frauen unter Unterdrückung, Patriarchat und so weiter, alles richtig. Aber vor nicht mal 100 Jahren durften sie in den meisten Ländern noch nicht mal wählen, obwohl es der Demokratie gab. Das muss man sich auch vorstellen. Die Hälfte der Gesellschaft durfte nicht teilhaben. Und da haben die gesagt, haben wir keinen Bock drauf. Da sind jetzt halt nicht, da sind die Betroffenen, die Frauen selber sind auf die Straße gegangen und haben gesagt, dafür wollen wir doch jetzt mal streiten. Und was haben die gemacht? Die haben Kunstwerke angegriffen. So, und Demos gemacht, so, und vorher auch eine ganze Menge so eben gewaltlos und so weiter, und da kam dann nicht so viel, und dann sogar angeblich Kirchen angezündet und Briefbomben verschickt und so weiter. So, ne? Das führt natürlich auch dazu, dass da eben auch die entsprechende Systemantwort kam und festgenommen wurden, aber ohne das hätte es wahrscheinlich noch länger gedauert. Vielleicht auch wäre es vielleicht sogar nie gekommen. So, ne? Also was the gist ist, große gesellschaftliche Veränderungen entstehen halt dadurch, dass sich Menschen dafür interessieren und dann irgendwie dabei sind und mit den Füßen abstimmen und dann eben, dass es manchmal eben auch unbequem wird. Und das ist, da kann man in die Kunst zurückgucken, da gibt es dann irgendwie Bilder von der Streik und so weiter, die halt auch schon ziemlich alt sind. Leute streiken für halt Arbeitszeit. Die Leute haben sich damals die Füße in den, oder die Beine in den Bauch gestanden, dass wir heute halt eben sowas haben wie Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Arbeitnehmerrechte und so weiter. Also Bismarck hat ja Arbeitnehmerrechte oder eben so Sozialversicherungen nicht erfunden, weil er den Leuten was Gutes tun wollte, sondern wollte damit halt eben auch diese Bewegung austreten. So, aber diese Bewegungen waren ja deswegen stark, weil sie ja halt eben hörbar und sichtbar waren. Wenn man sich vorstellt, zur Volkszählungszeit, da sind die Leute auf die Straße gegangen, weil sie was dagegen hatten, dass personenbezogene Daten eingezogen worden sind. Oder dieses hier, kein Kernkraftwerk da. Als das damals aufkam, die haben das Kernkraftwerk verhindert
Und damals hat Wirtschaftsminister oder der Ministerpräsident von Bavü hat dann damals sich hingestellt und gesagt, so, nein, wenn wir dieses Kernkraftwerk nicht bauen, die Lichter werden ausgehen, die Wirtschaft wird zusammenbrechen. Natürlich war nichts davon wahr, nichts davon ist passiert. Aber es sind genau diese allselben Narrative, genau dieselben Sachen, die dann kamen. Und am Ende haben dann die Leute, dadurch, dass es ihnen nicht egal war, eine ganze Menge bewegt. Oder halt irgendwie das Waldsterben, Luftverschmutzung. Oder das größte Ding, eine der größten Revolutionen der neueren Menschheitsgeschichte, das viel zu wenig Anerkennung bekommt, wo unsere Brüder und Schwestern halt eben damals in der DDR quasi ihr System zum Sturz gebracht haben. Klar, das war auch vorher schon angeschossen und so weiter. Ich weiß das alles und so. Aber es wäre bestimmt nicht so schnell auf diese Art so in die Wandlung gekommen, nachdem die gesagt haben, okay, wir demonstrieren jetzt und wir machen halt eben klar, dass wir das so nicht wollen. Und das kannst du halt dann auch nicht ewig ignorieren. Man stelle sich vor, die 1 Million Leute, die halt bei Fridays for Future jetzt bei so einem Global Strike irgendwie sich in Berlin treffen, streiken und gehen dann nicht nach Hause. Man stelle sich das mal vor. Stell mal vor, die würden jetzt mal einfach 3 Tage kampieren. Wir hätten eine vollkommen andere Debatte. Wir würden ganz anders darüber reden. Es kommt wirklich darauf an, wir müssen noch nicht mal irgendwie anfangen, uns irgendwie selbst zu entleiben oder so. Es würde schon reichen, dass einfach wir mehr sind, dass es nicht nur irgendwie Schüler sind, sondern irgendwie auch Leute aus der Mitte der Gesellschaft und dass der richtigen Stelle Störung ins System kommt. Und das ist auch wichtig, weil wer jetzt glaubt, na, es gibt ja diese Aktivisten, die regeln das schon, ich kann mich ja zurücklehnen oder so, oder irgendwie wird das schon auch ohne mich und so weiter, der irrt. Na, wir haben ein zartes Pflänzchen, was hier irgendwie läuft und was da irgendwie ganze Menge macht und so weiter. Und natürlich kämpft dann das System auch mit halb legalen Mitteln dann irgendwie dagegen und so. Das ist wirklich gruselig, wenn man das so sieht. Ne? Also wir hatten beim letzten Mal dieses Framing, der wird dann hier die Frau Reemtsma wird dann, wer die mal erlebt hat, die ist zwar irgendwie so tough im Topic so, ne, aber irgendwie auf die zu der Person halt irgendwie okay und fair und so. Aber dann kann sich dann dazu versteigen, zu sagen, ja, die Reemtsma, FFF Reemtsma prügelt und blafft um sich und sie faucht dann dazwischen und so. Also man merkt schon richtig, wie diese Dämonisierung stattfinden soll. Genauso wie Stopp die linksextremen Klimaretter. Das ist übrigens von 2020, ne? Also dieses Frame, das ist tatsächlich alt. Das ging jetzt schon los mit Ökoterrorismus, Ökosozialismus, das war schon vor 20 Jahren und so weiter. Und das wird jetzt halt eben planmäßig ausgespielt, wieder dem Klimaterrorismus. Da heißt es auf einmal, das ist Terror, wenn Leute sagen, wir sind mit den Verhältnissen nicht in Ordnung. CDU-Politiker, Klimaaktivisten vorsorglich inhaftieren, das war noch vor München und PAG und so weiter, sondern da war wirklich dann geplant, so Lager zu machen und so weiter. Und das findet aber dann keinen Anklang so, ne? Also es hat nicht dann es müsste ja eigentlich skandalisiert und eskaliert werden, wird aber nicht. Das heißt, dieses müssen noch weiter gegenhalten. Hier, das ist schon länger her, da hat tatsächlich der Staatsschutz bei einer 15-Jährigen die Tür eingetreten, um da irgendwas zu suchen. Das muss man sich vorstellen. Das sind in Augsburg, das sind Dinge, womit man natürlich nicht davon ausgeht, dass auf der anderen Seite ein Terrorist ist. Man nutzt aber die Terrorgesetze, um damit dann eben genau den Druck auszulösen, den man dann haben will. Genauso wie das hier, war die Klimademo, wo es dann 100 Verletzte gab, weil die komplett zusammengeschlagen haben. Oder dann eben da neues Polizeigesetz in NRW brachte 5 Tage Haft, ohne dass da irgendwas war, oder 55 Tage, oder jetzt halt eben die Leute in München für 30 Tage nach Polizeiaufgabengesetz. Das ist so, also wer glaubt jetzt wirklich, das wird das alles regeln, das System wehrt sich mit Händen und Füßen. Deswegen ist es jetzt gar nicht mal nur wegen aus Solidarität wichtig, sondern wenn wir ein Interesse daran haben, dass wir in einen positiven Veränderungspfad reinkommen, dann müssen wir klar machen, dass auch wir das nicht gut finden. Und wie sieht es in anderen Ländern aus? Da bringt man die Leute einfach um. Also 200 Klimaaktivisten sind 2021 getötet worden, 2020 waren das noch mal ein paar mehr und so weiter. Bei uns sterben die Leute dann nur bei illegalen Polizeiräumungen und so weiter. So, also, na, aber das ist halt eben krass, das zu sehen. Und wer jetzt selber von sich sagt, naja, also die Linke hat sich ja zu Tode gesiegt, die haben ja immer demonstriert und jetzt haben wir all diese Wohltaten, wir leben ja quasi im Schlaraffenland. Klammer auf, so würde ich das eigentlich nicht sehen, so, aber so ist ja der Frame, Klammer zu. Dann muss man eben ja auch betrachten, dass selbst wenn ich für Klima nicht besonders viel Interesse habe, aber selber Arbeitnehmer bin, dass ich natürlich auch in diesem sozialen Sicherungssystem irgendwie lebe und mich bewege und dass das wichtig ist für mein Wohlergehen und für Sicherheit und so weiter. Und auch das, wofür ja Leute mal demonstriert haben, wird momentan bekämpft. Das heißt, wenn ich nicht für Klima irgendwie eine Begeisterung habe und mein Leben in 20 Jahren, dann sollte ich zumindest unmittelbar etwas dafür tun, denn da gibt es eben auch Dutzend Beispiele, Bürgergeld gerade gekippt, aber regelmäßig wird dann auch Hartz IV an sich angegriffen, soll ja erheblich zusammengekürzt werden.
ne, auf 132 Euro. Dann werden dann eben Zuschüsse bei Langzeitarbeitslosen werden gekürzt. Laschet wollte Steuern senken, das kommt auch nur dazu. BDI möchte das auch. Da kommt dann sowas wie, man könnte Einkommenssteuer von Besserverdienenden senken, den sogenannten Leistungsträgern. Dann, das ist schon ein bisschen älter, aber dass dann Hans-Werner Sinn, damals IFO-Präsident, gesagt hat, nein, man sollte ältere Arbeitnehmer schlechter bezahlen, weil die haben ja eine niedrigere Produktivität. Da stecken gleich mehrere Sachen drin, die schwierig sind. Oder man sollte Feiertage abschaffen oder Mitarbeiter sollen ihre Unfälle selber versichern. Man sollte längere Arbeitszeit haben, man sollte halt eben Rente mit 70 erstmal machen, das wird an verschiedenen Stellen gefordert, oder erst nach 45 Erwerbsjahren, die wirklich schwierig zusammenzukriegen sind für die meisten Menschen, dann 42-Stunden-Woche wegen Arbeitskräftemangel oder 42-Stunden-Woche wegen Rente oder halt eben Zuzahlung an Rente soll verhindert werden, Zuzahlung an Rente soll verhindert werden, und jetzt kam ja wieder raus, Aktienrente, wo wir alle wissen, was das bedeutet. Man setzt damit halt Teile der Altersvorsorge halt Marktgegebenheiten aus, und man schließt damit den Kreis, weil dadurch dann Rentner dann abhängig sind von dem System. Du kannst das System also nicht mehr ändern und so weiter. Das heißt also, all diese Sachen, neben diesem ganzen Thema Klima und Nachhaltigkeit, sind auch das, was unser Leben zusammenhält und was uns selber wichtig ist, genauso unter Attacke, ne? Also das wird, ist auch so eine Art so Squeeze-out drin. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, Jens, wir können ja immer noch streiken, wir können uns immer noch dagegen demonstrieren. Auch das steht in Rede, ne? Also wir sind hier wirklich Dingen ausgesetzt, die uns klar werden müssen, dass man kann sich dazu nicht verhalten und verkriechen und so weiter. Da muss man aber auch damit leben, mit den Folgen so, ne? Also es ist eine ganze Menge in Bewegung, und es lohnt sich, darüber nachzudenken, was man tun kann. Und was kann man tun? Jetzt kommt es nämlich dieses, naja, irgendwas kann man schon tun, um das Skript zu flippen. Ganz easy. Man kann eben zu einer Ethikbank wechseln. Das ist zum Beispiel die GLS Bank und so weiter. Da gibt es so drei, vier. Die legen nach bestimmten Kriterien an und so weiter. Die kosten dann meist auch nicht mehr als das Girokonto woanders zu haben. Aber das Geld fließt zu einem Geldinstitut mit einer anderen Haltung. Warum ist das wichtig? Wenn in dieses ganze System der Wirtschaft, da fließt halt eben Geld dadurch wie durch ein Nervensystem. Und wenn an der Stelle eine andere Antwort in dieses System hineinkommt, dann fließt das eben auch woanders hin. So, ne? Also wenn jetzt normale Geschäftsbanken ihr Geld dann woanders anlegen und so weiter, dann kannst du sicher sein, dass da auch mal was dabei ist, was zum Beispiel halt irgendwie fossil irgendwie eine Verbindung hat. Bei Ethikbanken kannst du davon ausgehen, dass die das schon vernünftig machen. Genauso ist das, wenn du Geldanlage hast. Seit August diesen Jahres musst, wenn du Geld anlegen willst, irgendwie sei es jetzt irgendwie, du hast ein bisschen was über, willst so einen Fondssparplan haben und so, dann müssen sie dich fragen, wie sieht es denn mit Nachhaltigkeit aus? Wollen sie da investieren? Dann sollte man sich da näher informieren mit der Person und am ehesten vielleicht ein Ja sagen. Ne? Also Geld anlegen in Industrien, die halt die Umwelt weniger belasten, wäre schon klasse. Ökostrom genau dasselbe, kostet meist ähnlich viel, selten ein bisschen mehr. Also ich zahle für Ökostrom jetzt hier zum Beispiel dasselbe wie für normalen Graustrom, macht aber auch eine Menge aus. Und ich weiß selber, klar, mit Netzentgelten und mit Monopol und so, es gibt nur wenige, die das tatsächlich auch wirklich rein. Ökostrom weiß ich alles, aber sich damit zu befassen, und es gibt ein paar Anbieter, wo das dann auch tatsächlich gut zusammenpasst, das lohnt sich total. Weiterer Punkt: informieren, sprechen, konfrontieren in Kommune, Land und Bund, also überall da, wo ich halt am politischen Geschehen teilnehmen kann, dort, wo ich vielleicht Vertreter treffe, die damit zu tun haben, da sollte ich dann auch irgendwie das Thema mal aufbringen. Das ist das Thema unserer Zeit. Also, wenn es irgendwas gibt, du brauchst mit denen jetzt nicht reden über irgendwie Abfallwirtschaft oder also Abfallwirtschaft, sondern eben mit dem ganzen Thema eben, wie sieht es denn jetzt aus mit Klima und Nachhaltigkeit? Dann, ich habe jetzt hier nur ein Beispiel aufgezählt, da gibt es eine ganze Menge, kann man zum Beispiel bei Utopia gucken. Ecosia kann man zum Beispiel als Suchmaschine nehmen, ne? Ich kann Google benutzen oder Ecosia benutzen. Bei Ecosia kriege ich meist ähnliche Suchergebnisse, ähnlich gute Suchergebnisse auch. Das Positive ist nur dabei, deren Werbegelder fließen dann nicht irgendwie halt in den Moloch Google hinein, sondern in Projekte wie zum Beispiel, die dann eben Bäume pflanzen. So, das heißt, ich kann mit kleinen wenigen Schritten schon etwas anderes machen, nur dass ich mein Habit verändere. Ich persönlich zum Beispiel nutze Ecosia als Default. Und wenn ich dann irgendwie merke, okay, ich muss das doch an irgendeiner Stelle tiefer oder ich bin mit dem Suchergebnis nicht zufrieden, dann kann ich immer noch was weggoogeln. Aber ansonsten ist das da eben meine aufmerksamkeitsökonomische Eingabe ist an der Stelle halt eben anders dran. So, oder führt zu anderen Ergebnissen. So, ich habe Konsum heute kann schon man. wieder was gelernt. Ecosia kannte ich noch nicht.
Sehr schön. Und dann Konsumüberdenken ist dann immer die Frage, befriedigt mich das? Warum will ich das denn überhaupt kaufen? Also Essen und so weiter ist ja eine Sache, aber dieses Konsumieren ist ja auch manchmal auch einfach nur Dinge neu kaufen. Und das mit, sehr häufig ist es ja, oder bei vielen Menschen ist es so, dass dieses, das erfüllt dann eine emotionale Sache. Warum ist das so und so weiter, kann man dann auf eine andere Ecke, auf eine andere Art ergründen. Aber dieses so, ist das jetzt wirklich etwas, was mich jetzt glücklicher macht? Oder ich zum Beispiel nutze auch viel mit anderen Leuten gemeinsam. Ich brauche jetzt nicht irgendwie in diesem Haus leben auch noch andere Menschen. Ich brauche jetzt nicht noch eine weitere Bohrmaschine kaufen, sondern kann mir die auch leihen. Dafür habe ich aber einen tollen Akkuschrauber, den ich dafür verleihen kann und so weiter. Also was ich sagen will, ist halt, über Konsum kann man auch einfach anders nachdenken und das führt dann zu anderen Ergebnissen. Das ist der Abschnitt easy. Das kann man relativ schnell einbauen, irgendwie aus unserer Sicht in den Alltag. Übung meint jetzt irgendwie so, da muss man jetzt ein bisschen mehr dran machen. Das ist dann etwas, was mehr Effekt hat, also wesentlich mehr Effekt. Also gerade die unteren beiden Punkte, also ein paar der drei Punkte insbesondere. Wo man tatsächlich sich ein bisschen stärker umstellen muss. Also wer zur Miete wohnt, hat auf Heizung und Energie, Energie hat wegen Ökostrom, aber auf Heizung meist wenig Einfluss. Und man kann ja trotzdem mit seinem Vermieter reden. So, weil der hat natürlich auch bei steigenden Energiekosten dann irgendwann Schwierigkeiten, das umzulegen auf neue Mieter, wenn man selber umziehen muss, wenn man sich das leisten kann. Also irgendwann wird er Ersatzinvestitionen machen müssen, vor allen Dingen, weil bei ihm ja auch irgendwann der CO2-Preis dann aufgeschlagen wird. Wärmepumpe ist also dann irgendwann Thema. Genauso wie Gesamtenergieverbrauch von so einem Haus durch eine PV-Anlage sich halt irgendwie auch dann relativ schnell rechnet. Also zum Beispiel gibt es auch so Solartische, die kosten irgendwie knapp einen Taui. Jetzt ist das natürlich trotzdem irgendwie noch viel Geld, aber ich kann mir überlegen, ob ich dann irgendwie jetzt 2 Wochen in Urlaub fahre oder mir das irgendwie so leiste. Das ist etwas wie so eine Art Tisch, den man sich auf den Balkon stellen kann, der aber PV ist, so, der auch kratzfest ist und man kann auch drauf essen, so, und der sammelt aber die ganze Zeit Solarenergie ein, kann ich direkt in die Steckdose stellen und speist damit das Haus. So, solche Sachen gibt es ja, man muss sich nur damit auseinandersetzen. Das macht aber schon eine ganze Menge. Und da ist ja hier erstmal, sich dafür zu interessieren. Wer selber in einem Haus wohnt, hat ja Einfluss, also wenn das Haus gehört, dann selber Einfluss drauf. Wer zur Miete wohnt, kann es zum Thema machen. Sich auch vielleicht mit anderen abstimmen, wenn da mehrere Parteien drin sind. Nahrung ist viel eher ein Thema. Also fleischarm wäre toll, am besten noch fleischlos. Das geht erschreckend schnell. Ich habe vor vielen Jahren gedacht, das klappt niemals. Das war auch zu einer Zeit, wo man sich dann rechtfertigen musste, warum man abgefallen ist hier vom Karnivorenstamm so. Das geht und das funktioniert gut. Und das ist etwas, was einen erheblichen Einfluss hat. Also so gerade Rind irgendwie aus der, oder generell auch so Kuhprodukte aus der Ernährung raus zu xen. Müsli mit Mandelmilch ist halt auch the shit, ne? Ist halt irgendwie nochmal ein anderer Taste dann dabei. Ist echt eine gute Sache. Ist Übung, ne? Ist also wirklich ausprobieren, nochmal ausprobieren, nochmal ausprobieren, noch später ein dritten Mal. Also ich esse zum Beispiel inzwischen eine Bollo viel, viel lieber mit eben nicht Kuh drin. So, ne? Und jetzt gar nicht mal aus Moral, sondern einfach, weil das andere mir inzwischen besser schmeckt. Also es ist einfach wirklich nur eine Übung. Es ist nicht so, als ob wir das irgendwie eingeben haben. Und letzter Punkt, Mobilität ist ein wichtiger Punkt. ÖPNV, wann immer geht. Auto, wenn es denn schon sein muss, dann sollte man irgendwie zuschauen, dass es dann irgendwie auch wie E-Mobilität ist oder eben super sparsam. Am besten aber natürlich halt Massentransit und in der Regel nicht fliegen. Dieses Nicht-Fliegen ist tatsächlich etwas, worüber ich mich selber sehr ärgere und auch lange gebraucht habe, an den Punkt zu kommen, weil es lange gedauert, bis ich das Geld verdient habe, um fliegen zu können. Und dann wollte ich aber nicht mehr, weil ich das irgendwie schwer noch mit mir selber in Einklang bringen konnte. Es gibt da keinen gerechten Tausch nach dem Motto, ich fliege jetzt und dann kann ich ja hier kompensieren und so weiter. Nee, das ist halt, also wenn es wirklich sein muss, dann ist es eben so. Aber wenn ich mir das aussuchen kann, dann kann ich halt eben auch in Europa auch eben sehr viel auch mit Zug machen, mit Auto machen und so weiter, mit all den Effekten, die das Ganze hat, also im Sinne von, was für ein Impact das ist. Dann muss ich auch wieder Verantwortung, an meine eigene Verantwortung denken und überlegen, so, möchte ich das denn tatsächlich tun mit den ganzen Folgen, die das hat. Ganz also wichtige Frage und Hinweis aus dem Chat. Sollte man wirklich versuchen, Konsumkritik üben oder wäre es nicht besser, bestimmte Gesetze zu fordern, um Schädliches zu verbieten oder stark einzuschränken? Wer Teil 1 und 2 gesehen hat, ich glaube Teil 2 hatten wir das auch nochmal thematisiert. Es geht jetzt nicht darum, hier die Verantwortung auf das Individuum abzuschieben, sondern es ist auch keine Entweder-Oder-Frage, sondern ein Sowohl-als-auch. Also natürlich muss man
die Gesetze verändern und so weiter und die Produktionsverhältnisse verändern und so weiter. Aber das heißt ja nicht, dass wir jetzt so lange einfach mal warten und nichts tun, sondern hier ist ja einfach nur die Frage, was kann jeder Einzelne schon beitragen? Aber das alleine löst nicht das Problem. Aber es ist sozusagen ein kleines Steinchen im gesamten Mosaik. Ja, danke. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das habe ich jetzt irgendwie nicht gut geframed. Das stimmt. Vielen Dank für den Hinweis. Nein, also tatsächlich die Sache ist, auf der politischen Ebene müssen die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Das haben wir jetzt die letzten 2 Stunden ja auch klar gemacht. Und dieser Teil, den müssen wir einfordern. Das wäre jetzt auch eben mein Gist. Das ist nur etwas, wo ich sage, das sollten wir ohnehin tun. Also wer hier jetzt selber für sich sagt, so, und das meine ich auch gar nicht, dann heute oder morgen früh einfach mal nachgoogeln. Ne? Das ist ein Nachmittag Arbeit und dann hat man aber schon enorm viel gemacht. Das sollte jeder bei sich selber ohnehin machen, weil das auch eben ein Teil davon ist, diese Veränderung zu beschleunigen. Aber man kann es nicht aufs Individuum absetzen. Nein, nein, wir müssen das vielmehr fordern, dass diese Veränderung auf der großen Ebene tatsächlich dann kommt, dass dann die richtigen Leute auch in die Verantwortung gehen. Und das ist dann das nämlich wirklich aktiv zu sein. Ne? Also wo du bist, ist vorn. Das heißt, eben selber informieren, es geht um was. Das ist eben etwas so, manche Leute sehen das so als Edutainment. Das ist jetzt auch nicht unbedingt per se ein Lifestyle oder so. Nein, aber dieses, das in seine Heavy Rotation einzubauen, wenn man jetzt Social Media affin ist oder halt irgendwie die richtigen Zeitungen, Magazine, wie auch immer zu lesen, da dran zu bleiben an dem Thema ist wichtig. Da gibt es ein paar gute Newsletter und andere Ressourcen und so weiter. Wir können auch mal eine Liste machen und so. Das ist aber relativ einfach, das zu tun. Aber man muss sich damit beschäftigen. Man geht, und ich kenne das selber von mir. Ich mache das Ganze jetzt schon wirklich seit Ewigkeiten. Und ich habe das immer so alle paar Wochen, wo ich denke, ich könnte kotzen bei der ganzen Sache, weil es nicht weitergeht und ich so frustriert bin und so wütend so und irgendwie merke, da tut sich nichts. Und dann merke ich auch, wie ich dann aus der Frustration als nächstes dann niedergeschlagen werde. Und dann denke ich so, was, jetzt mache ich mal einen Tag Pause davon, mach bewusst was anderes, dann fliege ich nicht weg. Und ich mache keine Ahnung. So, aber ich beschäftige mich da bewusst mit anderen Sachen. So, ne? Und dann kann ich aber auch wieder rein. Aber dieses, man muss sich wirklich damit konstant auseinandersetzen, weil es halt eben auch Teil dieser Transition ist und weil das eben auch die eigene Haltung dann eben auch nochmal weiter verändert und man auch merkt, dieses so, man ist dann eher in der handelnden Position und nicht in der behandelten. Ich bin aktiv, weil ich mich damit auseinandersetze und weiß, wo die linke und die rechte Grenze ist und bin ich ausgeliefert auf dem, was andere für mich bestimmen. Ein anderer Punkt ist dieses, rede auch mit anderen darüber und bekenn dich da auch zu. Du musst ja nicht sagen, von wegen so, übrigens, du machst das alles falsch und so weiter. Das ist ja der Zeigefinger und so weiter, die nervigen Leute und so Treehugger-mäßig und so. Das ist ja gar nicht das Ding. Aber zu sagen so dieses so, nö, ich mach das nicht mehr, weil das oder aber dieses wusstest du schon jenes und so weiter. Oder mit anderen darüber zu sprechen, ich beschäftige mich gerade damit und vielleicht ist das ja auch interessant für dich. Na, also das positive Anstiften, das ist dabei ganz wichtig, weil das ist ein Thema, das geht uns alle an. Es gibt eigentlich niemanden, außer die Leute, die jetzt mit aus Trotz in so einer Verweigerungshaltung sind und auch die geht das an, ist eigentlich jeder dafür bewusst dabei. Also zum Beispiel, da kriegt man auch die Leute auf den unterschiedlichsten Ebenen. Ich habe das mal gehabt mit einem, der wollte das Thema gar nichts wissen. Dann habe ich ihm mal Projektionen gezeigt, wie denn so die Nordseeküste halt eben aussieht in 60 Jahren. Und dann hat er irgendwie gemerkt, so, okay, gut, vielleicht ist das doch mal was, mit dem ich beschäftigen soll. So, ne? Also dieses sich damit auseinandersetzen und dann auch mit anderen einfach nur darüber reden, vollkommen ohne Kampf drumherum, ist auch schon etwas. Und wenn ich jetzt selber halt irgendwie sage, ich bin in Social Media aktiv oder so weiter, oder ich bin vielleicht eher der Zeitungsleser, dann ist mein Medium dann eher der Leserbrief, dann sollte ich halt eben im Debattenraum auch mich hörbar machen. Es kommt ganz schnell, wenn du anfängst, dich damit zu beschäftigen, dass du merkst, so dieses so, das habe ich schon ein paar Mal gesehen, dass es Blödsinn ist. Da kann ich doch jetzt was zu machen. Aber es klappt nur, wenn man sich tatsächlich auch irgendwie mitteilt. Und dann Punkt ist halt dieses Petitionen mitmachen, teilen, supporten, starten. Ja, ich weiß, viel davon ist einfach so totaler Blödsinn, Papier, Tiger, Rohrkrepierer. Das war nicht der Punkt. Der Punkt ist, das kostet mich 60 Sekunden so und ich habe trotzdem da etwas halt eben mit unterstützt, was eben an dieser Sache dranhängt. So. Also ich kriege von Kampak und von den ganzen anderen regelmäßig so Sachen mit von wegen, hier, guck mal, das passt doch zu dir und so weiter. Da kostet mich das ein paar Klicks und so weiter, aber dadurch ist dann auch wieder ein Stück weit Masse geschaffen, dass es eben nicht egal ist, das Ganze.
Viel wichtiger ist aber tatsächlich das, und das ist auch Patrick ja auch immer wichtig, der darauf immer wieder hinweist, dieses so, wir müssen uns eben dort begegnen, wo wir sind, und das ist eben auch in der echten Welt, und dort muss es dann auch real werden. Und das heißt halt eben, wir haben beim letzten Mal ja gehört, eben 77 Städte haben hier schon Klimanotstand angemeldet und oder Klimaentscheide dann irgendwie rausgelassen. Ja, geh doch mal auf so eine Stadtverordnetensitzung oder in der Kommune, wo du da bist, und bring das Thema doch mal ein. Oder frag mal, was man denn dagegen tun will oder dafür tun will und so weiter. So, da kommen dann solche Sachen wieder, und zum Beispiel auf einmal merkt dieses so, vielleicht sollten wir Teile der Innenstadt autofrei machen. Nicht nur weil Lebensqualität und weil Geld, sondern eben auch weil Klima, so, ne? Und also dieses, dass jemandem das nicht egal ist, dass es Leute gibt, die sich dafür interessieren, das macht das dann wirklich lebendig. Und man glaubt gar nicht, an wie vielen Stellen das Thema noch nicht angekommen ist als ein reales Thema. Und deswegen lohnt es sich auch halt eben Unternehmer, wohlhabende Freunde oder eben Politiker zu fragen, was machst du denn konkret? Oder wie ist denn wie verhältst du dich denn dazu? Oder wie ist denn dein Verhalten? Wenn dir jemand erzählt, er fliegt jetzt irgendwie jetzt nach Bali und im halben Jahr nochmal dahin und dann nochmal nach Athen und so weiter, da kann man ja auch mal darüber sprechen, dieses so, und wie kompensierst du? Oder eben einfach so dieses so, warum geht dann nicht auch woanders und so weiter. So, ne? Also dieses, es geht ja nicht darum, das zu schämen, aber darüber in Diskurs zu kommen, ist halt ein wichtiger Punkt. Was, Du wolltest dazwischen, ja, bitte. genau, also was auch noch wichtig aus meiner Sicht zu erwähnen wäre, es, und da ist halt wieder dieses methodologische Individualismus, hat, glaube ich, hier Left to See das im Chat gesagt, also dieses Ich-Zentrierte, was uns ja sozusagen ideologisch eingebrannt ist mittlerweile, führt halt leicht dazu, dass man so sagt, okay, ich muss hier alles abhaken, erst dann ist es gut und perfekt, sondern nein, wir müssen es sozusagen arbeitsteiliger sehen, also wir sind in vielen anderen Gebieten arbeitsteilig, sondern hier geht es darum, nicht hier überall einen Haken dran zu machen, wenn du das machst, okay, kriegst du von mir aus ein Fleißbildchen, aber oft führt es ja eher dazu, dass man dann die Scheu hat und sagt, oh, das ist aber so viel und so aufwendig und so eine Umstellung für mich persönlich und wo soll ich denn die ganze Zeit hernehmen? Nein, such dir eines davon und das ist schon ein Anfang, wie sozusagen alle Viere von sich zu strecken und sagen, oh, das ist mir alles too much, ich halte mich Genau. da lieber komplett raus. Also das ist nochmal ganz wichtig und eben auch versuchen, diese solidarischen Bande wieder zu knüpfen. Also auch wenn man irgendwo beobachtet im Diskurs, da ist gerade jemand in der Diskussion mit unterstützen und so weiter und so fort. Also den anderen auch immer wieder mitsehen und einhaken hört sich jetzt beknackt an, aber ihr wisst, was ich meine. Also erst dieses Gemeinsame, dieses Arbeitsteilige und so weiter. Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Dankeschön. Das ist bewusst ein Menü, auf dem unterschiedliche Sachen stehen, damit man selber auch sagen kann, ich in meiner Lebensphase, wo ich jetzt gerade stehe, ich kann jetzt nur das, oder aber wo man sagt so, nö, ich habe eigentlich dafür, das ist so, ich verstehe das als irgendwie mein Teil meiner Verantwortung, meiner Generation, hier etwas zu tun und Teil der Lösung und nicht des Problems zu sein. Und weil ich mehr Zeit habe, gehe ich halt eben jetzt hier stärker an der Stelle rein. Das soll ja jeder für sich selber dann irgendwie gucken. Aber dieses, dass es einem nicht egal ist und dass man sagt, ich möchte gerne etwas verändern, ich möchte gerne ein Teil davon sein, so, da kann man eben dann genau schauen, was es ist. Und dieses, ne, deswegen ist auch sowas dabei wie informier dich oder rede halt mit anderen drüber und so weiter. Das heißt jetzt nicht, dass man das irgendwie alles abfackeln muss. Streike und demonstriere ist halt ein wichtiger Punkt, weil dadurch wird halt eben die Zivilgesellschaft sichtbar im politischen Raum. So, das ist eben ganz wichtig. Ist auch immer die Frage, wo man streikt. So, ruft man das Rathaus an oder streikt man halt irgendwie an anderen Stellen, dort, wo es eben andere Störungen verursacht. So, bestreikt man Werkstore, bestreikt man Villenviertel oder wie auch immer. So, also die Sache ist halt die, immer dann, wenn es eine Gelegenheit gibt, dann sollte man wirklich schwer prüfen, ob man da nicht Teil davon sein kann, weil da wirklich jeder weitere Mensch wichtig ist. Und da ist vor allen Dingen wichtig, dass es nicht irgendwie nur irgendwie Schüler sind, und inzwischen sind da auch mehr Erwachsene und so weiter. Aber trotz alledem, das muss halt eben klar werden, dass es nicht irgendwelche, naja, da versuchen wir das ja irgendwie hier beliebige Gruppennamen einfügen, so, dass es diese Art von Mensch, sondern das sind wir. Wir, die Zivilgesellschaft, wir sind nicht zufrieden mit dem Weg, den das Ganze eingeschlagen hat, und wir möchten, dass sich das ändert. Das ist die Botschaft. So.
Und da hilft natürlich dann total dieses, das hat Patrick ja eben schon angeteasert, dieses, naja, mit anderen sich unterhaken und dann irgendwie gemeinsam drüber nachdenken, weil dadurch kommt man auch auf Lösung. Dadurch kommt man dann auch irgendwie dazu, dass man sagt, okay, irgendwie Lebensveränderung und so weiter, ich habe da Angst vor, das fällt mir schwer. Wenn ich mich mit anderen austausche, findet man Lösungen oder vielleicht auch gemeinsame Lösungen, die man sonst nicht gehabt hätte. Und da heißt es eben, man kann sich Gruppen anschließen, da gibt es genügend, haben wir beim letzten Mal ja auch gezeigt, was so eine Hub-Seite ist. Oder halt eben, man gründet sein eigenes Ding, oder man probiert dann irgendwie dann eben aktiv zu sein oder eben auch andere Aktionsformate auszuprobieren. Wir werden auch immer wieder mal Gruppen haben, die da sehr viel in ihrer Freizeit da aktivieren. Für unsere Interessen sind die unterwegs, die mal interviewen, was es da noch so gibt, damit man vielleicht auch ein paar Ideen bekommt. Aber der Punkt ist, sich halt irgendwie dazu nicht zu verhalten, ist halt etwas, was schwierig ist. Und das meine ich jetzt nicht im Sinne von moralisch, sondern ich glaube, für einen selber ist es mit diesem Wissen, um die Situation klarzugehen und genau zu wissen, so, ich kann es auch irgendwie anders machen, vielleicht nicht ganz einfach. Das ist im Prinzip auch das, was du am Anfang gesagt hast. So, letzter Punkt im Prinzip, dieses eine Armee von Eichhörnchen ist immer noch eine Armee. Ja, genau das ist es. Wir fühlen uns schnell schwach und einsam und irgendwie, wir können ja eh nichts machen und so weiter. Und das ist auch die Erfahrung, die viele in ihrem politischen Leben ja gemacht haben. So, ne? Also wer jetzt selber irgendwie nie ehrenamtlich oder politisch tätig war und so weiter, der, ich verstehe das total, aber es ist so, dass wir nicht alleine sind. So, es gibt eine ganze Reihe von Leuten, das zeigen ja auch genügend Umfragen, die da sehr wohl dafür sind, da irgendwie was zu ändern. Wir müssen nur halt irgendwie uns hörbar machen. Und dafür habt ihr ja gerade irgendwie Methoden gesehen. Und wenn man das jetzt mal versucht, in Kontext zu setzen von irgendwie, wie sieht denn das aus mit, wie gestaltet sich die Politik über Zivilgesellschaft? Da hat hier die Frau Figueres was Interessantes gesagt, nämlich hier eben Civil Disobedience is not only a moral choice, it's also the, ich muss das Fenster mal verschieben, the most powerful way of shaping world politics. It's time to participate in non-violent political movements wherever possible. Und das ist die Frau, die halt irgendwie für die UN damals hier Paris mit ermöglicht hat. War auch mal gehandelt worden für UNO-Generalsekretär und so weiter. Die hat ein klares Verständnis dafür, wie Politik funktioniert. Und das ist genau das, worum es geht. Ne? Dieses, hier geht es noch ein bisschen weiter. Also sie sagte halt eben nicht von wegen so beschäftige dich damit und entwickle eine Haltung dazu, sondern Civil Disobedience. Ja, das ist halt eben genau das, was halt eben jetzt zum Beispiel Extinction Rebellion und Letzte Generation so machen. Weil das eben genau der Punkt ist, womit man den Debattenraum dann anders wahrgenommen wird. Anderer Punkt hier, auch sehr wichtig von Ursula Le Guin, we live in capitalism, its powers seem inescapable, but so did the divine right of kings. Any human power can be resisted and changed by human beings. Und das ist das, was wir häufig vergessen, ne? Wir sind wie so ein Fisch, so, dem man versucht, Wasser zu erklären. Wir leben halt in diesem System und das lässt sich auch nie wirklich verändern und so. Aber es gibt genügend Beispiele in der menschlichen Geschichte, wo genau das passiert ist, ne? Also wo die Verhältnisse sich gedreht haben, weil es Leute gegeben hat, die gesagt haben, damit möchten wir so eigentlich nicht mehr funktionieren. Und dann häufig aus so einer Haltung von, wir haben keine andere Wahl mehr. Und heute haben wir noch eine Wahl. Und das ist der Vorteil, weil wir nämlich hier eine ganze Menge retten können. Das heißt, dieser Change muss nicht mit viel Elend und Tod erkauft werden, sondern einfach nur mit dem, dass es uns heute nicht egal ist und dass wir etwas eben dafür tun. Nämlich auch, the power of the people is much stronger than the people in power. Das ist natürlich eine Binse, so, und klingt auch immer etwas, was man sich auch irgendwie als Wandtattoo irgendwo hinhängen würde. Aber es ist trotzdem wichtig, weil nämlich das ist etwas, was wir schnell vergessen. Wir sehen dann irgendwie so etwas und vergleichen uns mit, meinetwegen, dem Chef von BlackRock oder Olaf Scholz oder so weiter und sehen natürlich die Macht, die die Einzelpersonen haben, weil wir aber den anderen und die Solidarität der Gemeinschaft halt irgendwie nicht begreifen oder nicht verstehen oder nicht wahrnehmen. Aber genau das ist es. Wenn wir uns heute zusammenschließen würden, stellen Sie sich mal vor und sagen würden, wir machen so nicht weiter, dann machen wir so nicht weiter, dann ist vorbei. So. Und das ist etwas, wo eine unheimlich große transformative Kraft drin steckt, die ja die Demokratie bietet. Wir können die Verhältnisse verändern. Wenn wir uns immer nur zurückziehen auf selbst, ja, die machen ja eh, was ich will und so weiter, das ist halt irgendwie lame. So, ne? Sondern wir können da wirklich was machen. Und da passt nämlich der letzte Punkt zu. Das ist eine Rede, die ist eigentlich viel länger und so weiter und auch im anderen Kontext und so. Aber ich fand das irgendwie trotzdem schön, weil es einen gewissen Reim hat an der einen Stelle und weil es irgendwie spannend ist, weil es auch diesen Punkt Verantwortung zeigt. Und zwar 1918, der Krieg ist verloren, der Kaiser ist im Ausland.
Und Max von Baden, Reichskanzler, steht dann da und merkt dann so, es gibt jetzt irgendwie Demos und Aufstände und so weiter. So, und irgendwie klappt mir das nicht mehr, dass wir den ganzen Mist hier irgendwie unter Kontrolle halten. Stimmt sich mit den Fürsten ab, die es so im Land dann so verteilt so gibt, und sagt dann so, ja, irgendwie, wir müssen irgendwie die Sache liegt in den Fritten. Wir müssen jetzt irgendwie so was machen. Und geht quasi auf die Parteien zu, die sich ja geformt haben, und sagt dann so, ja, okay, wir machen jetzt, Monarchie ist jetzt vorbei. So. Und in diesem Moment ist dann eine günstige Stunde. Und einer denkt darüber nach, so, okay, also an politische Bewegung, wir können jetzt ja die Räterepublik ausrufen. Und an anderer Stelle stellt sich halt eben Philipp Scheidemann ans Fenster und sagt dann eine ganze Reihe von Sachen, unter anderem zusammengefasst das, ne, der Kaiser hat abgedankt, er und seine Freunde sind verschwunden, sei durch die geschichtliche Bedeutung dieses Tages bewusst, unerhörtes ist geschehen, große und unübersehbare Arbeit steht uns bevor, alles für das Volk, alles durch das Volk. Das alte und morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik. Jetzt mit dem ganzen politischen Demokratie-sauren Kram mal beiseite gezogen. Das, was da passiert ist, ist halt eben die Personen Power haben quasi die Welt in Klump geschmissen und sich verabschiedet voller Verantwortung. Das ist so ein bisschen dieses Ding, auf das wir ja auch hinzulaufen. Und Könnte passieren. unübersehbare Arbeit ist auch etwas, was wir haben. Und das Alte und Morsche ist im Prinzip dieses System, wo wir sind. Und eigentlich brauchen wir genau das, dass wir uns nämlich als solidarische Gemeinschaft irgendwie und als Zivilgesellschaft verstehen, also durch das Volk, und damit eine Veränderung einleiten. Und das Geile finde ich dabei halt eigentlich, dieses System Monarchie, diese ganze, das ist ja eine Ordnung gewesen, eine Herrschaftsordnung, die es ganz lange gegeben hat. Und dann haben die gemerkt, weil halt überall irgendwie so die Leute halt irgendwie Unrest gemacht haben, dass sie gesagt haben, so, ist ja vorbei jetzt. Ist vorbei. Ist ja nicht so, dass der Kaiser unterschrieben hat, jetzt irgendwie, ich gebe euch das und so weiter. Nee, der musste danach dann noch weiter fliehen. Ne? Also er war da auf einmal im Exil. Da haben sich die Verhältnisse quasi umgedreht und sie sich selbst befreit. Und ich sage nicht, dass wir das brauchen oder so weiter. Ich sage nur halt irgendwie, dass diese transformative Kraft, die da drin steckt, wenn man irgendwie gemeinsam in eine Richtung schaut und so weiter, halt in der Geschichte schon mehrfach da gewesen ist und am Ende etwas ist, woran auch das wir auch zulaufen. Weil, und das ist genau das Ding, Humanity will end the climate crisis in our lifetime. Das ist genau der Punkt. So, ne? Wir sind quasi zum Gewinnen verdammt. Wir können das nur hinkriegen, weil wenn wir es nicht hinkriegen, dann sieht unsere Zukunft ganz, 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 ganz anders aus. Das heißt, wir müssen uns damit irgendwie dazu verhalten, damit befassen und da etwas tun. Und was haben wir gerade eben erzählt? Damit wir auf diesen Lösungspfad kommen und damit die herrschenden Verhältnisse wahrnehmen, dass es jetzt an der Zeit ist, sich tatsächlich zu bewegen und nicht einfach sich irgendwie Gegebenheiten und einem Dürfen von anderen Kräften und so weiter, sondern dass wir wirklich sagen, das ändern wir jetzt. Das ändern wir jetzt und wir ändern das schnell. Und wir lassen euch das nicht durchgehen, dass ihr uns nochmal verarscht, weil ansonsten werden wir euch Grund und Boden wegwählen oder keine Ahnung, halt irgendwie uns was anderes überlegen. Aber so geht das nicht weiter. Und das ist genau der Punkt, worüber wir uns irgendwie mal befassen müssen. Was mir noch einfällt zu dem Punkt von Scheidemann und so weiter und das, was irgendwann mal im Chat in puncto Utopie und so weiter vorkam, es ist ja allein schon lohnenswert, sich auf einen möglichen Tag X, wie er eingetroffen ist, wie bei Scheidemann, sich vorzubereiten. Also vorab schon das, was passiert, wenn die sich verpissen, weil es nicht mehr geht, weil es sozusagen alles darauf hinausgelaufen ist und die sich dann in ihre Bunker in Neuseeland verabschieden oder was weiß ich wohin. Und dann gilt es ja, etwas Neues aufzubauen und dann sollte man ähnlich vorausschauen, schon mal was vorbereitet haben, so wie man es eigentlich bei allen anderen Krisen und so weiter auch schon erwartet. Also selbst da würde es sich lohnen, Energie und Zeit reinzustecken, selbst wenn man irgendwie nicht der Ansicht ist, dass sich jemals was ändert. Es gibt immer sogenannte schwarze Schwäne. Wir haben hier mit Scheidemann ein Beispiel gehabt. Lasst uns doch zumindest auf diesen möglichen schwarzen Schwan, der scheinbar unmöglich ist, ein Stück weit mit vorbereiten. Allein das ist schon lohnenswert. Und Sehr gut. ansonsten alles, was du gesagt hast. Sehr gut. Ja, damit endet, also wir haben jetzt noch die anderen Rubriken, das geht aber relativ schnell. Damit endet jetzt dieser Zyklus dieser Grundlagen. Und jetzt zukünftig gehen wir dann noch tiefer da rein. Also im Sinne von, dann schauen wir uns die Sachen alle irgendwie einzeln an. Lohnt sich wahrscheinlich nochmal alles hintereinander weg irgendwie im Kontext zu sehen und so. Aber die Sachen, wir haben extra darauf geachtet, dass sie einigermaßen
gut ineinandergreifend und auch wenn dieses so nach dem Motto, ich bin gemeint, habe ich jetzt aber gar nicht so richtig Zeit für und so, wie gesagt, wir sind quasi zum Erfolg verdammt. Man kann sich dazu nicht verhalten. Ich wollte jetzt nur an der Stelle nochmal hinweisen, du hast gesagt, das wird die kürzeste Sendung, das ist jetzt bis jetzt die längste Das ist Sendung. mir eben auch aufgefallen.